la 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 la. Noch 25 Episoden bis zu 100. Yeah! Das heißt, das ist die Episode 75 der Comic-Cookies und da haben wir uns natürlich ein paar ganz spezielle Gäste eingeladen. Jawohl. Breedstorm ist schon mal nicht dabei, also alle können beruhigt zuhören. Hey. Kollegenbächen geht immer. Spezialgast 1 ist... Hallo, hier ist der Andi. Wer bist denn du? Ich bin der aus der letzten Folge. Genau. Dann haben wir den... Der Marshall. Gute. Jo. Dann der... Hier ist der Leger-Legende. Der eigentlich schon kein Spezialgast mehr ist. Und, Spezial bin ich leider nicht, ich bin normal. Und ein ganz Spezialgast haben wir... Der schon in der Episode 52, 63 und jetzt in der 75 dabei ist. Ja, jedes Jahr einmal, habe ich jedes gesagt. Jahr genau. Einmal. Der Horst. Genau, es ist die August-Episode. Das heißt, wir haben ja vor 2 Jahren so eine schöne Tradition begonnen, dass wir da immer mit dem Horst sprechen vom Splitter Verlag. Und da haben wir gedacht, das machen wir dieses Jahr wieder. Gute Idee. Ja. Und da ist er tatsächlich wieder. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin da, ihr seid da. Ihr seid genau. Hier zu mir gekommen. Dankeschön dafür. Ja, wie gesagt, das können wir nur zurückgeben, das Dankeschön. Jetzt klauen wir wieder Stunden deiner wertvollen Arbeitszeit. Der Leger-Legende wollte was wissen. Ja, also ich wollte ganz kurz wissen, das letzte Mal war Rigmaster ganz gerade so frisch erschienen, dass du noch nichts zum Erfolg oder Misserfolg sagen kannst, was Verkäufe angeht. Das wäre das Erste. Und das Zweite, was auch ganz kurz noch offen ist vom letzten Mal. Das letzte Mal hast du den Film Valerian noch nicht gesehen. Hast ihn inzwischen gesehen? Hat er dir gefallen? Ja, bei beiden ja. Also ja, Rigmaster, wir sind zufrieden. Das sind schon Klassiker, ist einfach etwas, was im Moment nochmal, ich nenne das jetzt von meiner Seite auch der letzte Run, aber der in jedem Fall funktioniert, weil ja. Es gibt halt doch sehr, sehr viele, die den Rigmaster nicht in dieser kompletten Art und Weise nicht so zusammenhängend haben und ich glaube, das sind die Käufer, die letztendlich genau auf so ein Produkt gewartet haben und die machen immer noch eine gute Basis aus. Wir sind ja auch alle noch die da. Die leben noch. Die ja. Leben noch, genau. Quasi Glück. Und deshalb sind wir da soweit zufrieden. Was vielleicht die Überraschung ist, es ist doch mehr Arbeit, wie wir wieder gedacht haben, weil wir versuchen halt doch wieder so World Best, also eine ja. Ausgabe zu machen, die alle toppt. Und diese letzten 10, 20 Seiten sind manchmal mehr Aufwand wie die 100 oder 200 davor. Und das ist halt hier wieder der Fall. Das ging also bei Rigmaster eigentlich relativ easy los, weil die haben schon sehr gute Daten, Archive und sowas gegenüber Dan Cooper. Das war ja. Eine Katastrophe, Comanche und sowas. Das waren so diese Vorgänge. Oder ganz klar, Storm war ja auch ein ganz großes Abenteuer bei den Gesamtausgaben. Und bei Rigmaster sah das eigentlich sehr gut aus am Anfang. Aber alles, was sie halt nicht im Portfolio von sich aus sofort haben, das wird halt sehr schwierig. Aber deswegen war es ein Glück, dass es bei Splitter erscheint. Ansonsten wäre das bei anderen Verlagen irgendein Murks geworden und schon wieder irgendeine Ausgabe, die vom Namen her heißt wie die Ultimative, aber es ist überhaupt nichts. Und bei Splitter kommt halt zum Schluss was richtig Schönes bei raus, finde ich schon cool. Das reduziert sich bei mir immer so mit einem Namen, das bezieht sich alles auf Zack. Wenn das diesen Bezug hat, dann hängt das Herz dran und dann macht man dafür auch was. Ja. Weil letztendlich war man ja früher als Kind in diese Serien richtig verliebt. Also zu meinen, ich sage jetzt einfach mal, Top 10 Erfahrungen der 70er Jahre als Jugendlicher gehörte Rigmaster auch dazu. Nicht jedes einzelne Buch, nicht jede, ja. Auch nicht jede Ära, aber es gab schon ein paar spannende Geschichten, die mich damals einfach wirklich gefesselt haben. Ich glaube bei Marshall ja auch, bei mir nicht. Also ich habe ja komm, Spenster der Nacht. Ganz genau, zum Beispiel. Wahrscheinlich das Highlight schlechthin. Richtig. Und was kommt jetzt in der nächsten, ist der nächste in der nächsten Runde. Also ich freue mich richtig darauf, die dann zu bearbeiten, weil das ja einfach so... Ja, es ist man holt seine Kindheit wieder hervor, aber vor allen Dingen ist man ja genau da, wovon man ja früher als Entfernung geträumt hat. Also man ist ja so ein bisschen in Hollywood gelandet oder sowas, wenn man das irgendwie vergleichen darf. Ja,
Jetzt war doch bei dem Rigmaster, da war doch irgendwas mit dem Band 12, da musste doch irgendwie das Cover geändert werden oder so. Bei der nächsten Auflage. Oder wie ist das? Oder für die nächste Auflage? Kannst du da was zu sagen? Weil das auf einmal irgendwo ein Medium. Die Nachauflage. Für die Nachauflage. Ja, da ging es ja nichts anderes als um diese Blutstreifen, die da von mir so ein bisschen verstärkt wurden. Auf dem Cover. Und okay. Also was heißt verstärkt? Das ist einfach so, das ist ein Pfeil und an dem tropfen ein paar Tropfen Blut runter. Und mein Pfeil war halt länger, weil das über das ganze Motiv, über diesen ganzen Schriftzug ging. Ja. Und dadurch sind halt einfach ist das Blut auch ein bisschen mehr geworden. Kleiner Blutvorhang. Und die haben erst ja gesagt und dann kam halt irgendwann mal so diese Rückantwort, naja, so viel soll es dann doch nicht sein, aber sie haben es ja genehmigt. Also sie haben dann gesagt, ja, macht's bitte für die Zweitauflage geringer. Und deswegen habe ich ja gleich den Tipp rausgegeben für Erstauflagensammler, die nächste wird nicht mehr so aussehen. Aber es gab keine großen Missverständnisse, sondern sie hatten zugestimmt und sie haben später überlegt, ob sie ihn dann so sehen wollen von außen. Ich persönlich bin da sehr überrascht, weil ich sitze gerade am 14. Album dran, habe gerade mit angefangen. Und da ist das mit, was wie die Geschichte jetzt im Deutsch heißt, mit den Bombenattentaten. Und das gibt ja 4 oder 5 Opfer, die sind ja alle nur Matsch und Brei. Also das habe ich bei Rigmaster eigentlich auch. Also die Geschichte kannte ich jetzt selbst noch, weil ich nicht alle jemals gelesen oder gekauft habe. Das war mein Idol der Jugend, aber später bin ich dann doch ausgestiegen. Und sowas kann ich und das sind nicht die jüngeren erinnern. Geschichten. Und dass der da quasi da mit ein paar Bombenattentaten nur noch Blutflecke von 2x2 Meter hinterlässt, war nicht typisch. Also nicht für die ersten 15 Geschichten. Und jetzt kommt man also langsam in diese Ära rein. 15 Gesamtausgaben, also das ist ja schon die 40. Eben. 50. Ja. Geschichte, so rum. Da gab es doch auch, jetzt wenn ich gerade bei bin, ihr habt ja angefangen mit Rigmaster, es gibt ja von dem Tibet gab es ja noch so eine Spätserie, Aldo Remy, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Von das Namen, ist so eine erwachsene Serie eigentlich, wo es also ein bisschen mehr mit Sex und ein bisschen. Habt ihr da irgendwie eine Idee, sowas auch zu bringen? Oder wollt ihr rein bei dem Klassiker bleiben? Das ist jetzt mal so eine Gretchenfrage halt. Ja, die Frage ist ja immer, wo ist man wann in ein paar Jahren? Also heute eine Frage zu beantworten, wie das läuft in 2, 3 Jahren. Wir wollen ja nachher auch über den Markt noch ein bisschen reden. Das war ja so ein bisschen auch der Ansatz im Vorfeld, was thematisieren wir heute. Und ich glaube schon, dass wir jetzt über eine neue Ära die nächsten 5 Jahre sprechen, als über die letzten 5 oder 10 Jahre, bezogen auf Splitter, genauso jetzt wie auf den gesamten Markt. Und wenn ich bei bestimmten Serien vor 5 Jahren noch Ja gesagt hätte, sage ich jetzt eher gedanklich Nein oder wir, ja, als Verbund, als Redaktionsteam. Und das würde ich sogar, also ich will keine negative Situation jetzt aufbauen, aber es gibt auch Titel, die heute wiederum besser funktionieren und die haben vor 5 oder 10 Jahren nicht funktioniert. Das heißt also, ich würde langfristig da noch gar keine Aussage treffen. Aber jetzt war ja gerade das Stichwort Hollywood gefallen und damit im Zusammenhang vorher die Frage, wie du denn jetzt den Film Valerian gefunden hast. Oh, sehr gut. Also eine Kinogänge, sehr schön. Also die ganze Machart schon rein visuell auch perfekt aufgebaut. Also da hat schon sich jemand wieder den Gedanken gemacht, wie kann ich diesen Spirit, diesen Flair mit rübernehmen. Über die Charaktere ist ja immer viel diskutiert worden, aber das ist natürlich immer eine Enttäuschung, weil die Originalcharaktere halt quasi nicht in Real zur Verfügung stehen. Und deshalb sage ich mal, für mich war vor allem im Prinzip Valerian zu jung vom Typus her, weil er ist zwar in der eigentlichen Hauptserie schon ein bisschen so ein Trottelchen. Und er muss ja von Veronique auch so geführt werden in vielen Stellen. Aber er ist ja trotzdem jetzt nicht irgendwo so pubertierendes kleines etwas. Und deshalb sage ich mal, die Charakterfindung ist nicht perfekt. Aber für jemanden, der dieses Feld an sich nur als Film kennt, ist es wieder passend. Das ist auch für die Jugend gemacht. Und vor allen Dingen, man merkt natürlich nicht, dass es jetzt wieder kein typisch amerikanischer Film ist, sondern dass er diesen Einfluss hat, letztendlich des europäischen Comics und des europäischen Kinofilms, der europäischen Science Fiction oder wie man die dann halt nennen würde. Bin ja jetzt nicht im Film so drin, dass ich jetzt sage, dass das ist eine Genre, aber diese Einflüsse sind drüber gerettet worden. Ganz angenehm, dass das so ist. Also als Film gesehen, perfekt. Was aber, und das ist halt diese Retourkutsche, die man da reingehen muss, als natürlich da auch wirklich komplett Leser der Serie und von Anfang an Leser der Serie, es sind natürlich 4, 5 ganz große Brüche drin, die nicht so ganz richtig, die sind nicht logisch, die sind nicht erklärbar. Man fragt sich, warum haben sie es gemacht? Weil es bricht mit sehr vielen, eigentlich sogar mit der ganzen Grundstruktur von Valerian Veronique als Serie. Als plakativ am schlechtesten empfinde ich eigentlich diese Situation,
dass man da steht und die ganze Intention, der ganze Hintergrund letztendlich teilweise gar nicht erwähnt wird, beziehungsweise dann doch, wie soll ich sagen, die Menschheit und die Erde wird dargestellt, wie in Valerian Veronik, aber die ganzen Gründe dafür fallen weg. Mhm. Weil in der eigentlichen Serie gibt es ja eigentlich nur einen Grund, warum uns, und das wird ja immer auch von Christa, ist das ja in der Storyline immer so dargelegt worden, dass ja also die Menschen ja letztendlich auch fast im Universum immer die Unterlegenen sind. Sie sind es intellektuell, sie sind es körperlich, in vielen Fällen. Aber trotzdem nimmt ja das ganze Universum die Erde und die Menschheit ernst, weil wir die Zeitreise entdeckt haben. Das ist ja der ganze Grund eigentlich, warum wir eine Rolle spielen, weil wir ja praktisch in fast jeder, also jeder zweiten Geschichte wird ja mit Zeitreise eigentlich letztendlich die Story vorangeschrieben und auch die Probleme damit gelöst eigentlich, beziehungsweise teilweise auch verursacht, aber und das findet halt in dem Film überhaupt kein Widerschlag. Und das ist etwas, wo ich schon im Film, weil ich diesen Hintergrund weiß, natürlich schon auch während des Films da saß und sage, warum beschäftigen die sich eigentlich, also die Stadt Galax City, warum beschäftigen die sich eigentlich mit der Erde? Das wird in diesem ganzen Film nicht mal ansatzmäßig erwähnt. Und das ist eigentlich schade. Ich finde das auch schade, aber ich glaube, dass dem Normalzuschauer völlig selbstverständlich, der Mensch ist ja die Krönung der Schöpfung, wie heißt das, sagt man das so? Die Krone der Schöpfung. Krone der Schöpfung, ja. Und der denkt überhaupt nicht drüber nach, dass wir nicht das Höchste in den kompletten, in allen Universen sind. Da denkt er gar nicht drüber nach, das ist für ihn selbstverständlich. Ja gut, die Eingangssequenz ging ja eigentlich auch von der Erde aus. Ja? Also diese Shake Hands da bis in den Weltraum, bis zu allen möglichen Rassen und so, es fing ja eigentlich auf der Erde an. Ja. Ist ja auch möglicherweise auch Comic ist so. Dann so. Ja. Aber das Modul, das zu Galax City wird, ist nicht der Grund, warum später die Erde den Rat übernehmen soll, warum überhaupt die Erde eine Rolle spielt. Sie spielt eigentlich nur eine Rolle wegen ihrer Fähigkeit. Man würde sie nicht ernst nehmen, weil man sieht ja, das ist ja quasi auch dieses Interkulturelle, was genau in diesem Hauptband ja die Hauptbasis dafür darstellt, ja beschrieben wird. Weil ja diese verschiedenen Rassen für sich leben. Und die Menschen spielen da eigentlich gar keine Rolle. Sie werden nur in diesem Rat letztendlich als Gründer irgendwie respektiert, aber sie würden ja, wie soll ich sagen, sie haben nicht die Fähigkeiten, sie sind nicht die Intellektuellen, sie sind eigentlich so ein bisschen der Bodensatz im Weltraum. Ja, haben halt die coolsten Agenten, gell? Ja, es ist, ich glaube, das ist ja auch eine Absicht von Christin in der ganzen Darstellung, weil er möchte ja letztendlich, wie soll man das sagen, dieses Klein, 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 was man hier auf der Erde so erlebt, das möchte er ja immer aufbrechen. Er ist ja im Prinzip ein politischer Erzähler. Er möchte ja praktisch sagen, wenn ihr mal das Weltall erobern wollt, dann müsst ihr erst einmal über eure Konflikte hinauskommen. Er lässt, damit wir das verstehen, die Konflikte auch im Weltall stattfinden. Das muss er halt übertragen, damit es ja nicht langweilig wird. Aber das ist ja alles. Es ist ja jedes zweite, also das eine praktisch, der wechselt ja auch sehr häufig ab zwischen Zeitreise als Thematik und einmal ein politisches Thema, was er so aufgreift im Prinzip. Und das ist halt schade, weil das einfach, das sind ja nur ein paar Sätze, die da drin einfach erklärend zur Verfügung gestellt werden müssen. Das würde die Handlung ja nicht bremsen. Weil tatsächlich ist ja, was weiß ich, wenn man jetzt rüberschaut, von Aqua Blue zu, wie heißt er, mit den blauen Außerirdischen. Avatar. Avatar. Also, da wird ja das politische, in Anführungsstrichen, oder das Ökosoziale und alles, die Natur, das ganze Thema wird ja auch in den Vordergrund gestellt. Und das hat bei Avatar auch keine als negativ gesehen, im Gegenteil, weil ja die Handlung der Personen dadurch einfach glaubhafter wird. Weil das ist aber ja auch wieder so. Bei Avatar, also angenommen, die Filmemacher wollen den Zuschauer nicht belasten. Bei Avatar ist es ja eine schöne Idee, dass man den Zuschauer die Möglichkeit gibt, sich damit Ich finde das jetzt mal gut, dass die das Thema Umweltzerstörung ansprechen und dass ich das gut finden darf, damit fühle ich mich als Zuschauer gut. Aber als Bodensatz, als Zuschauer, als Bodensatz zu fühlen im ganzen Universum, der eigentlich zu den auf dem Boden kriechenden gehört, nur weil ihm aus Versehen zufällig Zeitreisen geglückt sind, deswegen, vielleicht wollten sie das dem Zuschauer nicht aufhalsen, das Gefühl, dass man nicht so toll ist. Das wäre vielleicht ein Argument, ja klar, könnte man nachvollziehen. Aber trotzdem ist es traurig, weil es ja letztendlich das ganze Universum beschreibt. Ja. Ich meine, warum sind wir denn da draußen überhaupt unterwegs? Ich nehme ja an, auch wenn das so weit erfolgreich ist, dass dann doch noch ein zweiter Film irgendwann mal ja auch kommen wird. Ich hoffe es, aber ich habe noch nichts gehört, dass die das wirklich so... War der denn so erfolgreich? Ich dachte, international so ein bisschen sehr gefloppt, oder?
Der hat ja auch die Kritiken mal auch sehr durchwachsen. Also es gab hat halt viel mit Erwartungen zu tun, also wie du es rechnest. Mhm. Also ich, soweit ich gehört habe, war er nicht so erfolgreich, dass sie jetzt schon dran sind, den nächsten zu drehen. Und wenn man nicht sofort dran ist, dann geht die Welt weiter, ohne dass ein nächster gedreht wird. Dann geht das unter und schon gibt es keinen zweiten Film. Sag Reboot. Ich bin ja noch hoffender als der Horst. Ich hoffe ja, dass Sachen, die jetzt ausgelassen wurden, irgendwann einen eigenen Film, also ein Part 3, komplett füllen. Also wenn ich bei den komischen, blöden Marvel-Filmen da mit der Planet Hulk irgendwo in 2 Minuten abhandeln, ich hoffe ja, dass da nochmal ein Film nachkommt, aber das ist in 2 Minuten erledigt. Und bei Valerian, wenn das komplett weggelassen wird, dann ist meine Hoffnung noch größer, dass es einen ganzen Film nochmal erklärend füllen wird. Aber ich bin so wie der Charlie Brown. Ich hoffe immer, aber ich laufe durchs Leben und mir wird immer der Ball weggezogen. Also. Ja. Wie fandest du den Film so optisch, visuell? Ja, das hat begeistert. Also die Umsetzung, einfach so die handwerkliche Umsetzung finde ich perfekt. Also was soll man da groß kritisieren? Das ist einfach wirklich. Weil die Frage hat natürlich auch einen Hintergrund. Du hast ja das letzte Mal erzählt, du hast dich irgendwann in deiner Kindheit so ein bisschen von den Filmen abgewandt, weil du hast ja da so, genau, so viele Tricks gesehen, die da angewendet wurden. Ich sag nur, der Spitzer, der da irgendwie als Raumpatrouille Orion, Battlestar Galactica, Bordinstrument irgendwie gedient hat und sowas. Und das hatte ich ja dann so in die Arme der Comics geführt. Aber was war dann mit Belletristik? Hätte ja auch passieren können, dass du jetzt auf einmal jede Menge Bücher liest und dir deine eigene Fantasiewelt zusammenbaust dadurch. Das waren jetzt 2 Fragen, oder? Das war jetzt die Frage, warum du zu Comics gekommen bist und nicht zur Belletristik. Ja gut, weil ich fange mal anders an. Das Argument, was ich ja damals, einfach jede Zeit spricht ja, sag ich mal, ihre Geschichte, und das war ja damals enttäuschend. Damals war es so, dass man, weil man ja speziell für, also ich bin nicht ganz so der Fantasy, aber doch, also nicht die Fantasy im Klassischen, also nicht die Rachen und Ritter, aber so die Fantasy im Sinne von fantastische Landschaften, und ich bin der Science-Fiction-Fan, das bin ich eigentlich auch als Kind schon immer gewesen, als kleiner Junge schon, was weiß ich, die Mondfahrt sein oder irgend sowas, das hat dann irgendwo eine Rolle gespielt, aber man sucht dann nach Bildern und nach, ob die Bilder sich jetzt im Kopf formen oder im TV oder eben im Comic. Aber wichtig ist, das ist ja eine Sache der Zeit. Das sind Träumereien. Da kommt ja auch die Computer dazu, ja, also die Robotik, all diese Geschichten. Das waren viele Dinge, die einfach vor 50 Jahren eine reine Fiktion waren, die heute ja ganz normal sind. Ja. Und dafür sucht man halt, wie soll ich sagen, man sucht eine gefühlte Heimat, also im Unterhaltungsbereich, wo man sich wohlfühlt. Und ich würde sagen, die Zeit ist ja jetzt, was ich kann das gleich nochmal konkretisieren, was ich mit den was für Beispiele ich jetzt dafür gerne nehmen würde. Aber die Zeit dafür ist jetzt eigentlich vorbei, weil diese Art von Science-Fiction jetzt ja schon stattfindet. Zwar jetzt noch nicht, dass wir ins Universum rausfliegen, aber dass wir es ja visualisieren können, dass wir letztendlich ja eine Welt schon aufbauen, eben hauptsächlich über die Computergrafik, in der das Ganze ja so real erscheint, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Und weil du ja vorhin gesagt hast, diese Enttäuschung, ich würde jetzt erst einmal so ein paar Sätze noch über den Film und jetzt noch nicht über das Comic oder über die Belletristik. Also es ist so, dass ich heute halt ins Kino gehe und ich bin ja auch in der Computergrafik unterwegs, auch in der 3D-Grafik und allem. Das fällt auch einem Profi ganz langsam, kommen wir in diese Ära rein, schwer, das zu unterscheiden, was ist wie gemacht, weil man das ja noch vor 10, 20 Jahren ganz einfach erkennen konnte als jemand, der Know-how hat. Und somit ist das eigentlich ein Argument, was heute nicht mehr gilt. Also ich kann heute im Prinzip einem Film, und der Macher hat einen Film, wenn er jetzt also auch nicht, wie soll ich sagen, einfach nicht affig erzählt ist, sondern wenn er wirklich ein bisschen realistisch rüberkommt, dann kann ich das abnehmen und dann kann ich auch eine Zukunftsvision abnehmen. Und das würde für mich wahrscheinlich bedeuten, dass ich die Enttäuschung von damals nicht mehr erleben könnte. Selbst wenn ich heute jung wäre, also die Jugend, die heute ins Kino geht, die sieht ja diese Bilder genauso wie ich, beziehungsweise sogar noch unkritischer. Und würde letztendlich dann ja gar nicht mehr sich diese Frage stellen. Ja. Endlich können Science-Fiction-Filme gut aussehen. Ja. Endlich. Ja. Und da bin ich auch ganz klar. Das ist eine neue Ära, die hat angefangen. Ich habe auch jahrelang mit Computerspielen eigentlich nichts zu tun gehabt, weil sie einfach für mich grafisch noch zu weit weg waren. Weil sie waren zwar auf das Spielerlebnis ausgelegt, aber visuell waren sie noch nicht da. Und womit fing das dann an? Ich weiß nicht, PlayStation 3, PlayStation 4, so, das war sowas, wo man das erste Mal so im Laden stand. Spielst du Computerspiele? Nein, ich spiele sie immer noch nicht, weil ich einfach noch. Ich dachte schon. Heute, aber keine Zeit, Mensch. Ich würde es als Rentner wahrscheinlich tun, weil mittlerweile kann ich halt diese Ressentiments, die ich immer hatte, doch schon alle ablegen. Ich habe auch wirklich nur ein Computerspiel in meinem Leben bisher richtig, also beziehungsweise 2. Ich habe Pong gespielt, oder wie das Ding da hieß, dieses Ping-Pong.
Weil das war halt eben genau das in den 70ern. Genau. Konnte man an einem Fernsehen, einem ganz normalen Fernsehen, mein Onkel hat einen Elektroladen gehabt und auf einmal war das Ding und da konnte man an so einem Regelchen auf einmal selbst was bewegen. Das hat es ja vorher in der Menschheitsgeschichte nie gegeben. Bei dem zweiten würde ich mal die Runde fragen, was ihr denkt, was es ist. Was das zweite Computerspiel? Ja. Ich kenne mich halt. Ich würde sagen, Space Invaders. Ach so. Marcel, eine Idee? Du kennst dich mit. So rein statistisch müsste es Tetris sein. Das ist am meisten gespielte Spiel der Welt. Also, ich habe gedacht, dass vielleicht das zweite Spiel, was er jemals gespielt hat, aus einer anderen, späteren Zeit ist, wo er dann nochmal eins entdeckt hat. Nur da kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Leisure Suit Larry. Vielleicht Tomb Raider oder sowas. Leisure Suit. Ja, also Tomb Raider ist mehr näher, deutlich näher dran als jetzt irgendeine so ein Space Invaders ist ja, glaube ich, diese Spielkonsole damals, diese Arcade, die Bibliothek, sowas. Ach, ja. Ich denke aber als Auto-Fan wahrscheinlich Grand Theft Auto oder so. Also wenn man das jetzt auf meine persönliche Erfahrung bezieht, ist genau das. Ich hatte das Pong kennengelernt, das hat mich fasziniert, aber dann war das halt im Prinzip ja eben visuell und von der ganzen Spielumgebung und wie gesagt, auch einfach diese Herausforderung. Die Welten bei Pong waren begrenzt. Ja, eben, die Welten waren ja nicht da und dann habe ich eben genau sowas, also Space Invaders oder Pac-Man und diese ganze Ära hat mich überhaupt nicht interessiert, gar nicht, weil eben genau das für mich viel zu einfach war. Nein, es ist also dann gute 10, 20 Jahre später dann irgendwann mal und ich habe ja vorhin von dem Visuellen gesprochen. Nein, es war Myst und Riven. Myst und Riven, also als Kenn ich leider nicht. Das erfolgreichste Computerspiel damals gewesen zu seiner Zeit. Ja. Die Myst-Reihe ist riesig, ja. War Platz 1 damals für 1, 2, 3 Jahre. Hatte aber genau diesen Unterschied gemacht. War nicht wie vorher die Spielkonsolen, das irgendwie auf Echtzeit, sondern das war im Prinzip aus der Spielelogik nichts anderes als eine Hintereinanderschaltung von Bildern und Filmen, die aber mit logischem Brain halt erspielt werden mussten. Das war also so Challenge in Räume und Dinge entdecken und sowas. Aber sie war visuell sehr, sehr realistisch aufgebaut für die damalige Zeit, also führend, mit Abstand führend. Es war keine 3D-Spielumgebung, sondern es waren 3D-erstellte Wänden, gerenderte Welten überwiegend, aber eben als Stills. Da eingespielt waren halt Töne, Sounds und einzelne Filmchen. Also man hat dann immer, was weiß ich, in irgendwelchen Landschaften sind Vögel vorbeigeflogen und sowas. Das kam einem richtig realistisch rüber und für die damalige Zeit. Und das hat mich dann nochmal gefesselt. Aber es ist halt nicht mehr weiterentwickelt worden. Da kamen dann wirklich eben diese 3D-Welten in Echtzeit und die hatten dann wieder diesen Schritt zurück. Auf einmal hatten wieder alle Pflanzen viereckige Blätter und was weiß ich. Also weil das war es dann für mich auch nicht. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt kommt man ja so langsam in eine Ära rein und wenn ich jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre einfach nur mal so, mein Sohn macht halt sehr viel in dem Bereich halt auch, der spielt so mit Communities, das wäre für mich jetzt kein Hinderungsgrund, aber ich habe jetzt halt einfach nicht die Zeit. Ja, um den Horst mal ganz kurz zu entlassen und den einen oder anderen wieder aufzuwecken, wollte ich mal die alle gucken unsere Gäste fragen, wie die denn zu ihre Comics entdeckt haben. Gut, Marcel, wir haben jetzt nicht ewig Zeit, ne? Aber nee, komm, das kannst du jetzt nicht, das geht gar nicht. Nur mal so ganz kurz. Nein, das habe ich ja schon nicht mal erzählt. Aber doch noch nicht im Podcast, oder? Ich wollte das jetzt nicht wissen, oder? Doch, ich glaube schon, haben wir das nicht auch schon mal im Podcast? Das hat mir doch schon gehabt, ich meine, ich hätte also bei dir hat man es ja? Ja, aber ich weiß es selbst gar nicht mehr. Was war da? Das erzähle ich jetzt nicht. Gut, dann machen wir es mit dem Andi. Andi. Bei dir ist ja noch gar nicht so lange her, nee, oder? Genau, ich lese noch gar nicht so lange wirklich intensiv Comics. Angefixt bin ich als kleiner Junge schon immer gewesen. Ich mochte schon immer diese ganzen Superhelden und so. Das ist jetzt ja, glaube ich, auch nichts Außergewöhnliches. Und zwar natürlich auch die Power Rangers, die ich vor Jahren in diesem Heftmagazin Samstag an der Tankstelle mir geholt habe. Fand ich cool, diese ganz alten Power Rangers, also noch bevor jetzt die Boom Studios dran sind. Ja, und natürlich fand ich immer auch schon die Animated Batman Series total geil. Und ja, und irgendwann ist es aber alles so ein bisschen versandet. Und es gab andere Sachen in meinem Leben. Ja, und dann gab es dieses... ja, ich weiß nicht. Anderer Podcast. Machen wir mal einen Laber-Podcast raus. Ja, okay. Wer denn und etwas denn? Also. Zum Beispiel. Nun ja, und kurzum, irgendwann hatten wir Urlaub im Schwarzwald und ich hatte die New 52 waren gestartet und ich habe halt dann ein, zwei Hefte mir geholt. Aber dann habe ich halt auch gesehen, was Comics kosten können und musste eine entscheidende Entscheidung treffen. Nämlich, ob ich dieses Hobby jetzt wirklich noch intensivieren möchte oder nicht. Und natürlich musste ich es intensivieren. Und dann gab es diese glückliche Führung, dass meine Freundin für 4 Monate im Ausland war und nicht Nein sagen konnte zu meinen Ausgaben. Ja, und da bin ich einfach losgegangen an den Bahnhofskiosk und habe mich mal so richtig eingedeckt mit allen Covern, die mich interessiert haben. Und zack, war ich angefixt. Sehr ordentlich, sehr gut. So läuft es ja. Und seitdem, also ich könnte, es wäre jetzt einfacher, nee, das sage ich nicht laut, aber sagen wir mal so, die Comics werde ich nicht so einfach los. Ah, okay. Ja, das ist ja komischerweise bei vielen von uns so, ne? Dass die Comics dann irgendwie dann doch
ziemlich schnell Bestandteil vom Leben werden. Du hast ja auch schon, Horst, du hast ja auch immer schon so gesagt, du lebst im Grunde dafür, ne? Für die Comics. Du denkst das morgens als erstes, wenn du aufstehst und ja. Genau. Ich bin damit fast geboren und ich werde damit sterben, ja. Aber für mich ist sowieso, das ist außerhalb, für mich außerhalb einer Diskussion in dem Sinne, für mich sind die Comics die Krone der Erzählstruktur. Weil ich habe das vielleicht auch schon erklärt das letzte Mal oder so, für mich ist das einfach diese Verbindung aus beiden, macht eigentlich für mich im Prinzip das, die Schöpfung in dem Sinn von Schöpfung, wenn ich also in Welten schaffe, eigentlich aus. Und das fließt nur in ganz wenigen Bereichen, fließt das so zusammen. Also ich sehe den Comic ja tatsächlich, das werden nicht die, viele verstehen den Satz, aber ich sehe den Comic ja weit vor der Belletristik. Weil letztendlich die Belletristik eine Erzählform ist, in der den Gegenüber letztendlich braucht, um zu funktionieren. Aber wenn ich aber versuche, in meiner Welt etwas zu finishen und besser zu machen und besser darzustellen, dann muss ich irgendwann mal, sage ich mal, was formen. Es gibt die Musik, es gibt den Film, es gibt eben das Comic als Still und das ist einfach eine Form, um Geschichten zu erzählen, um die Inspiration auf der einen Seite zu erhalten, wie in der Belletristik, aber auf der anderen Seite das noch da reinzuholen. Das kann eigentlich nur ein Comic. Mir fällt nichts Vergleichbares ein. Also es wird ja auch viel darüber diskutiert in der Vergangenheit, ob der Begriff Comic richtig ist und was weiß ich, die neunte Kunst und dann wird immer wieder darüber diskutiert. Hm. Es ist halt leider irgendwo immer so ein Dazwischen, aber für mich ist es eine ganz eigenständige Form. Oh, krass. Ja, also dazwischen und neunte Kunst, wenn du einen Harry Potter Comic jetzt rausbringst, wäre es der neun dreiviertelte Kunst, wollte ich sagen. Das ist dann ganz irgendwo dazwischen. Voll. Du hast natürlich bei Büchern, wo du nur den Text hast, immer die Möglichkeit, den Leser vielleicht insofern noch eher zu erreichen, weil er sich die Charaktere im Kopf so formen kann, wie er sie selber feststellt bei und Comics. Genau, das war der Fluch bei mir, weil das habe ich versucht und das hat mich immer so sehr abgelenkt von dem Buch oder von dem eigentlichen Geschichtenfluss, weil ich dann immer versucht habe, mir die Figuren und die Umgebung vorzustellen. Das hat mich so rausgebracht, dass ich irgendwann gemerkt habe, das nicht von allein? Du kommst nicht von allein, du liest ja schon irgendwie, aber dann habe ich mich damit zu sehr beschäftigt irgendwie, also zu sehr abgelenkt. Und dass deswegen, es nicht schnell vorwärts ging beim genau. Lesen. Genau. Und naja, auch. Und dann halt irgendwie kam der Zugang nie so. Also und deswegen fand ich Comics immer cooler, weil da waren die Figuren dann doch irgendwie so ein Stück weit wieder vorgegeben. Also ich finde, es gibt halt einfach zwei Perspektiven. Stell dir mal vor, du bist ein Autor und du willst deine Vision dem Leser offenbaren. Dann ist ganz viel unklar mit geschriebenen Worten. Der Leser stellt sich, wenn er der große Drache, da stellt sich der eine Leser vor, dass er mindestens 2 Meter groß ist und der andere Leser stellt sich vor, dass er 84 Meter groß ist. Und stell dir mal vor, also hier sitzen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Jeder hat einen anderen Kopf, jeder stellt sich was anderes vor. Und wenn ich ein Buch gut finde, weil mein Gehirn da, dass es draußen eine geile Vision gemacht hat, von dem Text, den ich ja gelesen habe, was der bebildert hat, dann ist es ja ein geiler Roman. Dann liest denn irgendjemand und sagt, das ist aber ein dober Roman. Woran liegt es denn jetzt? Liegt es am Autor, an einem Übersetzer, an der Geschichte, an Storytelling, an irgendwas? Oder passiert in dem seinem Kopf einfach nichts? Und da bin ich schon ganz froh, dass ich so meinen Kopf habe, weil der ist ziemlich krass. Halleluja. Aber wenn ich jetzt jemandem was zeigen wollte, also ich bin ja hobbymäßig und zukünftig auch der weltgrößte Comic-Autor, dann würde ich das am liebsten auch optisch den Leuten zeigen. Ich meine es eigentlich so, guck mal hier. Ja. Das ist vollkommen auf den Punkt gebracht. Das ist das Eigentliche. Du bist ja auch als Zeichner, du bist Autor. Mhm. Weil du bringst ja was rüber. Ja, du erzählst mit den Bildern ja eben so eine Geschichte und du willst das konkretisieren. Und ich eben, weil ich ja auch Autor und Künstler bin, auch Zeichner bin, ich möchte ja was transportieren. Und was nützt es mir, wenn das im Prinzip hunderte, also aus der Belletristik gedacht, hunderte und tausende von Leser hat und bei jedem formt sich was anderes. Ich möchte ja was Bestimmtes erzählen. Deswegen sage ich ja, für mich ist ja diese Kunstform von der Genese, von der Entstehung, genauso bis hin zum Konsum. Das ist ja dieses Spiel, wie soll ich sagen, wie wenn ein Orchester spielt. Wenn ich ein komplexes Orchester kriege, ist eigentlich auch nur hochwertig, wenn ich 50 Stimmen und 50 Instrumente irgendwie zu was Gutem formen kann. Und im Prinzip ist es bei einem guten Comic genauso. Ich habe eine Vielstimmigkeit, um die auf diesen Punkt zu bringen, dass der Gegenüber dem folgen kann. Ist vielleicht die Belletristik nur das Notenbuch? Und die Musik ist, wenn du den Comic hast. Naja, für mich ja. Das Notenbuch. Ich sehe die Belletristik in jedem Fall dahinter, weil ich brauche genau diese Inspiration, mir das vorzustellen. Wie soll ich sagen, in viele belletristische Werke, die mich auch gerade in Science Fiction, also ich bin Fan, ich bin da zur Science Fiction, sagen wir mal, im Lesen, Herbert W. Franke damals, 60er, 70er Jahre, der hat also mit
einfach mit, wie soll ich sagen, mit wenig Aufwand einfach auf den Punkt gebrachte Geschichten erzählt. Das war ja kein Star Wars mit hunderten Charakteren, sondern es waren immer in kleinen Räumen, in dunklen Schächten, in irgendwelchen Raketen, 2-3 Menschen, die dann irgend in einer Situation waren. Ja, ich habe das auch 30 Jahre nicht mehr gelesen, aber ich habe damals schon festgestellt, dass das, wie soll ich sagen, nur mir entspricht. Ich kann daraus was formen. Das ist mir auch, also weil es, die Frage war ja, oder der Ansatz war ja, entsteht das nicht von alleine? Ja, das entsteht. Aber ich kann praktisch 10, 20 Jahre später einen Autor treffen und der sagt dann, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja. Das macht halt für mich nicht diesen Sinn. Ich will ja das, ich denke, diese konkrete Geschichte erleben, die auch angedacht war. Was hat der gedacht, wie er das gemacht hat? Also ich finde, die Freiheit, dass man, also theoretisch kannst du ja selbst den Roman heute nochmal lesen und angenommen, du hast heute ein anderes Gehirn, also ich meine, es hat sich ja weiterentwickelt, dann siehst du heute vielleicht was anderes, dann müsstest du theoretisch die alte Version nochmal heraufbeschwören und vergleichen und dann, ich finde das auch cool, was manche Leute in einer Illustration für 100.000 Storys reininterpretieren könnten. Und so kann man das bei der Bellistrik auch machen. Das, was der Steffen sagt, da habe ich auch noch einen Aspekt zu. Wenn ich früher einen Roman gelesen habe, dann ist der ja aufgebaut und du fängst irgendwo an und da wird erst von der Frau erzählt und erst im Kapitel 2 wird dann zum Beispiel mal die Haarfarbe erwähnt oder dass die 1,50 erst klein ist, weil das der erzählerische Gag ist. Aber wenn du sagst, wenn der Andi jetzt sagt, dass sich das alleine im Kopf schon bildet und du bist noch im ersten Kapitel, also liest dir die Reihe nach, dann hast du dir vielleicht schon vorgestellt, dass die mindestens 1,70 ist und dann kommst du im zweiten Kapitel, weil das dann der Clou ist, der Dreh für uns als Leser. Also der Autor will uns ja auch irgendwo hinlenken und auf einmal schrumpft die von Kapitel 1 zu Kapitel 2 um 20 Zentimeter. Wir sehen das bei Buchverfilmungen, wenn sich jeder sein Buch halt anders vorgestellt und plötzlich gibt es eine Besetzung, einen Cast, der ja gar nicht passt. Ja. Zum Beispiel Dan DeHaan in jetzt hier eben auch Valerian, also der ist ja nun wahrscheinlich viel in eine Fehlbesetzung gewesen. Bestes Beispiel eigentlich, ja. Ja, wobei da hast du ja dann, da haben ja alle so das einheitliche Bild von Valerian. Ja gut, okay, das heißt Comicfilm, aber als Beispiel generell von Besetzung von Figuren, die nur im Kopf eigentlich erstmal existieren. Aber weißt du was? Ich habe heute ein Talent verlernt. Ich konnte früher wenn ich Kindern im Kindergarten zugesehen habe, wie die zeichnen, konnte ich hinterher sagen, was das Gezeichnete ist. Das hat kein Erwachsener erkannt. Und wenn ich zum Beispiel früher jemanden zugehört habe, was der möchte, dass ich zeichne und ich habe das gezeichnet, dann habe ich genau das gezeichnet, was er möchte. Also wenn du die 1:1, ich sage jetzt mal Leser und Zeichner hättest und die hören sich zu, ich kann es heute leider nicht mehr so gut wie früher, aber dann die Leute sagen, genau so dachte ich es. Ich glaube, dass man das, wenn man jetzt immer zwei Personen gegenüber und man öffnet sich gegenseitig, man lässt es mal zu, dann kann man vielleicht doch was schreiben, wo der andere genau dachte, so meine ich es oder umgekehrt oder einfacher gesagt, ich zeichne es ja. Und dann sagt er, krass, das, was ich mit Worten gesagt habe, hast du genau so bebildert, wie es in meinem Kopf war. Das gibt's auch, ist krass. Also das gab's. Für mich als Beispiel aus einem ganz normalen Alltag, was heute nicht mehr so oft vorkommt, aber was auch 70, 80, 90er Jahre ganz üblich war. Man ist im Beruf unterwegs, man telefoniert mit jemandem, telefoniert 5 oder 10 Jahre mit jemandem, fast täglich, beruflich. Und dann steht man demjenigen gegenüber. Ja. Den Effekt hat bestimmt jeder mal im Leben irgendwo gehabt. Und der ist brutal. Also selbst wenn man mal über, wer sind Sie oder wer bist du, was machst du, was tust du, selbst wenn man was erzählt bekommt, das Bild ist ein ganz anderes. Und ich habe das manchmal wie ein Schlag erlebt, dass ich einfach die Vorstellung ist, einfach völlig... Podcaster, du hast jahrelang Podcast und plötzlich hast du ein Gesicht dazu. Um Gottes Willen. Ich wollte gerade den Beispiel über das Radio bringen, weil du hörst Radio irgendwie und dann auf einmal siehst du jetzt übers Internet, siehst du dann den Moderator auf einmal, was, der soll das sein? Ja. Und dasselbe hast du natürlich mit Podcast dann auch. Stellst dir was anderes vor. Das ist ähnlich wie mit Comics, ja. Wie oft zum Beispiel gerade jetzt bei den US-Comics fällt mir das öfter auf. Ich sehe dann, wenn die irgendwelche Superhelden zeichnen, dann denke ich immer, naja, die Zeichner müssten eigentlich genauso aussehen wie die Figuren, ja. Mhm. Und dann hast du dann da irgendwelche Freaks dann, die völlig anders aussehen, als das, was sie zeichnen, ja. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie Superheldenzeichner haben selten. Zeichnet uns. Zeichnet uns, genau, in die Kommentare. Also man kann kein Superhelden zeichnen und ins Bodybuilding betreiben, geht nicht. Also vielleicht geht das mit 20 Jahren, weil der Körper noch anders reagiert, aber ich habe mit 25 aufgehört, Sport zu machen, weil dann einfach, wenn du richtig Sport machst, dann sind die Nerven am Zittern, dann der Körper, da kriegst du keine ruhige Hand mehr, das kriegst du dann irgendwann mal gar nicht mehr hin. Der Greg Capullo macht das, der den Batman zeichnet. Der macht, postet regelmäßig im Netz Bilder, der Mann, ich würde den so schätzen, irgendwas zwischen 40 und 50 und der hat Oberarme, die sind echt beeindruckend. Und einen zitterigen Stil. Ja. Bei ihm ist es halt dann einfach so gut. Der Charles M. Schulz muss in den letzten Jahren seines Lebens auch sehr viel Sport gemacht haben. Das war auch ganz schön zittrig. Ach komm. Aber der Bob Layton habe ich mal kennengelernt. So ein Ironman-Zeichner, das ist auch ein ganz schöner Ochs. Mein lieber Mann. Ist der vom Bash?
Ist der Ochs vom Bash? Aber hallo. Ja, ja, so ist das. Also je nach Perspektive und Aspekt kann man das eigentlich von allen Seiten sehen. Selbst wenn du was Gezeichnetes hast, dann kommt auf einmal die Hörspielkassette und der Ton und der Zeichentrickfilm von Comic und auf einmal auch da die Stimme komisch. Und so ist es halt besonders schlimm, vom Roman zum anderen dann lieber gleich den Comic nehmen. Mhm. Lieber Autoren, wechselt ab jetzt von Bellistrik in Comic. Amen. Amen. So sind wir wieder zurück beim Comic. Vielleicht einfach so als kleiner Sidekick bei uns, Kai Meier, der bei uns im Programm ist, der hat sich gut und gern 10, 15 Jahre immer vorgestellt, dass das, was er beschreibt, auch irgendwann mal visuell ist. Und er ist begeistert, weil er einfach sagt, nur damit habe ich als Autor einfach genau diese Möglichkeit. Er zeichnet nicht selbst, aber ist ja, cool. Es entsteht ja eben auf deutschem Boden und mit deutschen Zeichnern und Künstlern. Und die sind wirklich von Seite zu Seite. Ich habe ja da auch viel beim Wolkenvolk speziell mitgearbeitet. Wir haben hunderte von E-Mails geschrieben, wie die Vorstellung ist, wie das sein soll, Referenzen gesucht und sowas. Und da kommt der Autor wirklich einfach zu diesem Satz, dass er sagt, davon habe ich als Autor geträumt, dass meine Visualisierung handfest wird für mich. Ich stelle mir schon vor, dass die Autoren dass die Geschichte visuell haben, aber auch in Worten fassen müssen. Und dann ist das vielleicht für die auch eine Kunst, das ist ja auch schön, wie man es formuliert und so, auch macht Spaß. Aber die haben es erstmal wahrscheinlich als Bild im Kopf. Und genau das Thema habe ich. Und dadurch, dass ich jetzt die Autoren nicht so alle kenne, finde ich das voll cool, dass du das erzählst, dass der Kai Meier das echt so empfindet, finde ich ja Oberhammer, ja. Es ist sogar so, dass ich das auf jeder Messe erzähle, weil im Endeffekt, wenn jemand an Dresden kommt, dann kennen ja sehr viele Kai Meier und kennen eben zum Beispiel diese Erzählung. Und dann haben sie das erste Mal das Comic, dann sagen sie, ich habe mir es anders vorgestellt, sage ich als Antwort. Aber Kai Meier hat sich es genau so vorgestellt, das ist das Besondere. Das ist gut. Weil er steht komplett hinter diesem Werk, hat sich eben so vorgestellt. Er hat danach gesucht, jahrelang. Er hat nur einfach keinen gefunden, weil, ich meine, das ist ja die Umsetzung, weiß ja jeder hier am Tisch. Es kostet Geld, es ist Aufwand, du musst ja jemanden finden, der es grafisch macht, der auch sich so integriert, dass man an einem Werk arbeitet. Und da ist es in jedem Fall gelungen. Und das ist nicht nur einfach irgendwie eine Adaption, sondern es ist definitiv auch wieder in der Genese auch wieder Kai Meiers Werk. Also wobei ich jetzt ja nicht den Ralf Schlüter als Zeichner jetzt irgendwie runterstellen möchte, aber letztendlich hat er sich am Anfang auch unter verschiedenen Zeichnern am liebsten so den Ralf Schlüter vom Stil her grob auch ausgesucht? Hat man ihm andere gezeigt, die anders zeichnen, dicke Nasen, sonst was? Im Falle von Kai Meier haben wir ja mit ihm jahrelang schon über diese Idee vorher. Ich finde Ralf Schlüter cool, das ist ja auch. Und der hat das einfach gesehen, weil Ralf Schlüter ist so ein bisschen ein Zeichner, der in einer gewissen Gefühlswelt das umsetzt. Das ist eine gewisse Stimmung und die ist halt nicht, sie ist nicht plakativ, sie ist feinfühlig irgendwo in der Art. Er kann nölig visualisieren, weil die Figuren stehen ja oft nölig da, statt, es sind ja keine He-Man-Power-Figuren. Genau. Es ist nölig, also mit meinem Vokabular ausgedrückt. Und das kann er richtig gut. Wenn der Kai Meier genau sowas gesucht hat, dann muss er das nur, also kann das nur in ihm finden. Passt, geil. Hat ihm sehr, sehr gut gefallen, ja. Ja. Nölig ist so ein Mischwort, Kofferwort aus nasig und ölig. Okay? Ja, genau. Mhm. Ja, die haben oft glänzende Nasenspitzen. So hat man die Nasen dann auch reingebracht. So jetzt mit. Ja. Wieder also ich habe Temperaturen hier mit den glänzenden Nasenspitzen. Ja, eben, klar. Es ist so, dass ich zuerst nach Rick Master, dann nach Valerian gefragt habe, weil das macht man so. Also psychologisch gesehen stellt zuerst, tust du so, als gäbe es wichtige Fragen, die stelle ich zuallererst, um hinterher was unterzujubeln, wo du so tust du und unauffällig, also nebenbei aber nicht nur noch eins. Nicht, wenn man es ankündigt. Achso, dann gilt es, ne? Dann hilft, dann wirkt es nicht. Du kommst doch mal in die Moderatorenschule. Ja, Mist. Jetzt also, kriege ich Angst vor der dritten Frage. Die muss ja der Hammer die sein. Dritte Frage. Nee, jetzt kommt nur so eine Nebenfrage, die mich überhaupt nicht interessiert und trifft. Aber es gibt ja, demnächst erscheint jetzt ja laut Website am 1.10. Mürre 2. Und da hat die Claudia Schmidt sich jetzt ja wirklich viel Mühe gegeben. Eieiei. Und weil das Splitterformat ein bisschen breiter ist, hat sie ja, also das macht sonst kein Zeichner. Und das ist Respekt vor ihr, weil so sollte es jeder Zeichner immer haben. Handeln. Die Seiten sind breiter, sie macht die Panel, die schon früher aufhören, auch breiter und nicht durch irgendeinen Computertrick, sondern sie erweitert den Panel-Hintergrund und auch ein paar Details noch in den Seiten. Und das hat sie jetzt im Akkord saugut abgeschlossen, ist sie gerade fertig. Jetzt kann der pünktlich kommen, der Band Mürre 2. Das ist jetzt im Oktober dran und dann ist noch gar kein dritter Band von ihr angekündigt, aber was sie selbst gerade macht, ist der Haunter of Dreams. Und sie hat einfach nur in irgendeinem unbedachten Nebensatz gesagt, hoffentlich bringt den Splitter auch.
das gehört ins selbe Universum, das heißt, gehört thematisch schon irgendwie da rein. Gibt es einen Grund, das abzulehnen, oder gibt es nur Gründe, die dafür sprechen, dass das auch irgendwann dran ist, oder ist es unklar? Jetzt bitte beruhige ihn, bitte. Also erst einmal wundert es mich schon, dass du sagst, die Arbeit an Myhre ist jetzt von ihrer Seite abgeschlossen oder so, an dem zweiten, also jetzt an dem zweiten Band jetzt. Ne? An dem zweiten Teil, genau, vom ersten. Und ich habe vor 3-4 Stunden Myhre fertig gemacht und sie hat mir vor 7-8 Stunden die letzten Dateien geschickt. Also da musst du irgendwo einen Echtzeitkontakt haben, der dir auf dem Weg hierher noch das irgendwie das gesagt hat. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Weil wir wären jetzt, ich hätte jetzt gesagt, das stimmt nicht, wir sind noch mitten in der Arbeit, aber wir sind wirklich seit ein paar Stunden fertig. Also im echten Leben. Also fertig im Sinne von grafisch aufzubauen. Das Bild, was jetzt hier gerade von mir entsteht, finde ich ja viel cooler, als wie es in echt ist. Aber das ist ein sehr direkter Draht zu ihr. Ne? Ich lass das mal so stehen und freue mich darüber, dass man das. Also es ist Zufall oder so. Es ist Formulierung. Also die hat nein, es gibt heutzutage diese Echtzeitinformationen und die nutze ich ja so gut wie gar nicht, aber ab und zu kriege ich irgendeine Nuance von der Welt mit, die, was gerade jetzt passiert und diese Nuance habe ich zufällig. Also du hast einen Trojaner bei mir auf dem Rechner und hast die letzte Datei vorhin nochmal abgegriffen. Ja, oder was? Ja. Gut, also alles, was du gesagt hast, stimmt. Sie hat sich, also, oder andersrum, fangen wir einfach mal ein Jahr zurück, weil es ging ja bei Myhre jetzt auch sehr schnell, weil es ja schon auch fertig war eigentlich von ihrer Seite. Wir haben Myhre in 10 Sekunden eingekauft, im Sinne von Ja gesagt, Dirk und ich, und haben dann nur dargestellt und gesagt, aber das Format, da wussten wir nicht, was machen wir, was schlagen wir ihr vor, weil wir diese immense Arbeit ja gesehen haben, was das bedeutet. Aber sie hat damals halt sofort gesagt, ach, mach ich doch. Naja, und jetzt ist der zweite und jetzt waren wir ja gerade mit dem ersten Band in Erlangen und sie hat gesagt, ich setze mich hin und sie hat sich jetzt hingesetzt und das sind jetzt 4 Wochen oder 5 Wochen rum und sie hat es durchgezogen und wie du es gerade sagst, das ist alles angepasst, das ist alles angestrickt, verbreitet, auch noch verfeinert, als umgebaut. Verleger, sowas wünscht man sich an den Künstlern, dass die das einfach sagt, straight macht und ich sage jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, innerhalb einer Deadline auch schafft. Ja. Also richtig, nicht nur fleißig, sondern talentiert und fleißig. Das ist die perfekte Kombination, um als Comic-Künstler voranzukommen. Ja, willst du Myhre nochmal beschreiben? Weil den Köpfen der Leute müsste sich ja dann wieder was formen. Wir haben ja gerade darüber geredet. Ja, weil das Besondere, wir sagen, es ist was Besonderes. Also die Hörer ruhig. Also es geht um den Drachen, dessen Nasen du nicht so... Anfangs, auf dem ersten Eindruck, von dessen Nase ich nicht überzeugt war. Dann habe ich aber, weil der Steffen gesagt hat, guck doch nochmal rein, habe ich nochmal reingeguckt und habe festgestellt, dass die Nase unter der Lupe gesehen gar nicht nur so oberflächlich diese Nase ist, wie es beim ersten Hingucken ist, sondern es ist ja eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich bin ja kein Biologe, eine Nasenfront ist es ja beim Drache und die Front mit der Nasenspitze ist ja gar nicht an der Stelle, wo ich es anfangs gedacht habe. Und dieser Drache, das ist der Faruk und das ist der ich nenne es jetzt mal Reitdrache, das sind aber, es ist der, weil es der Drache ist, es ist die Faruk und das ist das treue Tier von der Myhre, das ist ein anthropomorpher Hauptcharakter, also eine anthropomorphe Hauptcharakterin, die einfach in eine von der Claudia Schmidt komplett erfundenen Welt mit ihrem Drachen reinfliegt und dann, hups, sind wir mit dabei, denn da startet der Comic und die lebt so von einem Tag auf den anderen und guckt jetzt gerade mal, wo sie jetzt hier, ich weiß gar nicht, was ihre Intention ist, warum sie da hält, wahrscheinlich hat sie Hunger oder Durst oder muss mal. Und dann geht das Abenteuer los. Sie trifft auf andere Charaktere aus dieser Welt, so wie im echten Leben. Man weiß nicht immer, wen man wo trifft. Man kennt natürlich Freunde und Bekannte und sie ist da so ein bisschen Lone Ranger-mäßig unterwegs. Hat aber natürlich als stete Begleiterin Faruk und, bitte? Ich hab gesagt, ohne Tonto. Ohne Tonto, Lone Ranger. Eben mit Faruk. Und am Ende des ersten Bandes reitet sie gar nicht in Sonnenuntergang, sondern es geht dann gerade weiter und der zweite Band kommt 1. Oktober und es ist optisch von den Wiese zeichnet, es ist Panelaufteilung, es ist also jedes Detail, was man so von einem Zeichner sich wünschen könnte, wie es, da fehlt noch an der Stelle was oder an der, aber dafür hat die Stärke dort. Ich habe in Erlangen 2-3 Mal gehört, dass der Jeff Lemire nicht zeichnen könnte, also irgendwelche Leute sagen, Respekt, was für ein toller Comic das ist, aber die Zeichnungen sind hässlich. Denke ich, die Zeichnungen sind überhaupt nicht hässlich, was hast du für eine Sichtweise? Und es gibt bei Myhre keinen Aspekt, wo jemand, der Comics mag, sagen kann, das ist der Bereich, der ist schwächer bei Myhre. Also bei Myhre ist wirklich alles richtig, treffend, passend, gut. Auch vom Storytelling her gibt es ja auch sowas wie ein Timing. Das ist so gelungen, so gut gemacht.
Und ja, wer jetzt meine Schwingungen aufnimmt, da ist fast wurscht, was ich sage, der spürt einfach, man muss jetzt Myrrhe lesen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur ich das verbreite, sondern dass dieses Word of Mouth, also dieses, wie gesagt, dieses Mundpropaganda bringt die nach ganz oben. Also heute wird ja noch ein Thema sein, da gibt es Verlage, die kaufen Lizenzen ein und die verkaufen Lizenzen und deutsche Verlage sind oft diejenigen, die nur Lizenzen einkaufen. Das Thema wird nachher sein, gibt es denn auch deutsche Verlage, vielleicht der Splitter Verlag, wie sieht es denn da aus mit Lizenzen verkaufen? Da bin ich ja mal ganz gespannt, was da mit Claudia Schmidts Werk passieren wird und das wird ganz groß. Das wird in 10 Jahren verfilmt und alles, da bin ich mir ganz sicher. Ja, was ich halt sehr beeindruckend fand, ist, dass sie auch jede Menge Nebencharaktere mit eingebaut hat. So gehört in das diese dann. Welt. Genau, ja. Und sich an denen aber richtig austoben konnte, also einfach mal rumprobieren konnte und die sehen echt beeindruckend zum Teil aus. Ja, also für Nebencharaktere jetzt. Ne? Also genau. Als hätte sich da wie auf einen Hauptcharakter gestützt und hat da rumprobiert und gemacht. Und die tauchen vielleicht in einem Panel auf oder manchmal auch nur im Hintergrund ganz kurz. Krass, und, da haben wir uns ja auch kurz mit dir drüber unterhalten. Oder ja. Ich weiß nicht, ob du zugehört hast, ob du in Reichweite warst. Ich war leider viel zu viel in ihrer nahen Reichweite. Ich hoffe, ich habe sie nicht belästigt. Sie hat ja auch erzählt, Lage ist raus. Unwichtige Nebencharaktere sind, dann hat sie auch die Freiheit, dass die, also dann weiß sie ja schon anders als Filmemacher, die irgendjemanden sterben lassen, wo der einen zweiten Part nochmal vorkommt. Sie weiß das ja, sie kennt ihr eigenes Universum, wenn das wirklich so unwichtig ist, dass es keine Folgen hat, dann hat sie auch mit Spaß sich irgendein Tier ausgedacht, was dafür steht. Heutzutage in Suchmaschinen gucken, kann man ja immer sofort irgendwelche Antworten kriegen auf, ich suche gerade nochmal nach irgendwas Kreativem, was an dieser Stelle hinpasst und hat das dann auch dadurch, an dieser Stelle soll eine Person sein, die nur 2 Seiten vorkommt, dann muss das für diese Stelle passend sein und da hat sie sich auch die Freiheit genommen, das so ein bisschen nach, wie es ihr gerade spontan passt, sofort umgesetzt und das hat sie auch sehr gut gemacht und auch das passt in das Gesamtalbum rein, dass es Charaktere gibt, die mit Liebe gemacht sind, einmal an diese Stelle platziert sind, später vielleicht gar nicht dringend wieder auftauchen müssen, aber an der Stelle dürfen sie trotzdem nicht fehlen, weil sie da perfekt hinpassen. Selbst dieses Talent hat sie. Und wie er gerade sagte, Steffen, dass jede Figur eine einzelne Persönlichkeit hat, wiedererkennbar, dass die lebt, weil sie eine Seele eingehaucht bekommen hat, weil es nicht eine 0815 Statistenfigur ist, sondern das lebt. Das kenne ich sonst, glaube ich, später Teufelsmaul als Gesamtausgabe rausgebracht. Mir fällt jetzt der Name vom Zeichner nicht ein. Das ist auch einer der ganz wenigen Zeichner, die Menschen immer Bug. So zeichnen, auch wenn sie nur im Hintergrund auftauchen, dass der eine eigene Nase hat, ein eigenes Gesicht. Also der zeichnet nicht im Hintergrund Statisten, sondern das sind immer lebendige Wesen und das macht sie auch. Mhm. Wobei sie keine Menschengesichter zeichnen, weil sie anthropomorphe Figuren macht. Das sind Menschenkörper. Aber die beeindruckend, ja. Also ich würde zwei Gedanken da noch gerne mit reinbringen. Das eine auf das Visuelle, gleich als nächstes bezogen und das andere erstmal von der Genese. Wie entsteht ein Comic? Warum entsteht ein Comic? Was steckt denn eigentlich überhaupt dahinter? Warum geht es denn überhaupt los bei einem Comic? Es muss ja irgendeinen Grund geben. Ja? Geld verdienen ist ja gerade für einen europäischen Raum oder was weiß ich jetzt nicht unbedingt der Hauptantrieb. Ich habe diesen Oberbegriff, jetzt muss man ein bisschen geistig weiterdenken. Ich sage ja im Prinzip Franco-Belgische und das, was wir jetzt im Albengeschäft machen, ich nenne die ja immer Autoren-Comics. Mhm. Mit Autor ist jetzt aber eben nicht nur der Erzähler gemeint, sondern Autor ist der die Genese, der diese ganze Geschichte mit in den Effekt voranbringt. Das ist visuell genauso gemeint damit jetzt wie storytechnisch. Und ein Autorencomic ist halt etwas, wo sich ein Künstler sehr stark einbringt. Es gibt verschiedene Künstler mit verschiedenen Ansätzen, aber der Unterschied, wir reden hier nicht von einer Studioarbeit, wir reden nicht von Konzepten oder ähnlichem, sowas gibt es auch. Das ist eigentlich das, was auch den Comicmarkt als Ganzes eigentlich dominiert. Wenn man also auf den gesamten weltweiten Comicmarkt schaut, hat man vielleicht 80% Konzeptserien, Erfolgsserien, Erfolgsbücher, Erfolgsromane und dann wird das im Prinzip mit einer Absicht umgesetzt. Das werden Künstler beauftragt, das werden Seitenpreise ausgehandelt. Es wird Studioarbeit gemacht, es wird Arbeit aufgeteilt, alles Mögliche, um dann im Endeffekt ein erfolgreiches Produkt zu kreieren. Autorencomics entstehen in der Regel anders da. Der Künstler setzt sich hin und möchte etwas erzählen. Das möchte er entweder, wenn er Profi ist, weil er es schon immer macht, weil er mehr oder weniger in seiner Welt ist und erzählt, oder weil er überhaupt mal
Künstler und Erzähler sein möchte, weil es geht ja auch darum, wie kommt man in diese Branche rein. Und das ist ja gerade auch bei den deutschen Künstlern, die sind ja fast alle keine Profis, also nicht im Sinne dieses Werkes, dieses Comicwerkes. Und das heißt also, sie nutzen ja vielleicht, sind sie ja Profis, zum Beispiel, weil sie für Werbung arbeiten, weil sie illustrativ oder auch Geschichtenerzähler, weil sie auch Skripte, Storyboards, viele machen in der Werbung Storyboards und was ich, und haben das Handwerk eigentlich intus. Und auf einmal sagt man als Autorencomic, was möchte ich erzählen? Wo bringe ich mein Inneres rein? Das ist die Seele, das ist so vielleicht auch das handwerkliche Können. Ja? Also es ist auch jetzt nicht irgendwie eingeschränkt auf eine Sache, sondern das ist einfach der Autor bestimmt, wo das hingeht. Und so ist Myhre praktisch absolut 100% ein Autorencomic, weil es da ja nichts gibt, was der Verlag irgendwie mit dirigiert. Wir haben über das Format gesprochen jetzt, dass man dann am Schluss sagt, ja, wir müssen es ja auch entsprechend umsetzen. Und wir haben halt gerade auch speziell halt Splitter einfach ein festes Format. Das wäre ja eine Sondersituation. Andere Verlage hätten vielleicht gesagt, wir übernehmen einfach dein Höhenbreitenverhältnis und drucken das so ab. Aber es entsteht ein Werk und dieses Werk ist der Künstler. Das ist sein Baby, das wird geboren, und wenn man das halt quasi auch als Erstveröffentlichung hätte, in dem Fall ist es ja gar nicht so, sie selbst hat ja eine Kleinstauflage gemacht oder eine englische Ausgabe und hat das ganze Werk ja auch immer online schon präsentiert oder Teile davon. Und aber als deutscher Verlag mit deutscher Auflage sind wir halt quasi ihr Erstwerk, also sie ist noch in Deutschland von keinem Verlag größer präsentiert worden. Aber es ist ihr Werk, es bleibt ihr Werk. Ja. Und das ist auch das Übliche im Autorenbereich. Im Autorenbereich ist, wir kaufen im Prinzip von unserer Seite die Lizenz, das abdrucken zu dürfen. Aber es bleibt ja in den Copyrights sowieso, aber auch in der ganzen Thematik, in dem Ursprung, in dem Gefühl, das bleibt dem Künstler sein Werk. Und das bleibt auch sein Leben lang so. Das heißt also auch ganz wichtig für jemanden, der da anfängt, sage ich immer, denk an das, was du in 10, in 20 Jahren hast. Das ist dein Werk, das bleibt immer dein Werk. Ob du da drauf weiterarbeitest oder ob du das immer wieder filmst oder ob du später entscheidest, du möchtest es auch nicht mehr sehen. Also gerade wenn man von Anfangswerken, aber das wäre jetzt bei Myhre eben nicht der Fall. Das kann man auch in 20 Jahren noch anschauen, also gar keine Frage. Und das ist also der Ursprung. Und dieser Ursprung ist bei Myhre also 100% gegeben. Das wäre also erstmal rein so dieser Ansatz. Was habe ich in der Hand? Da hat ein Künstler sich geoutet, und in beidem, im Visuellen und im Erzählerischen. Gehen wir ins Visuelle rüber, weil du hast jetzt praktisch auch diese Struktur des Comics erzählt. Das ist ein Roadmovie eigentlich, also im Fantasy-Bereich. Da wird halt geritten und dann geht man durch viele Landschaften und Räume, aber es ist eigentlich ein Roadtrip, wie er immer wieder erzählt wird. Das Abenteuer ist offen, die Welt ist offen, neue Charaktere kommen rein, neue Abenteuer. Und alles, was ich weiß, ist, dass auch Claudia das so wollte, dass also auch da die erzählerische Freiheit sehr viel wichtiger ist, als dass man das jetzt in ein Konzept, also schon... Der Held muss leben, der muss sterben, der ist gut, der ist böse. Das spielt ja nicht so die Rolle, sondern das muss von Seite zu Seite Spaß machen. Und das sieht man visuell und das bekommt man auch beim Lesen mit. Dass einfach dieser Spaß, dieses Verharren bei bestimmten Bildern, bei bestimmten Szenen einfach auch Spaß gemacht hat. Und das Paradebeispiel ist diese Feuerszene, dieses Anzünden, das nicht funktioniert. Und es wird eine ganze Seite verschwendet darüber, dass im Prinzip die Lunte nicht klimmt. Das ist ein Gag eigentlich nur, aber man sieht diesem Gag den Spaß an, und gerade weil er so ausgeführt ist, weil er so auch so unwichtig ist für die Handlung, macht es Spaß, ihn zu lesen. Ja. Weil man da den Künstler entdeckt dahinter quasi, also die Absicht, die persönliche. Da ist keine kommerzielle Absicht, da ist kein Serienkonzeptgedanke. Das hat einfach nur an der Stelle Spaß gemacht. Visuell, um das jetzt einfach genau auf diese Schiene noch zu bringen, weil viele da draußen sich ja vielleicht da gar nichts Neues drunter vorstellen können. Es ist ja auch eigentlich ein gepaintetes, ein gemaltes Comic. Ja. Das ist also, man kann, sehr viele getuschte Comics sind ja deswegen auch in Tusche und in Farbe ausgeführt, weil da ein effizienterer Arbeitsstil normalerweise dahinter liegt. Und Myhre würde wahrscheinlich auch so, wie es aussieht, nicht aussehen, wenn das vor 30, 40 Jahren der Fall gewesen wäre, weil da wäre die Arbeit immens groß gewesen. Das ist gemalt, gepaintet. Das heißt, Licht und Farben, Schatten, alles ist immer wieder bis ins Detail ausgearbeitet. Vergleichbar ist das eigentlich, wo kommt das her? Dieser Stil war vielleicht prägend früher bei Schallplattencovern,
bei Postern, bei Filmplakaten, da kommt das her im Künstlerischen. Das sind diese, das ist Roger Dean als Concept Artist, sowas in diese Richtung. Ja. Frank Frazetta, diese ganzen wirklichen Öl, die mit Öl Fantasy-Szenen gemalt haben. In diesem Stil, in diese Richtung geht das. Und es geht vor allen Dingen eben auch handwerklich in diesen Aufwand hinein. Das heißt also, einfachste Szenen haben trotzdem immer sehr komplexe Darstellung. Es bezieht sich auch auf alles, also man sieht diese Liebe überall. Wenn es die Charaktere an einer Stelle nicht trägt, dann, also nicht trägt im Sinne von, dass sie nicht im Vordergrund steht, dann steht die Landschaft im Vordergrund, dann stehen die Tiere im Vordergrund, es stehen die Gebäude, die Stimmung, Licht und Schatten, es sind Straßen, Gassenszenen, die im Sonnenuntergang spielen und in jedem einzelnen Fenster tut sich das Sonnenlicht brennen, überall ist der Spaß. Genau. Es sind alte Historien, also das Setting ist dann im Gebäudebereich eher historisch oder Fantasy-mäßig. Die Häuser sehen aus wie Fachwerkhäuser. Jede Holzbalken, jede Facette ist gemalt. Die Lampen hängen draußen und alle sind beleuchtet. Wenn da irgendeine Jahrmarktszene ist, dann ist in diesem Jahrmarkt. Dann ist in jedem Riesenrad, in jedem Abteil Leben, genau, eine eigene Story nochmal drin. Eigentlich auch so, alles Richtung Wimmelbilder und sowas. Also, und genau deswegen, also jetzt rein visuell, man hat ein bombastisches Artwork und man könnte fast aus jeder Seite ein Poster machen. Ja, aber es wimmelt nicht, weil die Farbe das zum Glück verhindert. Es flimmert nicht. Richtig, es ist nicht einfach nur bunt, ja, sondern es ist definitiv ein sehr konzeptionell, auch sehr durchdachte Farbanlage. In entsprechenden Stellen ist es entsprechend reduziert oder eben betont. Das, genau. Da wird ja auch mit Stimmung und auch mit Farbe, kann mit Stimmungen arbeiten. Und was immer betont, auch mit Licht und Schatten natürlich. Ganz genau. Sehr viel gearbeitet. Ja, weil ich die Handlung noch gar nicht erzählt habe. Jetzt fällt mir nämlich wieder ein, warum sie da anhält. Sie möchte ja rauchen, das Stichwort hast du jetzt ja gegeben, und ihr Benzinfeuerzeug ist alle. Sie sucht irgendwo Benzin und in dieser Welt ist Benzin rar. Mhm. Und dann trifft sie in einer Kneipe oder Gaststätte, was es auch immer ist, in diesem Minidorf jemanden, der eher, ja, für uns Leser sieht er schon ein bisschen aus, als kommt er aus dem Schatten ins Licht, als wäre es so zwielichtige Gestalt. Also ich würde ihm jetzt nicht trauen, aber sie braucht ja Benzin, also jetzt will ich ja gar nicht auf die Sucht von der Zigarette eingehen, dass er da nicht anders kann, aber sie ist ja eine taffe Frau, sie hat vor dem jetzt auch keine Angst, aber sie geht mit ihm mit und der lockt sie natürlich so ein bisschen in den Hinterhalt. Das heißt, da haben wir so eine erste kleine, ich weiß nicht, ob es drei oder vier Leute waren, so eine kleine Ganoven-Clique, wo sie dann sich rausbefreien muss. Und das schafft sie auch, aber ja, wenn sie eine Heldin wäre, wird sie ohne Schnitzer wird sie ohne Schnitzer davon kommen, aber es ist so, im echten Leben, und also es muss ja authentisch sein, wenn es gut ist, und es ist gut und deswegen ist es authentisch, ist es nicht so leicht, einfach als weiblicher Mensch, nicht Mensch, als weibliche Figur, deswegen von so Vieren irgendwie davon zu kommen, die alle, der eine sieht auch noch ein bisschen arg wuchtig aus, aber sie schafft es halt und dann geht es Abenteuer so weiter, dass er halt schwer verletzt, ich weiß gar nicht, ob es dasselbe Etablissement, irgendwo kommt sie dann wieder rein und da hilft ihr dann jemand, erst bewusstlos, dann bewusst, und dann geht's Abenteuer richtig los, weil der wendet sich an sie und hat, ja, ich weiß nicht, eine Aufgabe für sie. Und den Rest müsst ihr selbst lesen, was die Handlung betrifft. Es passt halt perfekt, ist besser als ein Film, weil der Comic das beste Medium ist, um was zu erzählen. Besser als Belletristik, besser als Film, es ist genau die perfekte Mitte. Aber nur dann, wenn keine Gadgets dabei sind. Und da kommen wir jetzt. Also ich wollte noch schnell zur Storyline. Mann, jetzt machen wir doch mal eine Überleitung. Doch, Gadget, wir merken uns das. Aus dem kommen Gadget, im nächsten Band ist eine Figur von der Hürrit mit bei. Ja. Also der Comic ist ja als Story-Rahmen auf 160 Seiten angelegt. Mhm. Und dass man einfach von außen auch sofort weiß, es war für uns halt als Einstieg, als Werk, wir wollten da halt nicht einfach jetzt, was ich, ein 40-Euro-Buch da hinlegen, und da haben wir halt gesagt, machen wir ein Double draus. Die 96 Seiten sind dann im Prinzip einfach strukturell so, sie hat noch ein bisschen was da dran gezeichnet, vorne, hinten, das wird alles noch ein bisschen angepasst und die Geschichte geht halt so im zweiten Buch weiter und die beiden schließen erstmal diese erste Grundhandlung ab. Und das ist wirklich einfach nur technisch der Grund, dass wir sagen, wir wollten halt im Prinzip ein 1980-Artikel, wo halt die 1 vorne steht, so im Grundgedanken bezahlbares Buch im Wettbewerb, dass man da einfach dem entsprechenden Start mitgibt. Und deswegen haben wir das gesplittet. Aber deswegen ist es auch schon für den normalen Leser einfach keine lange Wartezeit, weil vor 2 Monaten, wir hatten es ja, also
Vor Erlangen, gell? 4 Wochen vor Erlangen hatten wir es, glaube ich, ja, am Markt. Aber in Erlangen war es noch frisch. Also und genau, jetzt sind wir, wie gesagt, wir gehen jetzt mit dem zweiten in 3-4 Wochen in Druck. Dann ist es ja auch schon wieder bald da. Also es ist Oktober, glaube ich, Auslieferung. Mhm. Ja, 1. Oktober steht geschrieben. Ja. Liebe Zuhörer, wer es noch nicht gekauft hat, ich hoffe, ihr habt bemerkt, dass es mir gefällt. Falls ihr einen Tipp braucht, lest mal rein. Mhm. Genau. Die Gadgets. Jetzt zurück zu der Überleitung. Zu den Gadgets wollen wir eigentlich gar nicht mehr so genau, aber ich wollte es ein bisschen als Überleitung nutzen, weil du hattest ja letztes Mal gesagt, dass für dich so die Gadgets der Tod vom Comic waren, oder? Nee. Also, wie hast du dich ausgedrückt? Ja. Gut. Das Ende vom Comic, so nach dem Motto. Also da geht es ja nicht mehr vorrangig um den Comic selbst, sondern um die Gadgets zum Teil, und das ist so ein eigener Konkurrent im Heft oder in dem Produkt. Und was Ähnliches siehst du jetzt auch beim Comic-Fachhandel, ne? Ich sehe das, dass wir jetzt in eine neue Stufe quasi eintreten, dass wir etwas hatten, was aus dem Kiosk kommt, mittlerweile eben über den Fachhandel läuft und im Endeffekt einfach dann erfüllt werden muss, markttechnisch gesprochen. Wir sind aber jetzt schon auch sehr weit da drin. Also wir hatten ja vorhin, oder ich merke mir das dann wiederum, weil da war ja noch eine zweite Geschichte, die Frage der Lizenzierung und wo wir überhaupt hingehen müssen. Das vergisst der Steffen aber. Mit Mühe oder überhaupt mit allen deutschen Künstlern, die wir haben. Aber jetzt sind wir ja im Business drin. Genau. Das ist ja vielleicht einfach mal der Weg darüber, und dann kann man ja aus diesem Gadget-Markt auch wiederum in den Lizenzmarkt drehen, wir es einfach mal um. Also ich bin da schon auch, ich weiß nicht, ob ich ein Hellseher bin, aber ich habe, wie das halt, ich sage jetzt aus dem Bauch heraus, 1980, 1981, was weiß ich, irgendwann mal dieses Ips mit Gimmick gab, habe ich halt für damals schon gesagt, und vielleicht kann Michael das da schon bestätigen, das habe ich in den 80ern schon gesagt, da habe ich gesagt, das ist das Ende vom klassischen Comic am Kiosk, weil das Gimmick ist das schnelle Tool, das ist die schnelle Kommunikation, und das Schnelle ist halt immer irgendwie der Feind des Langsamen. Und das hat sich im Prinzip ja einfach über 80er, 90er Jahre so verhalten, dass es auf dem Kioskmarkt einfach präsent war und im Buchhandel oder im Fachhandel einfach so keine Rolle spielt. Es gab zwar schon immer auch die Comichändler, diese ganzen Spielereien, diese Sammelfiguren und sowas besorgt haben, aber das war im Prinzip einfach eine Privatangelegenheit eigentlich. Sehr viele Händler haben ja von sich aus einfach importiert, haben es verkauft und sowas. Aber wir reden ja jetzt über das Geschäft, über das Business, und wir müssen ja von Anfang an, jetzt rede ich als der Verleger, wir müssen ja ein Produkt kreieren, was auf der einen Seite uns etwas bringt, was auf der anderen Seite dem Künstler was bringt oder dem Lizenzinhaber was bringt und noch vielleicht auf der dritten Seite auch natürlich dem Laden, dass es ja auch da den Umsatz dreht. So, und dann muss man ja quasi so ein String, dreimal Win-Win-Win hintereinander, weil wenn irgendwo was bricht, ist das ja quasi nicht optimal. Und dieser String, der jetzt, sagen wir mal, im Buchhandel oder im klassischen Autorencomic da war, der wird halt jetzt so langsam torpediert über diese Gadgets. Die Gadgets haben damals einen Bruch im Kiosk reingebracht. Der Comic wurde einfach immer gut verkauft. Die war noch erfolgreich, aber es waren ja gar keine Comics. Also in den 70er, 80er Jahren, also 70er war ja noch nicht so richtig, aber in den 80er Jahren ging es ja so, dass der Comic-Anteil zurückging. Schade. Man hat am Schluss ein Yps in der Hand gehabt oder ähnliche Magazine, wo vielleicht 10 Comicseiten drin waren, und der Rest war das Drumherum. Warum ist das so? Ja, weil ganz einfach, wir reden von einer auf Papier präsentierten Form, also als Buchform, von einem sehr konventionellen Produkt eigentlich. Also ein heutiges Comicbuch entspricht eigentlich demselben als Produkt, demselben Oeuvre wie vor 40 Jahren. Und jetzt sind in diese Welt sind aber ganz neue Dinge eingebrochen. Das ist die E-Musik, das sind im Prinzip die Computerspiele, das ist alles, was so die ganz modernen Medien, das ist Facebook, das ist alles, wo man heute Bilder und Texte und Informationen und Zeit und alles tauschen kann. Teils gratis, teils für wenig Geld. Aber das sind alles Dinge, die es früher gar nicht gegeben hat. Und ein Markt, wie er da existiert, der wird immer von diesen anderen Sachen auch beeinflusst und muss sich vor allem den existierenden Markt mit denen teilen. Und das Kiosk war dann so quasi die Wall, die Mauer zwischen dem, was wir machen heute, und zwischen dem, was am Kiosk lief. Aber da am Kiosk das ganze Produkt, der ganze Markt immer mehr schwindet, wandert das jetzt halt meiner Meinung nach immer stärker rüber. Das heißt also, man ist heute ganz aktuell in der Situation, dass praktisch auch der Fachhandel sehr deutlich nachfragt, was macht ihr denn für Sachen?
mit den Künstlern. Das war ganz, vor 10, vor 20 Jahren war das, ja, macht ihr die Signierstunde, macht ihr das, macht ihr Liebhaberauflagen, macht ihr besondere Veredelungen, macht ihr im Prinzip auch diese Figuren. Wir haben es ja selbst gemacht. Es ist nicht so, dass wir als Verlag da irgendwie unschuldig sind. Wir haben Hörer-Podcast 52, da kann man es nochmal nachhören. Also wir sind da genauso da drin, wobei wir das aber, weiß Gott, nicht als, wir haben es immer auch getrennt. Das heißt zum Beispiel, um das immer auch ganz klar zu sagen, man konnte bei uns zum Beispiel die Figuren mit Buchedition als Bundle kaufen, aber das Buch auch einzeln. Das war für uns immer auch Gesetz, es gab keinen Zwang. Und wir sind dann also eher jetzt also nur, was weiß ich, da ist ein Zug, der läuft und hat 50 Waggons und wir sind auf den Waggon 47 mal kurz raufgesprungen und wieder abgesprungen, aber wir haben diesen Zug nicht gebaut, wir haben den nicht veranlasst. So, aber dieser Zug eben, der sich Gadget nennt, der läuft also quasi durch die Welt. Das ist auch nicht auf Comic allein bezogen, sondern es ist einfach definitiv, die Zeiten ändern sich und man muss sich heute überlegen, dass man halt mit diesen ganzen anderen Sachen in Konkurrenz tritt. Und wenn ich heute, dann kommt halt einfach diese Internationalisierung zusammen, da kommt im Prinzip einfach, nehmen wir ganz wörtlich, einfach den chinesischen Markt, die Plastik-Gadgets. Ja. Ich kann heute halt einfach mit einem Hebesatz von 1 zu 20 etwas herstellen in China und hier verkaufen. Das heißt, ich kann etwas für 5 Cent herstellen in China, das kann ich hier für 1 Euro verkaufen. Wenn es also 50 Cent kostet, kann ich es für 10 Euro verkaufen. Das ist 1 zu 20 ungefähr, sind machbar, realistisch machbar. Und das kann ich bei einem Comic, wie wir es jetzt als Buch haben, nicht realisieren. Das ist überhaupt nicht denkbar, wir sind da in ganz anderen Schienen. Und wenn ich heute über die Märkte rede, dann rede ich ja im Prinzip auch über, also professionell gesprochen, ja, über Prozente, über Belegung, also wie komme ich in Verkaufsstellen rein, was habe ich da für Konditionen, wie läuft das, wie wird die Ware ausgelegt, wie wird sie verkauft, wie wird sie abgerechnet. Und da spielt ja halt das Geld immer eine Rolle. Und da wird halt das konventionelle Buch immer unter diesen Gadgets immer mehr leiden. Erstmal als Oberbegrifflichkeit. Ja. Man kann es jetzt, ich weiß nicht, ob du das jetzt möchtest, ob du das konkretisieren möchtest auf einzelne Beispiele oder sowas. Aber das wird halt die Branche, glaube ich, die nächsten 10, 20 Jahre noch viel stärker verändern. Vielleicht können wir mal, weil mit Gadgets, ich muss sagen, ich würde das jetzt ja auch noch ein paar Beispiele einfach nennen, weil ich glaube, diesen Schritt haben wir komplett übersprungen gerade. Was für Beispiele, von was reden wir konkret? Also wir hatten jetzt Plastikfiguren, hatte ich jetzt wahrgenommen. Wenn ich richtig verstanden habe, bezeichnest du auch Signierstunden in irgendeiner Form als Gadgets. Ich habe in aktuellen Superhelden-Comics haben wir auch ein paar Poster drin. Das, kann ich mir das als Gadgets vorstellen? Oder was konkret meint ihr überhaupt damit? Ja, also vom Begriff her war das früher Gimmick. Übst mit Gimmick. Mhm. Das erste Gimmick. Das Spielzeugchen, was dem Heft beilag. War das Gimmick. Ja, die Uhrzeit-Dinger da. Und das war bei Mickey Mouse vielleicht auch mal ein Papp-Bastelbogen. Muss nicht immer, schon immer Plastik gewesen sein. Ja, ja. So fing es an. Aber es waren halt im Prinzip Produkte, die diesem den eigentlichen Handelsvorteil geben. Sie sind schnell kommuniziert, sie sind billig produziert und sie haben einen Must-Have. Ich will das haben. Es ist ja auch nach wie vor der legendäre. Eigentlich sollst du das Mickey Mouse Comic Heft wegen den Comics kaufen und auf einmal kaufen die Kids das wegen dem Spielzeugchen. Das okay, das verstehe ich aber wegen der Zielgruppe. Aber wie sieht es heute an konkreten Beispielen aus? Ja, es hat damit zu tun, weil es die Menschen ja auch geformt hat und weil es den Markt ja auch verändert hat. Du konntest ja in einem Markt, die Menschen haben sich heute am Kiosk an das Gadget ja oder an den Gimmick so gewöhnt, dass es ja kein Comic mehr ohne Gimmick gibt. Weil alle Versuche, es wurde jetzt auch wieder ja versucht, Fix und Foxy konventionell zu starten, das war chancenlos. Es wird versucht, über also das Disney-Universum zum Beispiel, was weiß ich, also es gibt diese, darüber haben wir beide, glaube ich, am Telefon gesprochen, das lustige Taschenbuch, ist halt ein Produkt, was sich wirklich da irgendwie gegen diesen Trend stemmt. Ja. Aber in Wirklichkeit sind doch alle Hefte, alle Magazine, die nicht ohne Gimmick oder ohne Gadget daherkommen, einfach vom Markt verschwunden oder chancenlos. Es gibt am Kiosk einen Platz, da steht jetzt um die Kioskausgaben erstmal jetzt vorrangig. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also weil im Fachhandel können wir ja dann gleich nochmal hinkommen, da haben wir es ja ein bisschen differenzierter, aber ja, es geht jetzt mal um die Kioskausgaben. Guck dich da mal um und guck mal ins Kinderregal. Du hast alles. Die Turtles ist da außen so, die sind voller extra. Du hast die alle in Plastik eingespeist und hast irgendwelche Extras dabei, genau. Und die sehen eher aus wie eine Wundertüte als wie ein Comic. Genau. So. Der Comic ist auch nicht mehr wichtig. Ja. Die werden, die verkaufen nach den Gadgets oder Gimmicks. Das könnte ein Grund sein dafür, dass es Heftausgaben, wie es Panini jetzt zum Beispiel auch probiert hat oder sowas, im Kiosk einfach schwieriger haben.
Ja, nicht schwieriger, die gibt es schon fast gar nicht mehr. Genau. Es gibt nur noch ein paar ausgewählte Kioske. Ja, ich habe wieder mal welche gesehen. Ja, manchmal werde ich noch positiv überrascht. Also es gibt aber zwei prägnante Beispiele, die es halt auch wirklich verdeutlicht haben. Das war einmal dieser Heißluftballon, dieser Solarballon oder wie das hieß. Den haben sie 3 der 4 Mal gebracht. Im Yps damals, ne? Und der war immer, der hat immer die höchste Verkaufszahlen gehabt. Das Magazin hat sich doppelt so gut verkauft wie die anderen. Und es war auch in anderen Bereichen, weil das auch andere gemacht haben, diese Dingsflöhe da, die Wasserflöhe. Urzeitkrebse. Weil die hatten, ich glaube, so einen Hebesatz von 1 zu 100 oder sowas. Ja. Also, irgendjemand hat gesagt, also kann man praktisch für 1 Pfennig herstellen. Echtes Leben kannst und, du da. Genau. Und das ist halt einfach nicht umsetzbar. Das heißt, und das waren immer die besten verkauften Ausgaben. Das war völlig egal, was die da für einen Comic drin haben. Und interpretiere ich das richtig, dass ihr das kritisch seht, weil der Kioskmarkt oder der Bereich Kiosk auf dem Gesamtmarkt als Einstiegsmarkt für potenzielle Kunden darstellt? Oder warum ist das überhaupt was man kritisch betrachten muss? Das war jetzt, warum ist es nicht einfach nur ein Synergieeffekt, der unter Umständen vielleicht dann den einen oder anderen Comic-Fan produziert? Weil er in dem Sinn kein Comic-Fan wird, wie man ihn quasi braucht. Ich sehe es ja gleich aus der professionellen Schiene, weil ich ja das, mit dem ich da konkurriere, mit diesem Gadget, mit diesem Gimmick, ja gar kein Comic produzieren kann. Deswegen habe ich ja das mit diesem Hebesatz als Begriff gebracht. Das lässt sich nicht umsetzen. Da kann ich kann nicht mich hinstellen und kann praktisch sagen zu einem Künstler, jetzt ab jetzt zeichnest du die Seite nicht mehr für 100 Euro, sondern für 2,50 Euro, weil der Flo ist halt eben, hat neue Preisgefüge aufgemacht. Es ist das Comic, definitiv, ist letztendlich einfach auf einem, wenn man jetzt auch Comic als Lead-Charakter, man muss ja auch interessieren, da muss was drin sein. Wir haben ja tatsächlich, es gibt ja schon auch, ich nehme jetzt einfach die amerikanischen Superhelden, da hat sich ja was getan, weil man einfach mal diese 70er, 80er, da waren die ja wirklich mal ganz, ganz billig. Da wurde wirklich die Farbe reingeklatscht und die Tusche, das wurde alles nur so, man hat Penciler eigentlich relativ gute genommen, aber dann hat man das Comic einfach nur so durchproduziert, das hat man gesehen, auch in der Herstellung, in allem, es war einfach billig. Da hat man sich ein bisschen von verabschieden müssen, man musste die Qualität steigern. Das hat aber funktioniert in diesem speziellen Bereich, weil sehr viel schematisch läuft, weil auch da, kann man ja nachher auch nochmal drüber reden, das wird ja gar nicht mehr in den USA als Beispiel jetzt für die Superhelden oder sowas produziert. Also die Kolorierungen sind heute zu 80-90% in Indien und Umgebung. Also das sieht man ja die Reaktion, dass man praktisch sagt, okay, das Comic entsteht noch, aber es ist halt eben nicht mehr made in Europe oder made in USA. Und diese Reaktion, die ist ja zwingend. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wenn der Käufer und der Kunde sich dafür entscheidet, der Leser, dann gibt es diese zwei Effekte. Der eine ist eben der rein finanzielle, aber der andere ist auch der Effekt der Gewöhnung. Dass er ja das, wenn er das nie wegen, ich kriege ja diesen Kunden, der es nie wegen dem Comic gekauft hat, sondern immer wegen dem Gimmick. Das heißt, ich werde ja am Schluss ein Magazin haben, was ich 50.000 Mal verkaufe, aber ob ich das Comic nachher drin abdrucke oder nicht, ändert an der Verkaufszahl nichts. Und das weiß auch der Verlag, der diesen Comic mit Gimmick rausbringt. Der kümmert sich auch zum Beispiel dann gar nicht mehr um den Comic, sondern schwerpunktmäßig um die Verkaufszahlen, die durch das Gimmick generiert werden. Ansonsten könnte man ja Crossmedia machen innerhalb des einen Produktes, dass du die geilste Story der Urzeitkrebse im Comic erzählst. Das war früher bei Yps noch so verknüpft, aber heute kümmert es keinen mehr. Und dann würdest du die Story aufbauen. Die haben daheim die Urzeitkrebse und wollen die Story dazu, weil in echt sind es ja so kleine Pimpfe, aber im Comic kannst du hat alles draus machen, aber das macht ja keiner. Aber das klingt für mich jetzt so, als würden wir uns darüber unterhalten, für was die Kinder ihr Taschengeld ausgeben. Und nicht darum, wie wir hier sitzen, wenn wir in den Kiosk gehen und ein Heft interessant finden, unser Geld ausgeben, sondern es wirkt jetzt so, also ich meine, ich kaufe so ein Produkt nicht wegen der Gimmicks. Ich persönlich. Ich bin jetzt 30 ich Jahre auch alt. Nicht, also wir reden von Kindern jetzt als Endkunden gerade oder von ist das von gar dem nicht Käufer, der am Kiosk was kauft. Da also auch die Mama und der Papa vom Kind. Als Einstiegsdroge oder wie auch immer, keine Ahnung. Und das Kiosk ist ja nur ein bildliches Beispiel, dass du jetzt zum Beispiel am Kiosk stehst und das Regal guckst, wo Jugendbuch ist das Wort dafür, wo Kinderkram steht. Da stand früher Comics und Bravo und sonstiges. Und selbst die Bravo, also es geht ja nicht nur um Comics, wie der Horst gesagt hat, früher, wo es noch kein Internet gab, haben die Leute ihren Star unbedingt als Poster, weil es die einzige Abbildung, die du haben kannst. Du kannst den nicht in echt fotografieren, den gibt es ja gar nicht in echt dir gegenüber. Und heute gibt es alles über Smartphone. Also auch die Bravo hat dasselbe Problem mit, die Leute wollen noch mal ein Magazin kaufen. Dann macht man es über Gimmicks, über einen anderen Smartphone über das Bett? Hängst du das Smartphone über Bett? Ja, die brauchen kein Bild mehr übers Bett, weil die haben ja ihr iPad oder ihr sonstigen, wo die Paris Hilton nicht nur ein Foto ist, da ist ein ganzer Porno drauf. Und das ist jetzt ja nur ein blödes Beispiel, aber wenn du jetzt als Bild nimmst, da gibt es einen Kiosk und da standen früher zum Beispiel Comichefte rum, dann stehen da heute nur noch, wenn du von Weitem guckst, spiegelt das alles nur, weil das ja diese Plastikverpackung von dem Gimmick ist.
Die geht übers ganze Cover. Du siehst, das spricht mich auch überhaupt nicht an. Also du siehst von weitem überhaupt nicht mehr, was du da kaufst. Angenommen, ja, der Papa kauft dem Kind jetzt das neueste Wendy. Du siehst von weitem gar nicht mehr, dass das Wendy ist, weil das ist, wenn das Wendy-Heft DIN A4 groß ist, ist das Gimmick in DIN A4 eingepackt und klebt davor. Also ich spreche jetzt auch mal nur aus meiner Erfahrung heraus. Mich hat beim Yps damals tatsächlich haben die Comics am ehesten interessiert. Ja, aber deswegen sitzen wir ja auch alle hier, weil wir Comic lesen. Und hier sitzen nicht 100.000 Leute, hier sitzen 5 Leute. Ja. Weil 100.000 Leute, also die Masse, die lässt sich schon gerne von. Aber es kommt halt nicht von ungefähr, dass wir in Deutschland doch eine relativ kleine Comic-Szene haben. Also irgendwo noch, ja. Ja, noch. Ist es halt. Ja. Jetzt wüsste ich aber trotzdem nochmal gern beim Horst jetzt mit dem Gadget, welche Art von Gadget jetzt gemeint waren, die ihr jetzt dem Händler anbietet, weil das war ja eigentlich also, was genau, bietet ich leite mal über, aber ich gehe nochmal auf den Kiosk ein, weil man muss ja auch, das ist ja ein Geschäft, wir reden jetzt, also man kann jetzt über die Comic-Kunst an sich reden oder halt über das Comic-Geschäft, jetzt sind wir halt die ganze Zeit im geschäftlichen Bereich. Es ist ja ganz einfach, es gibt keinen Comic-Verlag im Kiosk. Das sind Verlagshäuser, die haben Dutzende, vielleicht Hunderte von Produkten. Und das, die haben ein oder zwei Comic-Sachen, die haben damals gesagt, wie komme ich an der Jugend ran, wie kann ich im Prinzip, und das ist ja schon immer, das ist jetzt, da ist keine Neuigkeit, in der 60er, 70er Jahre waren da sogar noch die goldenen Jahre, was die Werbeanzeigen angeht, weil wie kam man dann an Kinder ran? Über Comic-Magazine und dann war da eben damals auch wie Mars, der ganze Werdegang von Mars und Snickers und sowas. Hupa, ich habe das als Kind ja mitbekommen. Jeder Kaugummi, jedes Eis konnte man ja nur verkaufen, indem man im Prinzip, man hat damals die Comics verwendet, um den Kindern das Eis stimmt, ja, gangbar zu machen. Also hey, die Kaugummis kann ich mich auch noch erinnern. Oder Comics in Serien gemacht, um die Spielzeuge zu verkaufen. Ja, ja und das, oder so rum. Ne? Oder Kaba damals, da gab es ja oben. Ne? Ja, und so und da kommt das ja her. Aber die Verlage sind ja keine Comic-Verlage, sondern die wollten die Anzeige. Die wollten das ihr Kioskgeschäft machen. Und das Kioskgeschäft, die haben ja auch immer diese Comic-Magazine gestartet und eingestellt, wie das halt im Portfolio gepasst hat. Wenn das eben so, das war ja das Thema Bravo eben da, wenn da sofort irgendwie ein Fotomagazin, ein Jugend-, ein Musikmagazin, ein Filmmagazin erfolgreicher war, dann hat man im Prinzip die ganze Sachen darüber gelegt und hat es rübergeleitet, weil man einfach gesagt hat, ich habe da wie soll ich das sagen? Das Comic hat da schon eine Rolle gespielt, aber wirtschaftlich kam es halt unter die Räder. Das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass die an Comic dran vorbeigearbeitet haben, aber sie haben es in diese Konkurrenz gestellt. Und in dieser Konkurrenz kann das Comic halt da nicht bestehen. Das ist der Unterschied. Auch wie ja heute Musik entsteht. Ich einfach so, also auch schnell als Sidekick. Es gibt halt sehr erfolgreiche Musik. Und wenn ich heute eben mit meinem Sohn über das sind ja die DJs, die machen heute im Prinzip an einem Live-Tag einen Mitschnitt und dann vermarkten die es und dann sagt er zu mir, der ist erfolgreich, ich habe noch nie gehört, er hat 5 Millionen verkauft. Und dann hat er das gemacht, da war das ein Live-Mitschnitt von irgendeinem DJ-Konzert, den die 5 Millionen mal verkaufen. Das heißt, es ist an einem Tag entstanden. Wenn du es jetzt in Comic umrechnest und willst 5 Millionen verkaufen, da bist du nicht einen Tag, da bist du vielleicht mit einem Team von 3 Leuten 2 oder 3 Jahre dran beschäftigt. Das ist die Genese, der Ursprung, wo das herkommt, das ist ganz was anderes. Und das ist etwas, was halt die Welt so verändert hat. Wie gesagt, da sind wir schon wieder viel zu weit weg jetzt in dem Digitalen. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass man nicht irgendwie davon ausgeht, Comic-Verlage im Kiosk, das hat es nie gegeben. Sie haben das Comic benutzt, sie saugen es ein und sie spucken es aus, wie sie es halt gerade brauchen. Das ist teilweise nicht schlecht. Ich bin darüber zum Comic gekommen. Das Zack-Magazin war für mich eine Offenbarung. Ja? Also ich habe da an dem Springer-Verlag beziehungsweise Koralle dann eben als Tochter, da habe ich keine Kritik dran, weil es hat mich da hingebracht. Aber genau das war auch ein Problem, was die Koralle damals halt mit sich rumgetragen hat, dass die Redakteure Liebhaber waren und dass das praktisch sehr, sehr schnell an Grenzen kam, an wirtschaftliche Grenzen. Weil die wollten halt nur das beste Material, immer schön teuer bezahlt und gut verkauft, aber es hat sich wirtschaftlich so nicht getragen, weil man eben zu teuer war. Auch die Magazingedanke der 80er, der 90er Jahre. Carlsen hat ein Magazin gestartet, hat viel zu viel Geld ausgegeben. Es wurde immer wieder angefangen, wir machen, es kam zweimal haben sie es gemacht, es kamen nie über 10, 15 Nummern, ja, Mosquito und Magic Attack. Also ja, man hat das Comic einfach, das war zu teuer. Das Comic selbst. Aber ist denn, ich habe total als Laie gesprochen, offensichtlich eine sehr naive Frage, aber ist das Comic-Magazin in der Form, und ich habe die letzten beiden Ausgaben auch gehört, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wenn es offensichtlich keine Kunden gibt, wenn es viel zu teuer ist und wenn es eine Zweitauswertung in Albenform gibt für Liebhaber, ist das denn überhaupt noch ein zeitgemäßes Medium? Naja,
Und der Comic-Magazin im Comic-Heftchen gibt es ja wie Sand am Meer im Kiosk. Sie machen Umsätze. Sie werden unter Comic gelistet, sie werden unter Comic ausgestellt, aber sie sind nicht mehr vom Inhalt das, was wir jetzt gerade besprechen. Und nicht diese Magazine, wo 40, 50, 60 Seiten Comic nicht nur die Lead-Funktion haben, sondern eben auch entsprechend produziert wurden. Und ich bin ja eher der Meinung, wenn man das jetzt nicht schön findet, dass man das jetzt einfach ändert. Also in 5 Jahren oder in 10 Jahren, so wie früher sich die Mikrowelle durchgesetzt hat, dass jeder daheim eine Mikrowelle hat, so gibt es in 5 oder in 10 Jahren, dass jeder daheim so einen 3D-Drucker hat. Dann ist das Gimmick vielleicht auch durch. Ja, und klar. Bis dahin müssen wir ein Konzept erarbeitet haben, dass irgendwas muss ja am Kiosk stehen, dann sind die Dinger weg. Vielleicht mal wieder jemand aus Versehen einen Comic entdeckt, wenn sein Akku durchbrennt von seinem Smartphone, und dann kauft er sich einen Comic. Also um quasi den Comic und in seinen verschiedenen Variationen mehr zu einem Alltagsgegenstand zu machen und zu einer größeren Selbstverständlichkeit, wie zum Beispiel in Japan die Mangas so auch im Endeffekt überall rumliegen als Altpapier. Die gibt es ja heute immer noch. Bis heute. Ja, aber das ist der ganz große kulturelle Unterschied. Die Mangas sind dort ein in der Bevölkerung ganz normal akzeptiertes Unterhaltungsmedium. Sie werden immer, das, der Klassiker halt eben, 200-300 Seiten auf dem Weg zur Arbeit. Billig produziert, verschiedenen Wegen, ja. Es gibt auch die Thematik, die Masse liest das und das war's. Und das ist etwas, was es hier so nicht gegeben hat. Wenn es auch immer Kiosk-Comics gab, aber sie standen immer in der Situation, auch wie gesagt damals schon, auch das Zack. Zack war ja von den 8 Jahren ja überhaupt nur 1 oder 2 Jahre gewinnbringend. Also 5 Verlustjahre sind zugegeben und 2, 3 hat man halt investiert, so sagt man das. Genau, ja. Also hat man auch rote Zahlen geschrieben. Also und die Verkaufszahlen gingen runter und sie gingen ein bisschen hoch, aber man hat doppelt so viel ausgegeben, um vielleicht 10-20% mehr zu verkaufen. Das hatte keine Zukunft, weil man genau diesen kulturellen Ansatz nicht hatte. Damals genauso wenig, weil die Konkurrenz an Bord ist. Weil wenn am Kiosk, ja, nehmen wir das, es geht ja jetzt, ich war ja vorhin beim Hebesatz, es geht um den Preis. Wenn wir heute darüber reden, jetzt, wir wollen ja ein bisschen so auch in die Gegenwart gehen, macht doch ein Magazin, das ist ja eine ganz große in der Szene, eine ganz große Diskussion immer. Ja, und geht dann mit 3 oder 4 Euro in den Massenmarkt, damit die Leute das, da müssten, also ich habe das für Splitter immer so, ich rechne das für mich allein aus. Wenn wir Splitter am Kiosk das machen würden, was wir heute machen, also für uns intern als Umsatz, die Künstler, was die Künstler an Lizenzen bekommen, also was praktisch für die, die es ja eigentlich erstellen, darüber kommt und was wir an Stückzahlen produzieren und verkaufen müssten, dann würden wir diese goldene Ära, wenn man Zack jetzt mit unserem Programm vergleichen würde, dann müsste Splitter alleine wöchentlich 2 bis 3 Magazine machen. Das heißt also eigentlich 1:1. Also das heißt, wir machen 15 Alben ungefähr oder 17 aktuell. Und da müssten wir 15 bis 17 Hefte machen im Monat. Das heißt, jeden zweiten Tag müssten wir so ein Heft machen. Wäre geil, wenn wir, und mit 100 und 200.000 Auflage. Nur dann würden wir da landen, wo wir sind. Alles andere wäre eine Diskussion, weil wir könnten ein Magazin machen, für, also nur mal jetzt gedanklich, für 3-4 Euro. Lassen wir es in China produzieren. Ob wir das wöchentlich auf den Markt schmeißen können, wird sehr schwierig. Also dann ist es nichts, was irgendwie Aktuelles sein könnte, was vielleicht heute, also was, das kann nicht kommunikativ mit was anderem konkurrieren, weil da drin kann nichts Aktuelles sein. Das müsste dann über ein Viertel, ein halbes Jahr vorfinanziert, produziert, weil billig heißt ja auch Schiff. Schiff heißt 6 bis 8 Wochen, nur mal so als Beispiel. Also über den Flieger kannst du sowas in 2, 3 Tagen herholen, kostet aber das 10-fache ungefähr. Also das sind alles Sachen, das kannst du so nicht umsetzen. Und da kommst du jetzt und dann hast du ein Magazin. So, und was sagst du jetzt? Wenn wir alle unsere Künstler ja weiter beschäftigen wollten, also wir nicht jetzt wie ursprünglich, wir lizenzieren ja zu 90% ja nur Teile des Werkes für den deutschen Markt. Aber dann würden wir ja im Prinzip 90% unserer Künstler rauswerfen müssen, wenn wir jetzt ein normales Zack machen würden, wie es damals wäre. Weil da waren 50, 60, 70 Seiten drin, wenn überhaupt, an Comic wöchentlich. Wir machen aber bis zu 2000 Comic-Seiten im Monat. Wie viel macht der Druck aus? Wie viel macht dieser ganze Logistik aus? Warum lassen wir es nicht komplett weg und machen es eigentlich nur noch digital? Ja, weil der Comic ursprünglich ein gedrucktes... Ja, ursprünglich und heute? Müsste er das noch sein? Wenn wir massenmarkttauglich machen wollen und alle ihre Smartphones in der Hand haben, warum sollte ich dann noch ein Papier bedrucken? Ja, und wenn ich es digital habe, und jetzt machen wir genau diesen provokanten Gedanken, und ich habe es auf dem E-Reader, und genau das ist vor 10, 20, ich habe immer gesagt, daran glaube ich nicht, weil sobald ich es auf dem E-Produkt habe, kann ich es auch mit Ton unterlegen und ich kann es animieren und dann ist es Comic mit Sound und Comic mit laufenden Bildern und was weiß ich, dann ist es kein Comic mehr. Es ist eine, Animation. Ich habe viel mit den deutschen... Aber er meint jetzt ja ohne Weiterentwicklung, einfach nur die Seite,
Ja, also zum Magazin generell in verschiedenen Möglichkeiten, einfach als nur so fixe Idee jetzt, könnte ich mir wirklich digital gut vorstellen, sehe aber ein, dass ich damit einen kleinen Absatzmarkt darstelle. Also mir ist bewusst, dass es nicht viele Leute so sehen, die solche Produkte auch digital akzeptieren und vor allem auch bezahlen würden. Aber jetzt gerade so animierten Comics, was du gerade angeschnitten hattest, ich habe einen relativ guten Draht zur deutschen Indie-Comic-Szene und zum Beispiel die Jungs von House Divided, die bei Carsten produzieren, die hier auch in der Rhein-Main-Region ja ansässig sind, die haben so eine Teilanimation drin in ihrem Online-Geschäft. Ich habe mit anderen Künstlern gesprochen, die auch Teilanimationen in ihren Webcomics haben und ich finde das nur herausragend, dass sie da wirklich diese technischen Möglichkeiten nutzen und sich vor allem eben absetzen davon, bloß ein Produkt zu machen, das 3 Jahre später sowieso gedruckt bei Quimby erscheint. Ja, aber es ist genau, oder eben es ist genau genommen kein Comic mehr. Weshalb? Ist, also, sequenzielle Kunst? Nein. Ist ein Hörbuch, wenn ich jetzt also bei jemand mir was vorliest, was da noch ein Buch ist sozusagen. Ja, gut, nee, aber wenn ist ein Sound dabei, ist eine Bewegung dabei. Ja, aber ich lese es doch nicht, ich krieg's doch vorgelesen. Nee, das meine ich. Ich höre doch dazu. Ja, und Sprechblasen. Er meint jetzt beim Hörbuch. Okay, bin jetzt nicht beim Hörbuch. Ja, ich gehe einfach einen Schritt weiter. Ich sage im Prinzip, es ist nicht fix auf dem Papier und ich muss es mir, wir waren ja vorhin bei dem, was das Brain ausmacht. Was macht mein Gehirn aus diesem Text? Der Text ist da statisch, den lesen, also in der Belletristik, 1 Million Menschen und in 1 Million Köpfen formt sich halt eine Geschichte. Das ist statisch. Und jetzt gehe ich da raus, der erste Schritt wäre eben ein Hörbuch draus zu machen. Weniger kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen. Oder die Buchstaben ändern sich. Das ist immer, wenn ich es auf und zu klappe, also wäre jetzt digital, ist der Text etwas anders. Oder keine Ahnung, wäre auch eine. Das finde ich schon cool. Das gibt ja auch. Ja? Aber würde man das als Buch bezeichnen? Ne? Oder als Belletristik? Nein, würde man nicht. Also, verstehst du? Also deswegen, es ist halt die Frage, ob man, ich will das nicht persönlich, mir ist es nicht wichtig, dass ich das jetzt streng sehe. Aber sobald es animiert ist, weil für mich, wir können nachher nochmal über die Definition des Comics sagen, aber für mich ist der Faktor Zeit. Ja, das Ausschlaggebende, was diese Trennung zu anderen Produkten, modernen E-Produkten macht. Das heißt also, ein festgebackenes Produkt in Textform, in Bild, also wäre ja dann auch ein Bilderbuch ohne Text oder eben diese Mischung eines Comics, ist komplett der Zeit entsagt. Das ist auch der Unterschied zum Film. Das ist noch nicht mal der, also für viele ist das der Nachteil, weil im Film dann bewegt sich alles wunderschön. Für mich ist das der Vorteil vom Comic, weil als Leser, das ist eben bei der Belletristik ja genauso. Ich habe meine eigene Zeit. Das eigene Tempo, wie du weiterliest. Tempo. Im Kino sitzen 500 Leute im Saal. Dem einen ist diese Handlung viel zu langsam, dem anderen ist sie viel zu schnell, der kommt nicht mit. Wenn ich meine Mutter heute in Star Wars setzen würde, die ist Ende der 80er. Unterschätzt deine Mutter nicht. Die geht da raus und sagt, Sohn, was kann ich dir noch erklären, was hast du nicht mitgekriegt? Ich bin dein Vater, sag ich dann. Ja. Aber ein anderer Aspekt, den ich jetzt nur aus meiner Perspektive sehe, es gibt ja den Marc-Antoine Mathieu, der arbeitet, und andere Künstler, die arbeiten mit dem Medium Comic, so wie es statisch auf Papier ist, mit den Möglichkeiten und was die Comicfigur machen kann, wenn es aus dem Comic rausspringen würde. Das kann man nicht alles digital abbilden, wenn er diese Grenzen des Papier-Comic-Mediums springen möchte. Also manchmal zurückblättern musst oder solche Sachen. Sowas, ja. Genau. Und ansonsten gab es schon Verlage Anfang 2000er, ich weiß nicht, also irgendwann gab es einen Verlag, der hieß Crosschain. Der wurde von Millionären gegründet und die haben einfach ihre Lieblingsautoren und ihre Lieblingszeichner dafür engagiert, für das Gehalt, was die Zeichner dann gerne haben möchten. Macht die geilsten Comics der Welt, weil ich liebe Comics, haben diese Millionäre gesagt. Und die haben dann Crosschain gemacht und die haben eine Webseite gemacht vor der Zeit, wo sowas die Leute dafür bereit waren, es toll zu finden. Also die waren der Zeit voraus. Und da gab es schon das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie heute modern, zum Beispiel bei Plem Plem Productions von denen, die du gerade genannt hast, mit A House Divided bei Carlsen veröffentlichen, dass im Hintergrund, angenommen, da ist eine Szenerie, Einstiegspanel mit Wolken, dann ziehen die Wolken langsam links vorbei, der Rest vom Bild bleibt, wie es ist, aber es gibt noch Sound und du kannst, wenn du mit dem Cursor drüber gehst, die Sprechblase vergrößern oder vorlesen lassen oder. Und das gibt es ja jetzt heute auch, das gab es damals schon und damals das Fazit ist so ein bisschen, die Millionäre haben sehr viel Geld investiert, das hat ihnen auch voll Spaß gemacht, aber ab irgendeinem Punkt mussten die sagen, wenn wir so weitermachen, dann sind wir ja bald keine Millionäre mehr. Das heißt, die haben das irgendwann, die haben schon gehofft, dass da auch wieder Geld reinkommt, dass es sich irgendwann mal trägt. Das hat sich leider nicht getragen, die haben es dann irgendwann beendet und das hat dann alles Disney eingekauft und in irgendein Archiv gestopft. Und das ist halt vor seiner Zeit gewesen und wenn wirtschaftlich denkende Leute, die hätten gerne eine Idee, die viel Geld bringt, dann versuchen die da was zu machen. Und wenn du als Verlag jetzt überleben möchtest, musst du ja wirtschaftlich ein bisschen denken. Und wenn die schon eine Erfahrung von etwas haben, das negativ war,
dann finde ich es erstmal gar nicht so interessant, es nochmal zu probieren, wobei es nur der Zeit voraus war. Irgendwann kippt es und dann blieben die Leute auf ihrem Smartphone oder auf sonst welchen Endgeräten vielleicht digitale Comics, aber ich selbst liebe es noch nicht, weil es noch keinen Reader gibt, der mir die Comics so auf dem digitalen Display präsentiert, wie ich es gerne lesen möchte. Also ich möchte es nicht Panel für Panel, sondern wenn die Komposition von der ganzen Seite betrachten möchte, möchte ich es nicht so klein haben wie auf dem Panel, auf dem Monitor von meinem Handy, dann ist mir das zu klein. Und auch wenn ich ranzoomen könnte, ich möchte nicht ranzoomen, in den Comic-Aufschlag bin ich es jetzt gewohnt, also ich bin halt ein Mensch, der von Gewohnheiten auch ausgeht, dass ich die ganze Seite erfassen kann und ich kann selbst mit meinen Augen unbewusst oder bewusst die Panel für Panel, also Bild für Bild folgen. Und dann habe ich da Effekt, ich kann nochmal zurückgucken, nochmal vor. Wenn jetzt auf meinem Smartphone-Display nur ein Panel nach dem anderen wäre, dann kann ich nicht gleichzeitig das drei Panel zuvor sehen. Ich müsste zurück scrollen, sehe ich es noch aktuelle nicht mehr. Dann müsste Monitor vom Handy dreimal so breit sein und dann haben wir schon wieder das Tablet. Und das Tablet ist für mich auch die bezahlbaren, die sind ja alle relativ klein. Da ist das Bild, also die Comic-Seite ja kleiner als DIN A4. Das ist mir auch zu klein. Schön finde ich, wie schön das alles leuchtet. Das soll aber nicht so gut für die Augen sein, wenn ich jetzt am ganzen Tag nur Comics lese. Das ist nicht gut für die Augen, wenn es den ganzen Tag leuchtet. Aber das finde ich ein riesen Pluspunkt, dass es schön leuchtet. Ja. Man muss sich im Bus nicht die Grubenlampe aufsetzen, damit genau. Ich lesen kann. Eben, ja. Also es ist ja genau das geschehen, was... Aber das kommt zukünftig irgendwann. Naja, es kommt ja so, wie es aussieht, im Moment ja nicht. Erst einmal nicht. Weil es haben alle gesagt, die Dinger werden billiger, die Dinger werden besser. Wir haben das Thema ja seit 10 Jahren. Das wollen ja die Verlage. Nee, ich habe gesagt, nicht so. Nee, weil ich habe ja gesagt, das ist ja schon, also ich komme ja auch raus, also beruflich habe ich ja mit Computer schon seit 30 Jahren zu tun. Ich weiß, was das mal gekostet hat und was das gerade mal so im Primitiven konnte. Und da weiß ich, wo es heute ist und da kann ich auch abschätzen, wo es in 10 Jahren ist. Tatsächlich ist es aber ja so, dass ja praktisch alle, gerade uns auch als Verleger, als so ein bisschen wie Deppen, ja, das ist eure Zukunft, da müsst ihr euch drauf konzentrieren. Und dann habe ich gesagt, das, was wir machen, ich bin jetzt originär jetzt bei Splitter gedanklich, gell? Wir machen großformatige Alben, die sind ja aufgeklappt Doppelseite, die sind ja, unsere sind mit im Strich mit 2400 dpi belichtet. Ne? Das, also wenn das jetzt umrechnen würde, Pracht. Ja, ja, das ist also, das ist dann nicht eben ein 5 MB oder 10 MB Datei, sondern das sind 500 MB Daten, die da auf einer aufgeklappten Seite gleichzeitig leuchten. Also da wäre die Technik. Aber man könnte ja sagen, okay, A, sind die heutigen aufgelösten Monitore schon wirklich sehr, sehr gut. Da hat sich sehr viel getan in den 10 Jahren, das ist ja keine Frage. Aber es hat ja jeder gesagt, naja gut, eben, wir haben dann die Tablets, 7 Zoll, 10 Zoll, dann gab es die ersten 12, 13 Zoll. Aber der Markt hat sich, darum geht es ja immer, es ist immer was anderes da und der Markt hat sich in Richtung Smartphone entwickelt. Das heißt also, wenn ich heute zum Beispiel theoretisch auf dem Tablet was fürs Tablet entwickeln würde, jetzt lass es ein Spiel genauso sein wie, was weiß ich, ich würde nur einen Bruchteil dessen verdienen, als wenn ich es originär für Smartphone optimiere. Der Smartphone-Markt ist, ich sage es einfach mal aus dem Bauch raus, 10 bis 20 Mal so groß wie der Tablet-Markt weltweit. So, und also das heißt, die werden auch, wenn man jetzt sagt, es gibt in 10 Jahren noch Smartphones, in 10 Jahren immer noch diese Größe haben, weil das Ding muss halt eben alles in sich vereinen, praktisch sein. Also wird es diese Konkurrenz so nicht geben für das Album, für das Großformatige. Und das war ja das, was du eben gerade gesagt hast, Michael, mit dem Zoom, hoch und runterzoomen und sowas. Das braucht man halt. Ich kann ein großformatiges Album aufklappen. Da sind wir auch wieder ein bisschen jetzt in dieser Philosophie, in dem Faktor Zeit. Ich kann nämlich alles gleichzeitig, ich kann in meinen Augen einfach so sicher, es ist einfach da. Es ist eine Information, die in der Sekunde steht und die auch fix ist. Da wird sich nicht rein und raus gezoomt. Wenn ich jetzt also das auf so ein 7 Zoll oder sowas beziehe, weil die 7 Zoll sind ja jetzt so die billigen, die kann ich ja für 79 Euro oder was weiß ich, da habe ich dann ein schönes Bild, dann zoome ich rein, dann kann ich die Sprechblase lesen. Wer hat das jetzt gerade gesprochen? Da muss ich wieder rauszoomen, weil ich muss ja, habe vorhin darauf geachtet, wo geht das Häkchen hin? Da sind ja drei Leute in der Szene. Dann sehe ich wieder, wer es gesprochen hat. Dann kann ich aber wieder nicht sehen, was der andere geantwortet hat, weil es wieder zu klein ist, muss ich wieder reinzoomen. Also einfach nur die Erkenntnis, dass das auf 7 oder 10, auch 10 oder 12 Zoll, dann müssen die Tablets, vielleicht wird es irgendwann mal, aber ich kann mir es nicht vorstellen, weil im Moment jeder drin ist, aber ein Tablet musste eigentlich 1:1 zu einem Album sein, weil es ist ja kein Zufall, wie zum Beispiel das Lettering, die Schrift, wie die da angelegt ist. Wir machen das ja so zwischen 7 und 8 Punkten. Und diese 7-8 Punkte sind für das normale Auge noch lesbar, ohne dass man sich anstrengt. Das ist eine genaue Philosophie. Nur ein Punkt kleiner oder was weiß ich, hast du ja schon bei normalen Comics Probleme, das zu lesen. Und in dieser Philosophie müssten so ein Tablet halt eben 40 Zoll sein ungefähr und eben mit, was weiß ich, 300 LBI Auflösung. Ich hätte da mal eine Idee. Ich weiß nicht, ob da, ist mir jetzt gerade mal so gekommen, nachdem so ein paar Sachen, die ich gehört habe,
weiß nicht, ob das in der Entwicklung ist oder sowas, aber ich meine, es gibt doch Beamer. Warum kann man eigentlich nicht hingehen, kann das, was man auf diesem Tablet hat, einfach an die Wand werfen und dann hast du das in der entsprechenden Größe und kannst du das auch angucken. Wenn der Kelvin nicht den Beamer abgebaut hätte vor ein paar Tagen, hätte ich dir das jetzt hier an der Leinwand vorführen können, weil ich teilweise Comics hier am Beamer angucken. Ja, weil es ist nur eine Sache, wie auch vorhin mit der Bravo zum Beispiel. Wir haben jetzt ja früher die Poster über das Bett gehängt. Heute bräuchst du dir eigentlich nur neben das Bett so und neben den Wecker, das Handy reinzumachen. Dann haust du dir deinen, das gibt's ja, keine Ahnung, wenn du da haben willst, oben auf die Wand. Ja, also ich finde das... Und so könntest du zum Beispiel auch Comics lesen, theoretisch. Ja, also wir als das kommt ja, aber das kommt in minimal anderer Version kommt das ja. Ach ja, okay. Also... Also wir als Creator von Comics, wir machen die ja nicht auf dem Papier, sondern wir machen die ja heute eben auch am Computer, weil das ist ja genau das. Also die Machart des Herstellens im produktiven Bereich ist ja heute auch Computermaterial. Und natürlich, was haben wir denn? Ihr könnt ja nachher nochmal draufschauen. Also ich werde auch älter, aber 30 Zoll ist ja für meine Augen schon eher zu klein. Also ich habe da jetzt hier einen 40 Zöller, mit dem ich manchmal Proofs mache, wo ich also sage, da kann ich dann wirklich alles 1:1 sehen. Da wird halt im Prinzip ein PDF durchgeklickt, das mache ich auf 40 Zoll. Aber das ist ja nichts, was ich da draußen rumschleppen würde, selbst wenn die Dinge vielleicht irgendwann mal, es gab ja immer diese Philosophie der Rolldisplays, dass die mal irgendwann mal kommen. Das kann was ändern. Das wäre wirklich ein Systemchange. Die Konkurrenz der ganzen anderen Produkte bleibt eigentlich, ne? Weil dieses Ding wird natürlich genauso Ton abspielen, genauso Filme abspielen können. Also das heißt, es ist jetzt nicht Friede vor der Eichhörnchen, aber es würde eine dieser Situationen, dass man da ein 30, 40 Zoll Display bräuchte, würde das auflösen. Aber es wird ganz was anderes passieren, weil das Ganze wird im Smartphone-Bereich bleiben, da läuft die Entwicklung hin und das wird irgendwann mal aufs Auge gelasert, das wird die Entwicklung sein. Also doch nicht, also Smartphone und hat auch irgendwann ausgesorgt, weil es brauchst du nicht mehr. Also der Mensch möchte jetzt noch gerne irgendwas haben, das heißt, du stellst dir eine Mattscheibe vor, das heißt etwas, was in echt diese runtergelassene Wand ist, wo das drauf projiziert wird, aber wie du gerade sagst, wenn es dann gelasert wird aufs Auge, kommt auf die Augen. Du brauchst nichts mehr, was materiell da ist und dann ist es auch wurscht, wie groß die Comicseite aufgeschlagen ist, weil sobald, also die ganzen großen Konzerne, die arbeiten ja immer noch an der Weiterentwicklung von so einer virtuellen Brille. Und eine Brille ist auch nur, damit der Mensch noch glaubt, er kann was absetzen und draufsetzen, brauchst du auch bald nicht mehr. Es gibt ja Rollstuhlfahrer, die sind leider so behindert, dass sie die Hilfe, die können nicht sprechen, die können sich nicht bewegen, die können aber vorwärts fahren, wenn sie denken, ich möchte vorwärts fahren, also sie denken vorwärts und dann haben die so Elektroden am Gehirn, die lesen das und das im Gehirn lesen die, dass der jetzt vorwärts denkt, dann fahren die vorwärts. Und diese Zukunft von der virtuellen Brille ist dasselbe ohne Brille. Du sagst nicht mehr, was du willst, du tippst nicht mehr ein, was du willst. Also das jetzt vom Amazon, dieses Alexa, das ist nur ein Spiel, das ist Spaß, das ist Datensammeln von Amazon, aber das ist keine ernsthafte neue Erfindung oder eine Funktion, die toller ist als ohne. Aber was kommen wird, ist halt, wenn die Leute sich daran gewöhnen, dass ohne Brille es noch attraktiver durch die Gegend zu latschen als mit Brille, dann hast du einfach nur irgend so was, was so ein bisschen, das möchte der Konsumer ja auch, noch einfacher als bisher ist. Du denkst einfach nur noch, was du willst und dann willst du jetzt gerade auf einer virtuellen Mattscheibe jetzt den Comic lesen und dann denkst du nur noch größer, kleiner und hier ran, also das könnte dann passieren. Das einzige Schwierige ist halt, dass wenn du es mit dem Straßenverkehr machst, ungeschickt ist. Und, aber es gibt ja gar keine Politik mehr, die irgendwas gegenlenkt. Die Wirtschaft lenkt ja die Politik. Das heißt, es gibt keinen, der dagegen vorgehen wird, weil die Masse möchte das ja, Entertainment ohne Ende. Und deswegen kommt das auf diese Weise. Also wenn man in die Science-Fiction reingeht, das gibt überhaupt keinen einzigen Grund, anzunehmen, dass es nicht demnächst, es ist jetzt egal, ob das in 10 oder in 50 Jahren ist, aber bevor wir irgendwo dieses Sonnensystem verlassen oder was weiß ich, diese ganzen komischen Science-Fiction-Ideen à la Star Wars, das wird es alles nicht geben, die nächsten 100 Jahre. Das ist, außer es gäbe Erfindungen, von denen wir halt heute, sag ich mal, nur träumen können. Es kämen mal ein paar Außerirdische vorbei. Aber mit allem, was wir wissen, wird es das erst einmal nicht geben. Aber so wenig, wie wir dieses Sonnensystem in den nächsten 100 Jahren verlassen, so hundertprozentig wird es in 50 Jahren den Cyborg oder in 100 Jahren den Cyborg geben. Wir werden nicht mehr mit unseren Augen sehen, wir werden mit einer Linse sehen, die uns was auf das Gehirn, auf die Netzhaut, vielleicht wird die Netzhaut als Übergang noch genommen, als Projektion, aber das wird geschehen, weil es ja heute schon, ich war auf der letzten IAA, die Chinesen sind ja jetzt so langsam wieder am Kommen, vor 10 Jahren wollten sie, jetzt kommen sie doch, ging es hin und her. Was ist mir aufgefallen? Da sind 3 chinesische Autos. Haben die Rückspiegel? No, die haben keine Rückspiegel. Die haben Kameras. Da habe ich mich reingesetzt.
der Innenspiegel, ein LCD-Monitor. Dann sage ich, das ist ja so scharf. Da kann ich ja 20 Medien nehmen, ich kann ja größere Vergleiche hinzufügen, kann man Nummernschilder lesen von jemandem auf der Autobahn, der 100 Medien nimmt, kann ich Nummernschilder lesen. Das kann sogar die Erschütterungen rausrechnen. Also so ja. Links, digital, also Steadicam quasi System draus zu machen. Warum gibt es das bei uns nicht? Ja, bei uns gibt es halt noch keine Zulassung dafür, was weiß ich. In China fahren die nur noch so. In China gibt es quasi, also jetzt in der Upper Class natürlich, aber da gibt es keine Spiegel mehr. Also für die macht es keinen Sinn, darauf zu verzichten. Warum sollten die noch? Ja, der Spiegel ist einfach nur, der bildet zwar die Welt 1:1 ab, aber er hat keine weitergehenden Fähigkeiten. Eben. So wie unser Auge die Welt 1:1 ab. Das hat aber keine Fähigkeiten. Und wenn ich jetzt eine Projektion, wir machen es noch ganz, ich sage jetzt mal konventionell gedacht. Du hast das im Prinzip hier einfach irgendwo in der Seite eingepflanzt und das Laser dir das auf die Netzhaut. Also dein Originalauge wird noch benutzt. Würde ich das aber tun, könnte ich in dem Moment zoomen, Standbild machen, zurückspulen, alles Zusatzinformationen. Würde wahrscheinlich alles sofort gehen. Also wenn alles, was ich sehe, über dieses System mir anschauen würde. Es wäre ja dasselbe Bild. Ich meine, wenn ich heute, ich habe eine Brille, ich bin ja Blindfuchs ohne Brille. Ja, es ist was Primitives aus der heutigen Sicht, technisch. Früher war es ein Wunder, eine Brille, was weiß ich, vor ein paar hundert Jahren, aber es ist eine Glasscheibe. Aber ich sehe doch sowieso nicht mehr die reale Welt. Ich sehe ohne Brille nichts mehr, das ist nur noch Matsch. Also nutze ich doch schon sowas und das ist halt in Zukunft ein Objektiv. Schaut euch halt an, wie heute die Kameras daherkommen. 40, 50, 60, 80 Megabyte, Megabit, das werden 100, das werden 200 sein in 10, 20 Jahren, das ist kein Thema. Und deshalb, da geht gar kein Weg dran vorbei. Diese Miniaturisierung wird kommen, die Bildwelten werden ganz anders da werden. Das kann man uns heute gar nicht mehr. Wir sind ja an dieser, wir waren noch ganz vorhin, haben wir mit der Spielewelt angefangen. Das switcht. Du wirst für weniger Geld, mit weniger Aufwand einen Hollywood-Streifen, aber so einen künstlichen herausrenderieren, als einen echten Film zu drehen. Und es wird so weit kommen, dass irgendwann mal dieser Unterschied einfach definitiv nicht an keiner einzigen Stelle mehr feststellbar ist. Und da kommt eine Gesellschaft, eine Welt, in 20 Jahren reden wir auch nicht mehr, dass wir uns hier treffen. Da geht keiner mehr aus seiner Kabine raus, um mit einem anderen ein Meeting zu haben. Nee, das ist dann so wie im ersten Matrix-Film. Man hockt irgendwo und kriegt einfach nur eine schöne Welt. Die Frage war ja ursprünglich gewesen, das war der Ansatz eigentlich der Runde gerade, wie man denn eben Comics lesen kann. Es ging um die Frage, ob Magazinen noch zeitgemäß sind, vor allem auch technische Umsetzung, Tablets, wie groß sind Tablets zum Lesen. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo du von der Projektion aufs Auge gesprochen hast, immer das Gefühl, wir setzen voraus, dass derjenige, der Comics liest, das entweder zu Hause tut oder generell an einem festen Ort, wo er entsprechende Gerätschaften überhaupt vorfindet. Handy ist ja immer das unterwegs. Würde mich persönlich mal interessieren, wo liest man so Comics? Also ich habe gestern in der Mittagspause im Freien gesessen, unter schlechten Lichtverhältnissen auf meinem 10-Zoll-Tablet einen Digital-Comic gelesen. Da lese ich Comics. Ich lese mal in der Bahn, Pendlern. Pendeln ist ja heute das zentrale Punkt, wo auch zentral Podcasts konsumiert werden, von Pendlern. Ja, das ist eine nicht zu unterschätzende Hörergruppe. Also unterwegs habe ich kein 40-Zoll-Ding mit mir rum. Da kann ich auch dreimal was ausrollen, das ist mir zu groß, wenn ich es unterwegs haben muss oder so. Und da fand ich den Ansatz dann mit der Projektion aufs Auge. Der ist natürlich ein sehr mobiler, der es mir ermöglicht, an verschiedensten Orten Comics zu konsumieren. Deswegen finde ich das tatsächlich einen ganz interessanten Ansatz. Bei ihm geht es bei der ganzen auf die Linse projizieren um Comic lesen. Ja, natürlich, das war der Ansatz. Ja, klar, natürlich. Ich finde es schön, dass du dabei bleibst, weil deswegen sitzen wir hier zusammen und wir denken alle an nichts anderes als an Comics. Was interessiert mich der Rest der Welt? Ja. Wir haben jetzt eine ganz kurze Pause gemacht, uns ein wenig gestärkt, ein bisschen Energy Drink getrunken und auch Cola nachgeschüttet. Jetzt sind wir wieder alle fit, trotz der vielleicht schon vorangeschrittenen Uhrzeit. Und wir haben nebenbei natürlich ein bisschen geplaudert, denn wenn man hier was sehr gut machen kann in der Runde, dann ein bisschen fachsimpeln. Ja, und gerade ging es tatsächlich, wir haben es gewagt, mal so ein bisschen Vergleiche zu ziehen zwischen, ich mag die Unterscheidung nicht, aber sie ist vielleicht gar nicht unangebracht, Comic und Manga und vor allem auch produktions- und handwerklichem Aufwand. Und wir haben jetzt gerade auch schon Abstecher gemacht in Lizenzen. Lizenzrechte, Lizenzverhandlungen und vor allem auch die Frage Lizenz einkaufen und vielleicht auch verkaufen, worauf wir jetzt natürlich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen wollen, nachdem wir es in dem ersten Teil der Show, des Podcasts, des Talks, Show. Ja schon mal mehrfach angeteased haben. Und ja genau, es ging um die Frage, du hattest ein Werk gerade in der Hand, von dem du sagtest, dass das unter Umständen ein Werk ist, das in der Form vielleicht gar nicht erschienen wäre, wenn ihr es gemacht hättet. Wie läuft das denn so? Du hast unter anderem auch mal allgemein gesprochen, gerade erwähnt, dass es wohl Werke gibt, die
wirklich eher so einen schwierigen Stand haben und sich nicht so verkaufen, andere dafür wieder sehr gut. Und im Endeffekt ist es immer also eine Mischkalkulation. Ich weiß nicht so genau, wie ihr in den letzten beiden Ausgaben hier beim Gespräch bereits auf Licensing eingegangen seid, aber ja, vielleicht sollten wir darauf jetzt noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Und ich weiß, Steffen, dass du noch ein paar konkretere Fragen auch dabei hast. Ja, prinzipiell erstmal, von welchen Ländern kauft ihr überhaupt noch Lizenzen ein? Überhaupt noch? Ja. Wieso da noch? Gibt es da noch andere Länder? Wir haben es nicht reduziert, wir haben es in jedem Fall ausgeweitet. Mhm. Weil wir sind ja eigentlich aus dem Franco-Belgischen kommend und genau. Deshalb war das letztendlich, also wir kaufen mehr ein als jemals zuvor, was die Bandbreite angeht. Also wir kaufen in Kanada ein, in den USA, wir kaufen in England ein, wir kaufen in Spanien ein, wir kaufen in Italien ein. Also das käme alles dazu, zum typischen Franco-Belgischen, also Frankreich, Belgien, Niederlande. Also so gesehen kaufen wir breiter ein als früher. Die Ursache liegt einfach darin, dass heute ein Verlag eigentlich sehr stark darauf schielen muss, was geht. Wie soll ich sagen, wir müssen unser Programm ja immer auch so an den Realitäten oder am Markt messen. Und wenn wir ein bestimmtes Genre einfach gut funktioniert, dann müssen wir natürlich da irgendwo auch reinstochen und dann müssen wir sagen, dann machen wir das, dann gehen wir da rein. Und der franco-belgische Markt ist ja sehr statisch. Und obwohl er ja mindestens um den Faktor 10 mal größer ist wie der deutsche Markt, gibt er ihm aber trotzdem auch vor, dass, eine einheitliche Schiene kein Erfolgskonzept ist. Also das heißt, man muss immer schauen, wo geht die Pace, wo tue ich meine Fühler hinhalten, weil ich halt gerade vielleicht, weil was in ist, weil wir gehen ja sehr viel auch jetzt auf was weiß ich, mehr Tages- und Jahresaktuelle Themen, auf politische Themen. Das hat ja Splitter so vor 5 oder 10 Jahren nicht so stark gemacht. Also, und dann muss man da entsprechend einkaufen. Also wenn wir einen Trump gekauft haben, Donsbury als Beispiel, das ging natürlich nur über die USA. Ja. Als Beispiel. Mhm. Weil einfach das da entsteht. Also die Franzosen, ich weiß nicht, ob es einen Trump-Comic aus Frankreich jetzt aktuell gibt, aber wenn, dann wäre es auch nur ein Aufspringen auf den Zug. Aber traditionell wären es ja, was weiß ich, zum Beispiel eben die amerikanischen Tageszeitungskarikaturisten, die sich damit beschäftigen. Mhm. Ja. Also ihr macht ja jetzt auch, also nicht erst jetzt, aber das auch seit Anfang an fast, viele Eigenproduktionen zum Teil. Wie ist denn das mit dem Unterschied zwischen Lizenzprodukten und Eigenproduktion? Also bei uns ist es traditionell, ich nenne das, weil wir so Wellen hatten, also ich habe das immer Deutsche Künstler 1.0, das war ein Misserfolg eigentlich. Deutsche Künstler 2.0 war ein Riesenerfolg und Deutsche Künstler 3.0 ist vielleicht schon wieder auch so eine, was ich eben gerade gesagt habe, mehr so ein Schielen nach dem Markt. Also das war so, dass wir, weil wir ja selbst Künstler sind, Delia, Dirk und ich sind ja selbst so aus dem Künstlerbereich gekommen und haben den Verlag ja als Künstler gegründet, nicht als Verleger in der Absicht jetzt kommerzielle große Produkte zu machen, sondern wir wollten einfach die Comic-Kunst hochhalten. Mhm. Und wir hatten früher mit 1.0, haben wir mehr oder weniger gesagt, wir suchen uns um die 4-5 Künstler raus, haben mit den meisten ja Verträge gemacht, haben auch Geld teilweise überwiesen, aber es ist nicht viel rausgekommen an Produkten, weil einfach die wirtschaftliche Situation ja schon so ist, dass der Künstler letztendlich für ein paar tausend Euro, die er da kriegt, jetzt nicht das Werk, mit dem er dann konkurrieren muss. Gerade bei uns im Verlag sind ja sehr aufwendige Bücher, dass es eher schon von Misserfolg da war. Bei 2.0 war man eigentlich sehr erfolgreich. Das war dann diese erste große Welle. Da sind wir aber schon rangegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen dem Künstler, uns auch natürlich auch, aber dem Künstler vorrangig etwas mitgeben, was wir so nicht leisten können. Und zwar, wenn wir mit einem neuen Produkt an den Markt gehen, ist das ja erst einmal unbekannt. Und es geht grundsätzlich, dass es die Unterhaltungsbranche in einen gesättigten Markt. Das heißt, wer hat das bessere Produkt, wer hat die bessere Idee, wer ist mehr in oder wer hat die höhere Popularität. Und bei 2.0 haben wir ja das zum Beispiel so umgedreht, dass wir gesagt haben, wir schauen mal einfach nach A, populären Themen und B, nach populären Künstlern, wo einfach der Künstler selbst schon einen Namen hatte, nicht jetzt im Comic-Bereich, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, über Kai Meier zum Beispiel, und da sind wir ja im Prinzip aktiv geworden, dass wir gesagt haben, wir suchen uns im Prinzip zum Beispiel eben Belletristik-Autoren und vercomicken denen ihre Bestseller. Ja. Und das war dann erfolgreich. Heute sind wir in der Situation, wir haben über Mühre und sowas jetzt auch schon vorhin ausgiebig gesprochen, dass wir heute punktuell, wir sind ja auch viel größer wie früher. Das heißt also, heute ist das eigentlich schon so eine Pflicht, 3 bis 4 Künstler im Jahr einfach auch zu haben, weil das so sowas wie weniger dürfen wir uns gar nicht mehr leisten. Wir müssen das schon
für unsere Seite müssen wir das machen. Und das tun wir auch. Und das belastet später auch gar nicht, aber es belastet halt eben auf der anderen Seite immer die Künstler. Weil der Künstler letztendlich ja kein Vorteil jetzt automatisch davon hat, dass er bei einem großen Verlag ist. Dirk war bei Carlsen, hat keine großen Vorteile gehabt. Ich war bei EHPA, ich habe keine großen Vorteile. Mhm. Weil man hat dann einfach auch die Konkurrenz ja im Haus. Man ist dann zwar professionell betreut, hat ja auch in der Regel ein professionelleres Produkt am Markt, aber wirtschaftlich gesehen sind die Vorteile ja nicht einfach da, sondern das hängt ja vom Verkauf ab. Und da müssen wir halt schauen, dass wir jetzt punktuell einfach nur, wie soll ich sagen, wir haben mehr Frauen im Programm. Also das ist dann schon wirklich so eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach auch eine neue Leserschaft damit erreichen, dass wir einfach sagen, wir stehen dafür. Es gibt ja immer diesen Hintergedanken, dass der Albenmarkt dieser Altherrenmarkt ist. Der ist aber von Splitter aus gesehen eigentlich noch nie so wahr, weil Splitter ja viel, viel auch mit den alten Gesamtausgaben, die wir haben, aber trotzdem haben wir ein viel, viel jüngeres Programm als viele andere Verlage, weil wir, ich weiß nicht, im letzten Jahr waren wir bei 55 oder 60 Neustarts in einem Jahr. Das legt im Moment ja in dem Segment, im Albensegment, kein anderer Verlag hin. Also wir sind, weiß Gott, nicht der Klassiker-Verlag oder sowas. Und über diese Situation haben wir ja schon ganz lange, ganz typisch wäre ja das Beispiel Skydoll, Ekö und sowas. Wir haben ja ganz klar für eine deutlich jüngere Klientel Bücher auch schon herausgebracht. Und da sind wir auch ziemlich erfolgreich. Also das verkauft sich schon relativ gut und verkauft sich eben auch eine andere Klientel. Also das verkauft sich, sagen wir mal, zu 80% außerhalb des klassischen Publikums, der klassischen Leserschaft. Und für die wollen wir im Endeffekt dann so punktuell Material auf den Markt bringen, wo wir sagen, das könnte dann passen. Das ist, brauchen wir auch gar nicht lange drüber reden. Es ist klar, dass wir einen Dan Cooper Klassiker oder was weiß ich heute nicht an ein 25-jähriges Mädel verkaufen kann. Das geht so nicht. Dafür ist halt praktisch Mühre gedacht. Dafür ist im Prinzip Grün gedacht von der Frau zum Beispiel. Alle 25-jährigen Mädels, meldet euch, wenn ihr den Cooper gekauft habt. Also das heißt, wir gehen heute mit Konzept quasi dran. Macht das dann einen Unterschied bei euch dann auch in Produktionskosten aus? Ob das jetzt eine Eigenproduktion ist oder ob das ein lizenzierter Titel ist? Also wir gehen eigentlich immer so mit dieser Grundphilosophie dran, einem Künstler von Anfang an mehr Geld zu geben, macht in den ersten Mal gar nicht so viel Sinn, weil er muss halt schon verstehen, wie der Markt auch funktioniert. Das heißt also, das hat es auch in der Vergangenheit ja gegeben, einzelne Künstler auch von uns haben Geld bekommen und nicht geliefert. Andere sind bei anderen Verlagen erschienen, haben auch viel Geld bekommen und dann irgendwann aber doch nicht geliefert. Das heißt, es ist schon so, man muss irgendwo versuchen, auf den Markt zu reagieren und einzugehen. Das heißt, dass der Künstler und sein Werk muss sich am Markt schon irgendwo auch etablieren, dass dann wirklich Geld fließt. Aber wir wollen in jedem Fall den einheimischen Künstler, den deutschen Künstler, die Eigenkreation, es muss ja gar kein deutscher Künstler sein, also wir machen ja auch gedanklich und haben jetzt auch wieder in der Pipeline, darf ich aber noch nicht sagen, auch schon wieder zwei Projekte jetzt, wo wir also angefangen haben, die aber dann auch eben nicht made in Germany sind. Also in Deutschland zuerst erscheinen, aber jetzt nicht unbedingt der Künstler in Deutschland wohnt. Was müssen wir dem Künstler mitgeben? Ne? Wir haben halt gesagt für uns, wir versuchen das mal zu doppeln. Das heißt, wir geben dem Künstler eine relativ große Vorkasse, aber wir doppeln einfach den Etat für das Projekt. Das heißt, der deutsche Künstler bekommt einfach mehr Anzeigen, mehr Werbung, eigene Flyer, einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Messeauftritte, all das, was wir bei den anderen ja letztendlich auch gar nicht mehr teilweise machen müssen, sondern die kommen ja, also wer jetzt zum Beispiel aus dem Ausland nach Deutschland kommt zum Signieren, der ist ja schon in der Regel berühmt. Also der braucht ja unsere Aufbauarbeit nicht. Und das haben wir dann praktisch da schon mehr oder weniger reingesetzt. Also die Frauke zum Beispiel ist ja jetzt ja schon mit uns jetzt das dritte Mal auf der Messe, die rennt mit uns rum, die ist schon wieder für die nächste Messe gebucht. Die Claudia wird auch beim nächsten Mal sofort dabei sein. Ingo haben wir ja schon, ich glaube, schon viermal auf Messe gehabt und machen auch Signiertouren und alles Mögliche. Und da muss der Künstler natürlich auch wieder was geben. Ist nicht so, dass er dadurch jetzt reich wird, aber es ist einfach, man gibt dem Material mehr Professionalität mit, mehr Chancen mit und das ist der Weg, den wir da aktuell seit ein paar Jahren fahren. So seit 3-4 Jahren fahren wir in diese Richtung. Konntet ihr denn von diesen Eigenproduktionen auch irgendwas ins Ausland lizenzieren oder kann man sich dadurch dann sowas wieder ein Stück weit refinanzieren? Also wir haben eigentlich, ich glaube, jeden unserer Künstler mittlerweile irgendwo hin verkaufen können. Das heißt also, der Weg ins Ausland ist eigentlich machbar. Es gibt aber zwei ganz große Einschränkungen. Die eine ist die
das Land, wo es am meisten gäbe, das ist so gut wie nicht machbar, das ist Frankreich. Ich kann da nachher noch was dazu sagen. Warum ausgerechnet? Weil man mit denen ja auch, ich selbst habe mich damals bei EHPA auch immer beschwert und habe gesagt, ihr kauft von denen 50 und 100 Lizenzen, jetzt drückt doch einfach meine mal darüber. Ja, wir sehen es halt heute, dass es, wie soll ich sagen, nicht so einfach ist. Und es gibt auch Argumente, die da wirklich dagegen sprechen, also jetzt von der französischen Seite. Die anderen Märkte, die sind zwar gangbar, auch einfach gangbar, und zwar ganz einfach in die kleineren Länder, auch in den Osten, kann man relativ einfach verkaufen. Aber das Geld, was da fließt, ist so gering, dass das für den Künstler sein Grundproblem gar nicht löst. In keinster Art und Weise. Das kann also im tiefsten Fall eine 500er Auflage sein. Drunter würden wir es halt nicht verkaufen, weil wir einfach sagen, es muss ja wenigstens, und auch in jedem Fall auch ein richtig gedrucktes Buch, also wir wollen kein On-Demand und sowas, das schlagen wir also auch keinem Künstler vor. Aber dann kommt schon sehr häufig, kann man ein eigenes Cover haben, kann man das haben, und wenn der Künstler dann auch nur so zwei, oder wenn man die Formatanpassung schon eine Woche dran sitzt an sowas, dann hat er ja auch schon wieder nichts mehr groß verdient. Also wirtschaftlich sollte man das überhaupt nicht groß an die Glocke denken. Man sollte auch dann aus diesem Gedanken Deutschland gar nicht so klein machen, weil wir sind halt in Europa schon einfach das zweitumsatzstärkste Land, was das angeht. Ist vielleicht für den Künstler Lebenslauf gut, wenn er sagt, ich bin veröffentlicht in 5 Ländern. Das klingt aber... Er sollte es sowieso machen, weil eine Künstlerkarriere, das erkläre ich auch, wo es geht. Wenn man wirklich jung ist und was kann, man muss das kumuliert denken. Man muss daran denken, ich baue mir ja immer was auf. Ich habe dieses Jahr so und so viele Stunden an diesem Werk gearbeitet und ich habe damit das und das erlöst. Aber das Werk bleibt ihm ein Leben lang. Und wenn man heute Altstars nimmt, die einfach wirklich auch gut leben können, die haben in ihren jungen Jahren nicht gut leben können. Das heißt, die was bringen wir nächstes? Jetzt sitze ich die nächsten 3-4 Wochen wieder an Möbius. Er ist schon tot, die Frau, die Erben und die Kinder verdienen, kriegen ihr Geld für das, was der Papa vor, in den 70ern, vor 40, 50 Jahren gezeichnet hat. Also da... So muss man da schon denken. So deutsche Lizenzen, ne? Also wenn wir speziell von deutschen Künstlern sprechen, mal vielleicht auch für die gefragt, wie läuft das bei euch so ab? Melden die sich bei euch, pitchen die ihr Werk oder seid ihr auf den Messen einfach sehr aktiv unterwegs und guckt, was es so gibt? Also wir sind ja überall aktiv. Mhm. Das heißt, wir sind online aktiv, wir sind auf Messen aktiv. Wir sind als Verlag auch so aktiv, wer uns anschreibt, bekommt in der Regel auch eine Antwort. Es gibt manchmal so ein bisschen so Problemfälle, wo halt einfach jemand sich selbst und den Markt gar nicht einschätzen kann. Also Comic-Karriere können und Comic-Karriere wollen sind halt, aber das ist traditionell auch schon seit 30, 40 Jahren so, das sind halt auch manchmal zwei Welten. Da kommt man dann so nicht weiter, aber im Prinzip ist es so, dass wir ja uns dann an der Stelle, wo wir angesprochen werden, eigentlich immer auch als Künstler definieren und erstmal gar nicht so jetzt mit der Verlagskeule antworten, sondern einfach mit der künstlerischen Perspektive. Ich persönlich mache meine Gespräche praktisch immer so. Das heißt, wenn ich auf einer Messe stehe, dann sage ich, soll ich jetzt als Künstler antworten, als Verleger oder so versuchen, die Mischung zu machen. Aber es kann komplett konträre Antworten geben. Da steckt meiner Meinung nach ein Vorteil drin, weil man kann ja praktisch Perspektiven aufzeigen. Also das heißt, ich würde jeden Künstler, der auch die Kunst, man sieht das ja auch dem einzelnen Menschen und dem Material auch an, der einzelne Künstler hat ja auch ganz andere Absichten. Manche wollen ja einfach nur mal einen Comic malen, sehen vielleicht auch das Thema mal für sich ganz wichtig an, also ganz klar, Autoren, oder nehmen einfach das Beispiel der ganz, ganz typisch für das Thema der Graphic Novel, sehr viele Graphic Novels sind Hochschularbeiten. Man nimmt sich ein Thema vor, man überlegt, spricht ja absolut nichts dagegen, auch eben eine Graphic Novel einfach als sein Abschlusswerk zu machen, als seine Abschlussarbeit, aber eine künstlerische Karriere dahinter, so als Konzept, als Gedanke, ist dann vielleicht gar nicht drin oder gar nicht so auf Comic bezogen. Es gibt viele, die sich auch heute multimedial schon denken, die sagen, ich möchte halt Künstler sein und was sich da ergibt, das sehen wir dann. Aber der reine Comic-Künstler, der muss ja ganz anders denken. Der muss ja sein Werk schon einfach immer auf Position 1 heben innerhalb dieser Logik. Er muss dafür die meiste Zeit, den meisten Aufwand und er muss in der heutigen schnelllebigen Zeit, er muss halt auch dranbleiben. Es gibt also Künstler sein und Künstler bleiben sind dann quasi auch nochmal ein Thema für sich. Also ihr sprecht nicht aktiv Leute an, sondern ihr werdet angesprochen, wenn es darum geht, vielleicht bei euch zu verlegen, also draus zu kommen. Wir sprechen schon auch aktiv an, aber das ist jetzt nicht so die Regel, weil wir haben nicht die Zeit, dass wir irgendwie durch die Welt laufen. Aber wenn ich auf einer Messe, also auch der Dirk, wir beide, wir machen das haben wir auch immer. Wir machen immer für uns zusammen einen Orientierungsrundgang. Das heben wir uns immer auf, wenn irgendwann mal in diesen meistens 4, 5 Messetagen ein Tag Zeit ist, wo wir sagen, 1 oder 2 Stündchen, dann gehen wir rum.
Und dann wird einfach philosophisch dran gegangen. Und wenn wir da irgendwo einen Künstler sehen, der irgendwo, also dann zum Beispiel im Künstlerzelten ihre Stände dann haben und die sagen, das könnte passen, dann sprechen wir die noch an. Habe ich auch in Erlangen mit Sicherheit 3-4 Künstler angesprochen, einfach mit Ideen, wo ich gesagt habe, du, ich habe, wir haben ja auch sehr häufig Autoren, die zu uns kommen. Also weil wir ja gerade, ich habe ja vorhin gesagt, diese Verknüpfung mittlerweile haben wollen, der Belletristik-Autoren. Und wenn wir da vielleicht, was weiß ich, auf der einen Messe mit dem Autorengespräch haben und dann sehen wir auf der nächsten Messe den passenden Künstler, den zeichnerischen passenden Künstler, dann adaptieren wir das, dann nehmen wir das auf und dann sprechen wir den aktiv an. Manchmal ja sogar ausgemacht. Es kommt auch vor, dass wir sagen, okay, bei der nächsten Messe suchen wir dir mal 2-3 Künstler raus, die wir uns vorstellen können. Aber das ist nicht so ein Suchen im leeren Raum. Also das, in der Regel kennt man dann die Leute schon, hat schon mal was gesehen. Wer taucht denn heute auf einer Messe auf und wo alle sind geflasht? Das ist ja bei der Cloud ja jetzt der Fall, aber sonst. Naja, aber ihr habt ja auch Ria in Erlangen wahrscheinlich entdeckt. Da war das ja auch schon ein fertiges erster Band. Dieses Ria Lichtklaren Chroniken sah auch gut aus. Ich glaube, das habt ihr dann auch einfach so. Ria ist genauso schnell. Genau. Ich habe in 10 Sekunden eingekauft gewesen von der Philosophie her. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis es dann handfest war. Ja. Aber wir haben die Absicht sofort geäußert. Man sieht es und erkennt. Ja, klar. Aber das sieht man ja. Das ist so. Da müsste man sehr in die Details gehen. Weil reden wir von einem Künstler, der sagt, ich kann was und ich will was. Und da siehst du mal eine Seite. Mhm. Oder reden wir jetzt von sowas wie eben Ria und Myhre, da ist das ganze Werk ja schon da. Das sind ja schon 50. Da gibt es ja viele Fragen, die uns aus dem rein kommerziellen, die sich stellen, die da ja gar nicht mehr existieren. Allein schon diese Schwelle, ein Comic zu machen, 50 oder 100 Seiten, das ist eben diese Spreu-Weizen-Trennung. Daran scheitern sehr viele Künstler. Ich mache für mich immer die Unterscheidung zwischen Cover-Artist und Comic-Zeichner. Mhm. Sehr viele sage ich, du kannst super zeichnen, aber du bist ein Cover-Artist. Es ist nun mal ein Unterschied. Cover-Artist wäre typisch, ich mache ein, ja. Selbst wenn er nur Pin-Ups macht, sieht jede Frau anders aus. Aber er kann es. Also einfach mal schnell rückwirkend. Werbeartist, Cover-Artist, ähnliches, Zeitschriften, Titel, viele Titelbildmaler, mit denen wir sprechen aus der Belletristik. Sie machen ein Artwork, sie bekommen für dieses Artwork ihr Geld, sie bekommen ihr Feedback, das kommt auf den Markt. Das findet alles fast in der Echtzeit statt. Der Künstler, der Comic-Künstler, von dem wir hier reden, von den 90% der Werke, die wir haben, zeichnet etwas 1 oder 2 Jahre lang. Und bis das in Deutschland veröffentlicht, ist er schon 1 oder 2 Jahre in seinem anderen Werk. Der hat damit in der Regel nichts mehr zu tun. Das ist seine Genese, das schon. Aber da gibt es kein direktes Feedback. Da klopft ihm keiner auf die Schulter. Der hat sich in Hunderten von Tagen, vielleicht 400-500 Arbeitstagen in sein Zimmer zurückgezogen und hat geschwitzt und gebrütet. Und später irgendwann mal sieht er auf dem Konto, kommt Geld rein. Dann wird er mal eingeladen, dann ist er auf einer Messe und dann, was weiß ich, viele Künstler, die wirklich auch aktiv, wirklich jeden Tag am Comic arbeiten, haben manchmal damit ein Problem, dass sie sagen, am Tresen, die reden dauernd über Sachen, die habe ich vor 2-3 Jahren gemalt. Ich will eigentlich über mein Neues, aber das Werk ist ja nicht da. Also das ist einfach, das muss man einfach für sich wirken lassen. Das ist ein Riesenunterschied zum Coverartist. Der kann am Donnerstag die Idee am Freitag malen, am Samstag auf die Messe fahren und uns anbieten. Also Sichtungstermine macht ihr dann auch auf Messen? Also ich sag jetzt mal so 20 Termine haben wir bei jeder Messe Minimum, ja. Sichtungstermine. Teilweise sind sie fest ausgemacht, per Mail oder sowas. Wir machen das auch gerne dann auf Messen. Also das heißt auch so ein klassischer Mailverkehr im Alltag, der passt nicht, weil man ja den Gegenüber, die Reaktion, man kommt viel weiter, wenn man dann wirklich sich halbe Stunde Zeit nimmt und das ganz konsequent durchspricht. Und die meisten Künstler, die es ernst machen, sind ja auch nicht einen Tag auf der Messe. Ich rate jeden Künstler bei uns jetzt auch, mach ein Anfangsgespräch, ein Vorgespräch, geh mit diesem, alles was wir gesagt haben, gehst du schwanger, das was du gesagt hast, gehen wir schwanger und dann morgen oder übermorgen treffen wir uns auf dieser Messe nochmal. Einfach, dass man das resümieren lässt. Weil es gibt manchmal völlig falsche Vorstellungen. Wir sind ja die ganze Zeit beim Thema der Eigenkreation. Wir drucken bei der Eigenkreation zwischen 3.000 und 5.000 Auflage. Das ist eigentlich so diese Richtung, wo wir hinwollen, damit der Künstler nicht so jetzt bei der 1.500 oder 2.000 Auflage landet, sondern so gedoppelt ist bei 3.000 oder sowas. Aber wir können auch nicht höher wie 5.000, 6.000, 7.000. Das trägt sich auf der einen Seite wirtschaftlich nicht, macht keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite ist das Problem des Lizenzgeschäfts,
wir können nicht als, also wir sind, sagen wir mal, also ich rede jetzt nicht von Spiegel allein, sondern von dem deutschen Markt. Der deutsche Markt liegt im 1-2% Bereich. Das heißt, wir haben 98% Import und haben 1-2% Eigenkreation. Wie sollen wir denn aus der Eigenkreation heraus den Markt definieren? Das macht gar keinen Sinn. Wenn wir hingehen und sagen, der deutsche Künstler ist deutscher Künstler, der kriegt das Doppelte, das Dreifache an Geld. Ich kann sowas mal machen. Ich kann sowas theoretisch irgendwo versuchen zu vertreten, weil der Künstler davon leben muss. Aber ich kann ja nichts drauf aufbauen. Ich kann mir nicht hingehen, deutscher Pass, kriegst du immer das Doppelte wie ein Franzose. Was würden die sagen? Was sagen die Lizenzgeber? Die Lizenzgeber sagen, Leute, ihr habt von uns 70 Lizenzen, die verkaufen alle besser und wir kriegen von euch weniger Geld. Wir lizenzieren so, damit ihr als Laden lebt und ihr pulvert das alles in den deutschen Künstler rein. Also das ist einfach, sowas kann man mal andenken, da kann man in die Richtung gehen, aber wenn ich über das Geschäft, über das Business rede, dann sollte es schon das sein, dass man jedem Künstler auch sagt, wie eigentlich in Europa, jetzt, also er muss ja mit dem amerikanischen oder dem japanischen Markt, hat ja sowieso nichts zu tun, aber wie das Geschäft in Europa läuft, das muss man ihm schon klar machen. Und dass er da vom deutschen Boden aus nicht die beste Startrampe hat, ja, aber ich sage ja schon ganz einfach, er kann froh sein, dass er nicht aus dem Osten kommt, weil das ist noch schlechter. Also es gibt im östlichen Bereich, den neuen EU-Ländern, was weiß ich, gibt es Riesentalente, die haben null Chancen, weil die einfach diesen Markt gar nicht aufbauen können. Die haben diese Kontakte, ne, die Connection, das bringt nichts. Es gibt ja keine so Studiozeichner, wie es früher mal zum Beispiel bei Bastai oder so oder auch bei Kauka üblich war. Da hat sie auch öfters mal aus dem Osten, also jetzt Polen, Tschechen, auch unter anderem auch mal schon waren Russen, Jugoslawien, es war ja alles schon dabei früher. Ja. Da haben der Steffen und ich, glaube ich, am Telefon auch drüber gesprochen. Über diese Geschichte, über Fix und Foxy, über Basta, über was weiß ich, über Produktion. Ausbeutung der Zeichen. Im damaligen Jugoslawien wurde produziert, dann wurde später in Italien, in Spanien produziert. Ah ja, warum? Weil es günstiger war und weil man es auf dem hochwertigen deutschen Markt verkaufen. Man hatte also quasi Währungsgewinne. Aber ich habe ja gerade auch gesagt, die neuen EU-Länder. Das Problem ist ja genau das, dass du da zum Beispiel rein der Währungsunterschied hat ja früher schon Geschäfte gangbar gemacht. Der fällt ja weg. Das heißt also, ich würde auch jemandem nicht raten, darauf eine Karriere aufzubauen, weil wenn das so weitergeht, egalisiert sich das ja. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht hingehen und kannst sagen, 1:10 tauscht sich um. Aus der Produktion zum Beispiel kann ich sagen, dass wir einmal in Litauen gedruckt haben und in Litauen hat das weniger als die Hälfte gekostet als in allen anderen Ländern in Europa. Aber das war nur der Effekt, weil die ihre jetzt parallel die letzten 3-4 Jahre ihre eigene Währung hatten und durch den Umtauschkurs war das halt nochmal 2:1, hat sich der Preis halbiert. Das ist jetzt mittlerweile weggefallen. Dieselbe Druckerei ist heute für mich zu teuer. Das war auch nur mal ein Test, aber es war nur eine Übergangszeit. Und so kann man ja keine Künstlerkarriere kalkulieren mit Währungsschwankungen oder was weiß ich. Das ist es nicht. Nee, man muss dann schon schauen, was gibt es auf dem Markt, wo funktioniert es, was könnte man. Wenn es jetzt darum ging, bei der Frage generell für die Künstler, wenn die Künstler zuhören und das wissen wollen, wie sie das am besten gestalten, also meiner Meinung nach muss man heute auch ganz klar als Künstler sich irgendwo selbst multimedial ganz deutlich selbst in die Hand nehmen und vermarkten. Das ist schon der Unterschied. Das macht die Claudia mit Mühre schon, die hat ihre Webseite, das war ja bei Ria dann genau das Gleiche und das ist eigentlich bei all diesen Deutschen, die jetzt im aufwendigen Stil zeichnen, ist das fast überall so. Die haben sich über Webseiten gratis ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt, viel kommuniziert, multimedial oft auch gedacht und sowas in diesen Richtungen. Das gehört wahrscheinlich schon dazu. Das war früher nicht Job des Künstlers. Heute fängt der Künstler von vorne, also bei Null an und startet damit gleich und Verlage könnten es gar nicht schultern. Also das ganze Künstler kann das auch besser. Der Künstler verkauft sich damit erstmal selbst und der kennt sich halt selbst auch am besten. Der kriegt die Sympathien ab. Wenn ich als Verlag sage, hier ein super Künstler, das bringt nichts. Der muss selbst seine Sympathien da raustragen. Er muss ja später, wenn er mal erfolgreich ist, sowieso mit den Leuten umgehen. Das heißt also im Endeffekt lernt er quasi ohne das gedruckte Produkt, also ohne eigentlich diese Markt, also das ist eigentlich der Vorteil im Online heute, dass ich ja eigentlich, wenn ich richtig denke, schon den Markt testen kann, ohne dieses Strangulieren des Marktes da eingebunden zu sein. Man kann es als Vorteil sehen. Jetzt würde ich, oder wozu?
Ich wollte eigentlich speziell mal auf dieses Online, diese Online-Richtung nochmal eingehen, weil mich das sehr interessieren würde. Das ist im Endeffekt eine Frage, die ich in der Form auch Vertreter von CrossCult schon gefragt habe, auch Vertreter von Panini Comics schon gefragt habe. Denn wenn es eine Sache gibt, die mir beim Splitter Verlag von außen betrachtet sehr, sehr positiv auffällt, dann ist es euer Internetauftritt, generell eure Online-Präsenz. Im Speziellen jetzt auch Facebook. Ihr seid ein Verlag, der zum Beispiel, wenn Rezensionen im Internet entscheiden von euren Büchern, diese eben auch mal teilt. Und das Teilen vom Verlag selbst des Beitrags ist für die einzelnen Magazine und Online-Plattformen echt nicht zu unterschätzen, was auch Reichweite zum Beispiel angeht. Also das gefällt mir wirklich sehr positiv, das fällt positiv auf. Und da auch mal andersrum gefragt, wie wichtig ist es denn für euch, dass ihr online auf verschiedenen Plattformen besprochen werdet und das Splitter da auf diesen Plattformen eben auch kursiert? Hat das irgendeinen Impact für euch, wenn eben jetzt Myhre meinetwegen eine intensive Besprechung in der Comic-Community zum Beispiel bekommt? Hat das einen Impact oder ist es eigentlich völlig irrelevant, ist es eigentlich nur wichtig, dass im Feuilleton von Spiegel irgendwas auftaucht? Ja, also in jedem Fall gibt es ja den Größeneffekt, also das ist keine Frage. Also wenn wir spüren sowas wirklich erst, wenn das wirklich in den großen Magazinen oder sowas, was besprochen wird auf den großen Portalen oder sowas, dann ist das spürbar. Vorher ist das definitiv einfach, wie soll ich sagen, man erntet in den kleinen Erbsen, man sammelt und irgendwann mal ist das Körbchen halt voll. Aber das betrifft das ganze Geschäft. Das ist nicht so, dass man da irgendwo die Millionen reinfährt, sondern man macht da ein Geschäftchen und da ein Geschäftchen und irgendwann am Schluss sagt man, als Ganzes hat es dann doch funktioniert. Da liegt auch der Vorteil des Verlages eigentlich gegenüber den Künstlern, weil der Künstler kann ja so schnell nicht zeichnen, wie wir veröffentlichen können. Und so haben wir es halt geschafft, in den 12 Jahren jetzt Splitter auch so wachsen zu lassen, dass wir praktisch wir haben es immer refinanziert. Wir haben auch, also vielleicht wäre es jetzt der Moment, weil du gesagt hast, mit der Grundethik, wie ist man überhaupt rangegangen? Das war bei uns schon ganz wichtig, weil wir haben ja von Anfang an, wir sind Künstler. Wir haben nicht irgendwie das Kommerzielle im Vordergrund gehabt, sondern wir wollten eigentlich schon irgendwo in der Community ankommen. Wir wollten die Community binden. Wir haben ja ganz groß auf der Fahne alles, was so Bestand hatte aus den, man sagt ja immer, was jetzt den Altmarkt macht, die goldenen 80er Jahre, alles, was da gut war, so quasi ihn zu halten. Das heißt also auch für die Fachläden zu arbeiten und sowas. Es gibt ja so ein paar Sachen, die macht Splitter wie eine Selbstverständlichkeit und nicht jeder Verlag macht das. Du hast das gerade gesagt mit dieser Kommunikation. Wir haben immer 15, 20 Seiten Leseproben von allen Comics. Also es gibt nicht, wir haben 1685 um den Dreh rum, gerade online, mal 10, 15, also 150, 200.000 Seiten Comic kann man bei uns gratis lesen. Das ist mit Sicherheit erstmal die Nummer 1 im deutschen Markt. Daran wird auch nicht gerüttelt. Das sagen wir auch immer bei jedem, wenn wirklich mal ein Lizenzgeber noch sagt, ach, das wollen wir nicht, dann sagen wir, nein, wir sind da offen, wir sind kommunikativ. Weil wir uns damit auch nicht schwer tun, weil wir aus der Künstlersicht kommen, weil wir sagen, nur was gesehen wird, kann auch dann später draußen eine Reaktion hervorrufen. Geht das mal gar nicht vom Erfolg, sondern die Reaktion überhaupt erstmal. Einfach nur zu sagen, ich bin schön und lass mich aber nicht sehen. Also ganz so, ich mache einen Vorhang vor mich und will dann irgendeine Reaktion haben. Nein, ich muss mich öffnen, ich muss rausgehen. Das haben wir gemacht im Prinzip mit den Leseproben. Wir machen das in unserer persönlichen Art kommunikativ. Wir sind eigentlich sehr, sehr offen. Wir haben immer sehr viel über Internes, über uns als unsere Absichten, über alles gesprochen. Sind auch immer sehr offen bei den Künstlern mit allem, was wir tun. Also da gibt es nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, das ist Business, das ist Geschäft und das gehört da draußen nicht irgendwie kommuniziert. Nein, also da sind wir eigentlich sehr, sehr offen. Es gibt Dinge, die man nicht sagen dürfen, es gibt Verträge, die das verbieten und so. Aber im Prinzip wollen wir jetzt nicht irgendwo eine geheime Glocke übersplittern, sondern die soll offen und frei transportiert werden. Daraus entsteht auch das, was mit Sicherheit auch ziemlich einmalig ist, weil wir eben diese Community sehen und weil wir auch, eins unserer Fahnen ist ja auch aus diesen 80er Jahren, wir wollen ja auch ganz klar immer das Fachgeschäft zum Beispiel auch immer erhalten, weil das ist ja diese Changing of Time, alles, was sich so ändert. Wir streben das nicht an, dass die Welt sich dann groß ändert, sondern wir wollen eigentlich das Gute erhalten. Wir gehen schon neue Wege, aber das andere jetzt nicht damit gefährden. Zum Beispiel ist es so, dass Splitter halt einfach definitiv nicht irgendwo was vorher selbst verkauft. Das machen wir nirgends und nie, das haben wir nie gemacht. Das machen sehr viele Verlage, die sagen, es gibt nur only bei uns oder 4 Wochen vorher. Haben wir nie gemacht. Splitter hat alles. Selbst unsere limitierten Sachen, die wir auch jetzt nicht ganz groß an die Glocke hängen, weil wir sie gar nicht so machen. Also 99% unseres Programms ist ja unlimitiert. Aber das limitierte Material gab es immer für den Handel. Immer lange, monatelang vorher zum Bestellen. Also
so, dass wir zum Schluss ja auch, also wir haben von unserer Fünfjahresfeier unsere eigenen privaten Exemplare alles rausgegeben, damit jeder glücklich ist da draußen. Ne? Das einfach so, das ist das Verständnis, weil wir das rausgeben wollen. Und die nächste Besonderheit, die mit Sicherheit auch einmalig ist, das wird man auch nicht sehen. Eben wie gesagt, bei über 1600 Büchern wirst du in jedem Buch lesen, Empfehlungen für andere Verlage. Bei uns ist es Standard im Impressum schon immer, dass alle von diesen Künstlern, alle erschienenen Werke im Inland oder im Ausland bei den anderen Verlagen genannt wird. Also, dass wir Empfehlungen geben für andere Bücher von Konkurrenten. Ist in jedem Splitterbuch Standard. Von Anfang an. Ich will uns da nicht moralisch über irgendwas heben, sondern es ging einfach, es ist klar, Splitter ist aus einer ganz anderen Intention entstanden. Das war nicht, wir wollten auch gar nicht ursprünglich so groß sein, wie wir heute sind. Das war nicht das Ziel. Das war einfach nur, wir wollten schöne Comics machen, wir wollten natürlich möglichst viele Leute glücklich machen, aber viele Leute war dann irgendwann mal halt eben auch mehr Titel und mehr Kontakte und der hat dem und der dem hat das gefallen und schon war irgendwo Splitter immer größer. Und weil wir auch alles in die Comics reingesetzt haben, haben wir auch immer alle Gewinne in den Verlag. Wir haben also auch nichts rausgezogen über die Jahre. Das ist alles da reingewandert. Deshalb hat Splitter auch, ich kann die Zahl gar nicht mehr sagen, ich weiß nicht, 130 verschiedene Projekte wie Schuber, Figurenedition. Da haben wir das ganze Geld reingesetzt. Keiner von uns dreien fährt Porsche. Dafür haben wir halt die schönsten Schuber auf dem Markt. Das ist halt irgendwo diese Art. Das ist ein anderes Statussymbol. Schönste Schuber auf dem Markt. Wirtschaftlich ist das, hat sich das halt nie, das rechnet sich nicht. Also man kann daraus kein Geschäft aufbauen. Aber jetzt könnte man natürlich wieder den Gimmick-Gedanken, dann haben wir ja auch tatsächlich sowas gemacht. Das war wieder okay. Aber es war ja originär immer auch am und in dem Comic und man konnte es ja immer auch ohne kaufen. Hm. Das immer, das war bei uns ja immer, also ich wüsste jetzt wirklich nicht, ob wir irgendwann mal dagegen verbrochen hatten, aber es war immer so, es wird auch keiner zu diesen Produkten gezwungen. Auch die Kunstdrucke, auch das. Wir haben, na, ich sage mal 200 bis 250 Büchern mit 2.500, 3.000 Auflage, mit Kunstdrucken und Nachauflagen ja auch noch gehabt, lange Jahre. Also das liegt im Millionenbereich, weil vielleicht 1 Million Kunstdrucke verkauft deutschlandweit für 1 Euro im VK. Die haben wir in der Regel für 1 Euro hergestellt. Das heißt, die sind hergeschenkt. Das ist eigentlich ein Giveaway. Es gibt Verlage, die nehmen für solche Kunstdrucke 20, 30 Euro. Wir haben immer 1 Euro genommen. Und über den Handel. Die haben sie ja meistens dann direkt verkauft, nur am Handel vorbei. Das sind halt Unterschiede, aber das würden wir immer wieder so machen, weil das praktisch diese Grundgedanke war. Der Gedanke, wir wollen in dieser ganzen Blase nur mitspielen, wenn diese positiven Aspekte erhalten bleiben. Da auf jeden Fall nochmal Kompliment, auch wie ihr beispielsweise bemustert, zum Beispiel eben auch jetzt speziell eben verschiedene Redaktionen auch bemustert, die es ja bundesweit gibt. Ganz, ganz toll. Wir sind mittlerweile ja so groß, dass wir das auch eigentlich, also es ist schon nicht auch so einfach, weil das Ganze ist ja quasi nochmal ein Leben innerhalb des Lebens des Verlages, dass wir natürlich jetzt, wenn man einfach mal wie die letzten paar Jahre spricht, uns immer mehr professionalisiert haben. Wir haben halt praktisch Abteilungen für die verschiedenen Arbeitsbereiche. Ne? Und so haben wir im Prinzip einfach fürs Marketing einfach schon Personen, also der Max ist jetzt da speziell für eingestellt fürs Marketing. Und wir hatten da vorher schon extra Marketing-Leute, schon seit ein paar Jahren machen wir das ja, die aber definitiv auch wirklich aktiv sind. Also das heißt, die nicht so einfach nur sagen, naja gut, wenn einer anruft, dann nehme ich den Hörer ab, sondern die definitiv einzelne Produkte mit einzelnen Aktionen und allem einfach pushen. Das Ganze trägt auch nach wie vor bei, dass Splitter immer noch in die Breite wächst. Wir sind bei jetzt 17, also wir haben jetzt das erste Mal, was haben wir, 24 im Oktober, gell? 24 glaube ich in einem Monat oder was, Titel. Wie soll ich sagen, es wirkt immer noch so, dass wir immer noch expandieren könnten. Aber wir sind, das ist jetzt vielleicht auch das, was manche da draußen ja nicht wissen, wir sind ja auch ab jetzt ja zu zweit. Also Dirk und ich sind jetzt Splitter, weil Delia ist ja aus dem Verlag dann ausgeschieden. Und das heißt also, wir wollen jetzt einfach nur auf uns bezogen, auch aufs Alter bezogen. Ich bin der irgendwann mal immer wieder so diesen Stichwort Rente oder sowas fallen lässt. Wir wollen jetzt im Moment halt einfach gar nicht mehr expandieren. Vielleicht, wenn wir mal wirklich die Mannschaft noch besser aufgestellt haben, dass wir dann sagen, wir gehen nochmal so einen Schritt. Aber Splitter war einfach immer nur, weil das ist wie so ein Baby, wie so ein Kind, weil wir alles, was wir da über Splitter eingenommen haben, im Alter immer wieder in Splitter rein ausgeschüttet haben. Und deshalb ist das in die Breite. Und der Markt geht immer in die Breite. Und jetzt
um generell nochmal über den Markt zu sagen, weil das hat Splitter ja nicht beeinflusst. Das ist halt typisch für Deutschland. Einen 98-prozentigen Importmarkt kann man nicht vergleichen mit einem Produktionsmarkt. Wir haben vorhin ja über diese Zeiten gesprochen. Der franco-belgische, der amerikanische, der japanische Markt, das sind Produktionsmärkte, die aus sich originär heraus existieren und auch existieren müssen, sonst würden die ja gar nicht so sein. Also die würden ohne Deutschland alle drei genauso existieren, wie sie heute auch sind. Ja. Und aus dem Gesetz, was daraus entsteht, spult sich nichts ab, was wir in unseren Markt übernehmen können. Wir können diese Auflagen nicht fahren, wir können diese Gehälter nicht zahlen, wir haben auch nicht dieselben Interessenslage, wenn man es jetzt so will. Also nicht, dass wir jetzt gegen die Lizenzgeber arbeiten würden, aber unser Interesse kann nur sein, einen Markt so zu haben, dass wir jedem Leser, den wir erreichen, das Produkt kaufen. Und wenn das Produkt kaufbar ist, dann kaufen wir das. Das ist ein Unterschied. Im franco-belgischen Bereich entsteht, und deswegen ist ja auch der ganz speziell gegenüber den anderen beiden, dem amerikanischen und dem japanischen, die ja überwiegend Studiomärkte sind, also jetzt vom hohen Umsatz her gesehen. Das heißt, es gibt Lizenzen, es gibt Inhaber und die delegieren das an Künstler, die bezahlt werden und die diese Arbeit so oder so zu machen haben. Das ist dann schon so mehr direktiv. Und bei uns ist es ja so, also bei den franco-belgiern ist ja so, die Verlage, wenn wir mit denen Lizenzgespräche sind, die haben manche Künstler, nämlich Bourgeon, der alle 5 oder 10 Jahre mal, wenn überhaupt, ein Comic ablegt, da wissen die 3 Tage vorher nicht, mit was der kommt. Der ruft an und sagt, ich komme morgen mal vorbei und dann legt er denen 60, 70 Seiten hin und wenn die dem keinen guten Preis machen, geht er in ein anderes Verlagshaus. Das ist also die ganze Umkehrung der Schiene und das gehört dem auch. Dem gehört sein Name und sein Universum und wir sind in diesem Konstrukt, diese Künstlerorientierung halt eben wieder nur diese 2%. Also wir haben diese Orientierung auch 100%, dass wir den Künstler als auf das grobe Protest heben, was wir auch sehen. Aber wir können es ja nicht definieren vom deutschen Markt aus. Das heißt also, wenn jetzt, wir können einem Bourgeon nicht sagen, du verkaufst dich 3-mal so gut wie manch andere, machen es 3 Stück im Jahr. Es passiert nichts in der Art. Ja. Das ist interessant, dass der Markt offensichtlich anders aussieht, als was man da aus dem Indie-Bereich häufiger mal hört. Denn da bereut es natürlich der ein oder andere durchaus, dass es natürlich eine ganze Menge auch deutschsprachiger und deutscher Comic-Künstler gibt, die dann aber häufig eben das Gefühl haben, ja, im Endeffekt im Eigenverlag stecken zu bleiben oder eben auch nur irgendwelche anderen Wege zu finden, eben weil sie keinen Verlag finden, der ihre Sachen publizieren möchte, weil es zum Beispiel eben auch nicht ins Verlagsprogramm passt. Kommt ja darauf an, womit zu. Also ich höre das wirklich sehr oft, so ein bisschen diesen Vorwurf, na, die Verlage, die wollen ihre eigenen Künstler ja gar nicht, die deutschsprachigen Künstler gar nicht unterstützen. Und da gibt es dann eben auch so Verlage, die ja, quasi sich genau aus diesem Grund gegründet haben. Beispielsweise Plan Plan Productions, die aus genau dem Grund existieren. Keiner wollte Chris seine Werke, also hat er es eben selbst auf den Markt gestellt und inzwischen gibt es sie seit 10 Jahren und zwar auch ganz gut. Aber da kann er doch stolz drauf sein. Kann er sehr stolz drauf sein. Das ist ein Vorwurf, den man häufiger von verschiedenen Rücken hört. Mehr Geld eingenommen haben, wenn er den Kram beim Verlag veröffentlicht haben. Das wäre nicht mehr Geld, was er verdient hätte. Und jetzt ist alles Geld, was er verdient, von seiner Arbeit für ihn selbst. Das ist auch cool. Also aus der Generation, wo ich komme, das war ja so quasi die in den 80ern angefangen haben. Das Problem des Künstlers, und das überwiegend ja des Zeichners, weil der die höhere Zeit drin hat, also die Autoren haben da nicht so ganz das Problem damit, aber des Zeichners, ist ja, es ist eine Schwelle. Die Schwelle war damals professionelles Buch in Farbe, gerade die Farbschwelle war damals schweineteuer, die Auflagenschwelle konnte damals, also im Albensegment musste man 5.000, 6.000, 7.000 produzieren, darunter hat man ja überhaupt nur Geld draufgelegt, weil der Stückpreis zu hoch war. Das heißt also, die war für unsere Generation prägend. Und die war auch 20 Jahre lang eigentlich das Hauptthema für den Künstler. Der Künstler wusste immer nicht, ich sage jetzt mal so einfach Betrag X in den 80er Jahren, 20.000, 30.000 Mark brauche ich, sonst nehme ich nicht an diesem Markt teil. Also ich habe keine Auflage, ich habe keinen Vertrieb, bin nicht in den Läden drin. Also jetzt von der Professionalität her gesehen. Ne? So, und diese Schwelle ist weg. Aber dadurch hat sich jetzt eine zweite Schwelle aufgebaut. Ich mache das jetzt einfach mal als Zahlenspielerei. Ich sage jetzt einfach mal die 30.000 D-Mark, damals halt D-Mark-Schwelle, einmal 30.000 oder heute vielleicht 3 mal 10.000 oder 10 mal 3.000. Also sind 10 kleine Schwellen, a 3.000, leichter zu überwinden, also ein Hürdenlauf, als vielleicht einmal eine große Mauer. So war das damals. Das heißt, heute steht man da und kann mit viel weniger Geld und kleinerer Auflage am Markt sein. Aber andere können das halt auch.
Und so steht man dann heute in der Situation, dass man heute praktisch ein neues, füllendes, farbiges Buch am Markt hat. Auch als Kleinverleger, eben sich selbst verlegend. Und auf einmal steht man halt eben mit 10 anderen Konkurrenz, die im selben Jahr, im selben Monat dasselbe gemacht haben. Und das war halt früher selektiver. Früher war die Mauer viel höher. Heute gibt es mehrere Mauern hintereinander. Ebeneinander. Das Gefühl bei den Künstlern kann ich verstehen. Ich komme aus der Schiene, ich kenne das im Prinzip, dass es wie ein Rennen gegen Mauern ist. Aber das ist, ich kann praktisch heute, wie soll ich sagen, einfach nur mal schon mal sagen, na, dann nimm halt die erste Mauer und die zweite Mauer, diese kleine 3000er, ich nenne es jetzt einfach so symbolisch als Zahl. Weil damit kann man schon digital was produzieren, drucken, schön in Farbe. Die Vertriebe gehen heute in Auflagen runter und bieten was an Leistung, was es früher keine Diskussion gegeben hätte. Das sind alles Sachen, also meine Schwellen damals waren 10-mal höher, 10-mal. Da würde ich mir heute überhaupt keine Gedanken drüber machen. Aber ich weiß, dass halt, wenn man es damals geschafft hatte, natürlich eben ein Schritt weiter war. Heute muss man vielere, kleinere Schritte gehen. Aber ich kann halt nur jedem raten, schau, dass du diese Schwellen machst. Und jetzt beim Thema des Eigenverlags, naja, dann macht man halt den Eigenverlag. Hat man ja früher auch gemacht. Früher war es aber so schwierig, weil früher war es dann schwarz-weiß und fotokopiert und dann ist man in die Läden gegangen und dann hat der Laden gesagt, was soll ich das in mein Regal setzen? Das verkauft sich ja nicht. Einfach nur, weil es halt eben nur eine Fotokopie ist. Ja. Oder der Kunde sieht da drin den Wert ja dann schon gar nicht allein vom Materiellen her gesehen. Ja. Also sollte man diese Schwelle eigentlich erst einmal angehen. Und wenn man dann, wie gesagt, ich versuche das mit diesem kumulativen über Lebensspanne, man sollte sich seinen Lebensentwurf halt konkret überlegen. Ich glaube, dass das heute auch leichter ist, weil dafür ist ja das Internet wieder gut. Ich kann mich ja heute informieren über viele, viele Sachen. Das war damals für viele ja die Schwelle, dass sie gar nicht wussten, wie geht das? Wie mache ich das? Wie komme ich denn? Wenn ich heute praktisch wie... Für mich, ich habe mein erstes Buch da irgendwo in den 80ern gehabt, wie kann ich das jetzt in Bremerhaven verkaufen? Was soll ich da denn machen? Ich kann ja nicht mit 5 Büchern da jetzt in den Kofferraum und nach Bremerhaven fahren und in einzelnen Läden abklappern und dann versuchen, ein Buch anzubieten. Heute kann ich einfach ein Mailing machen und kann mit Läden und sowas. Also es sind kleine Brötchen, aber so sollte man auch das Digitale heute verstehen. Das sind schon Chancen da drin. Und ich kann ja sogar weltweit verkaufen. Das geht ja noch, wird ja noch lustiger im Prinzip. Ob man dieses Abenteuer eingehen sollte, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kenne 2, 3 deutsche Künstler, die halt sagen, du, ich verkaufe mein Artwork, weil sie die Webseite in Englisch machen. Die verkaufen nach Amerika und England besser wie in Deutschland. Also die Chance sollte man halt dann nutzen, dass der Markt viel größer geworden ist, international gesehen. Marcel, du bist dran. Meinst du? Also ich wollte jetzt mal vom Künstler weggehen, aber auch noch im Lizenzbereich bleiben. Und zwar, ich wollte mal was fragen. Ihr macht ja zum Beispiel Gesamtausgaben oder auch das ein oder andere Album, was ihr nochmal mit irgendwelchen Zusatzseiten oder sowas bestückt, beziehungsweise Gesamtauflagen, wie jetzt zum Beispiel bei Denkuber, wo er weltweit Sachen zusammentragt. Gibt es da eigentlich auch praktisch das Geschäft ins Ausland, das ein anderer Verlag in, ich sag jetzt mal in Holland oder meinetwegen auch in Frankreich hingeht und sagt, oh, ihr habt da eine besonders schöne Ausgabe gemacht, die würden wir gerne auch bringen. Gibt's sowas? Habt ihr sowas schon mal probiert? Also rein, was wir wirklich gemacht haben, war jetzt 2 oder 3 Fällen Co-Produktion. Das heißt, wir haben ja schon fürs Ausland produziert. Mhm. Das heißt, es gibt Ausgaben von unseren Büchern im Ausland. Weil ich habe sowas in Holland gemacht, gesehen, wo ich gesagt habe, Mensch, das sieht ja aus wie ein Splitter-Album. Ja, da haben die dann höchstens vielleicht ein anderes Titelbild gemacht oder so. Ja, es kommt ja immer darauf, was ist. Aber in der Regel haben es ja nicht nur die gemacht, sondern wir haben es gemacht. Also das heißt, wir haben auch fürs Ausland schon produziert und verkauft. Ja. Das heißt also, das ist dann Splitter, aber es steht was anderes, also von den Machern her, aber es steht was anderes drauf und haben es verkauft. Wir gehen auch, also wir haben ja vorhin gesagt, wir versuchen... Oder sagen wir es mal so, man muss nicht nur mit den Künstlern, man muss nicht nur mit den Verkaufsstellen, man muss mit den Lizenzgebern, man muss überall versuchen, neue Kontakte zu knüpfen. Und wir versuchen das halt in dieser ganzen Businesswelt halt auch zu machen, viel mehr über Koproduktionen, Kooperationen. Das ist ein bisschen problematisch, weil die Franzosen das ja auch sehr stark und gerade in den letzten paar Jahren sehr stark, weil die sich gerne die Druckkosten, die Einnahmen aus den Druckkosten und sowas mit einverleiben und deshalb wollen sie ja sehr oft Lizenzen auch nur verkaufen, aber es ist für uns ein No-Go, weil wir uns als doch schon im Albensegment Big Player sehen und sagen, nein, das geben wir nicht her, sondern wir müssen eher versuchen, sogar noch was an uns ranzuziehen. Also wir müssen eigentlich unser
also das externe Wachstum mit den Produkten auch in internes Wachstum. Das heißt, wir brauchen mehr Geschäftskontakte, mehr Kooperationen, wo aber Splitter eben nicht Nutznießer ist, sondern eigentlich Akteur ist. Also wo wir sagen, es geht jetzt erstmal nicht, wer den größten Nutzen hat, sondern einfach, dass wir das bestimmen, wie das läuft. Und da machen wir Kooperationen. Ja? Das machen wir jetzt ganz aktuell, haben wir das mit iKill Science gemacht, als Beispiel. Da gibt es ja zwei verschiedene Ausgaben. Da gibt es einen mit DVD-Box in so einem kompletten Set. Und dann gibt es unsere normale Buchhandelsausgabe. Und die beiden sind in zwei ganz verschiedenen Märkten, treten die an. Und die eine ist bei uns über ISBN-Nummer und die andere wird einfach anders verkauft. Und wird ja nur als Bundle auch angeboten. Gell? Also eben so ein Präsent-Set. Leider, es war vor 2-3 Tagen hier an der Tür. Der Postbote ist wieder umgedreht und weg, ist wieder zurückgekommen. Ich habe es nicht vor, sonst könnte ich es zeigen. Das Set, leider liegt es nicht vor. Ich kann das Buch zeigen, weil das Buch habe ich ja produziert, aber das Set, das fertige konfektioniert, das ist in Polen gemacht worden, ist das konfektioniert worden. Und so suchen wir halt Kooperationspartner, um sowas halt mal auszutesten, dass man einfach sagt, okay, es gibt halt verschiedene Märkte, die Comics reinzubekommen. Aber wir wollen nicht das Comic selbst ändern. Das wollen wir nicht. Also das heißt, Kooperation heißt ja für uns immer auch, dass das Comic das Comic bleibt. Das ist Gesetz. Gut. Es ist spät geworden. Mhm. 4,5 Stunden habe ich gehört, gehen drauf. Ja, aber so die erste Hälfte haben wir. Habe ich leider nicht. Vor dem Talk mit dem Horst ist nach dem Talk mit dem Horst oder andersrum. Ja, genau. Andersrum, genau. Das heißt, wir haben wieder mal noch ein paar Fragen, die wir beim nächsten Mal spätestens ins nächste Jahr verschleppen können. Und es steht immer noch aus, der Spaziergang durchs Studio. Aber das machen wir dann irgendwann mal. Das wird auch heute nicht klappen. Ha? Das wird auch heute nicht mehr klappen. Nee, das wird auch ja, da musst du auch mal, sollte man vielleicht vorbereiten, weil du wolltest dann ja ein paar Videosnippets genau machen oder sowas, was ja, ich, dass man. Oder Fotos, ja. Dateien genau oder. Ja, vielleicht auch per Video, oder? Dass man ja sieht, wie sich Dinge bewegen, wie, dass man da den Workflow oder die Arbeit oder sowas sieht. Genau. Es ist halt, Comic ist halt heute auch, wie gesagt, das, was derjenige dann am Schluss als Papier liest, aber die Entstehung findet ja doch zu 80% schon am Computer statt. Gibt es noch was in die Zukunft, also wo du jetzt noch irgendeine Zukunftsperspektive sagen willst? Was ist als nächstes Jubiläumsalbum gedacht? Weil ihr macht ja jedes Jahr jetzt Möbius noch ein Jubiläumsalbum. Ja, der Möbius, der ist ja schon angekündigt. Gibt es schon irgendwas, was man rauslassen darf? Noch nicht? Gut. Ja, Marcel versucht nochmal so einen Vorhang jetzt. Wir kommen jetzt zur Abteilung Geheimnis. In der späten Stunde kann man vielleicht nochmal was rauslassen. Das gibt es erst, wenn das Mikro aus ist. Also wir arbeiten an insgesamt vier Eigenproduktionen, wobei zwei sehr sicher kommen werden und zwei vielleicht. Das ist also das, was wir wieder machen. Also das wäre dann vielleicht halt Deutsche Künstler 4.0 oder wenn man das irgendwie trennt. Okay. Wobei ich ja gesagt habe, wir machen ja gar nicht mehr so diese Welle, sondern wir gehen jetzt aktionsmäßig rein. Es ist nach wie vor, dass einige Autoren gerne mit uns das machen würden. Aber es ändert ja nichts an der wirtschaftlichen Grundsituation. Und auch das ist ja, wir hatten ja im Vorgespräch, hatten wir ja darüber gesprochen, dass wir sagen, wo kommt denn das mit den Gimmicks, vielleicht kann man die paar Sätze ja noch sagen, wo kommt das denn mit den Gimmicks her am Kiosk, dass die Leute am Schluss ja nur noch das Gimmick kaufen wollten oder wollen bis heute und das Comic ja keine Rolle mehr spielt. Man muss mit allem, was man macht, mit diesen Aktionen und sowas, man muss halt eben darauf achten, dass man die Orientierung nicht verliert. Weil das ist das, was ich ja so als Gefahr für die nächsten paar Jahre sehe. Ich sehe nicht diese Branche wegbrechen, so von heute auf morgen, weil das, was heute, sagen wir mal, die kaufende Generation ist, ist in 10, 20 Jahren eigentlich überwiegend auch noch da. Einzelne Bereiche, klar, Comics aus den 50er, 60er, die berühmte Wäschergeneration, was weiß ich, das ist halt dann, sag ich mal, die. Stirbt als erstes. Das ist die jetzt halt auch schon, ja, wo auch einfach die Verkaufszahlen auch deutlich einbrechen. Und ganz klar, wenn jetzt etwas aus den 70ern ist, ist es vielleicht auch schon das, was jetzt vielleicht die nächsten 5 oder 10 Jahre gefährdet ist. Aber es gibt ja auch die Comics aus den 80ern, aus den 90ern, aus den Nullern und die sind ja noch frischer. Und da kommen wir ja schon gleich, was weiß ich, zu modernerem Material. Nehmen wir einfach Skydoll oder was weiß ich. Ist ja auch schon 20 Jahre auf dem Markt oder sowas. Also ist ja auch aus den 90ern, gell? Oder von der Entstehung. Ist immer noch top modern. Also da bricht da nicht irgendwie was weg, dass man sagt, in den 5 oder 10 Jahren ist Schluss. Aber was halt passiert ist, das merkt man auch auf Messen, das merkt man in Erlangen. Ich bin da also ganz, ganz klar Kritiker von dem, weil auch die Frage ja war nach den deutschen Künstlern, dass die sich ja oft auch nicht richtig aufgefangen fühlen von der Verlagswelt, also von unserer Seite und so. Es ist genau das, sieht man halt. Das ist ein Gesamtphänomen. Ich würde da keinem Einzelnen Schuld geben, aber das Gesamtphänomen ist,
dass man heute sagt, es kommen vielleicht doppelt so viele Zuschauer, Interessierte nach Erlangen, aber es kommen vielleicht 10-mal so viele Künstler und Verleger wie vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Das heißt also, dieser Kuchen wird halt immer breiter verteilt. Und in dieser Situation kommt eben genau das mit diesen Gadgets und Gimmicks und was weiß ich. Das heißt, wir als Verlag, soll jetzt kein Jammern sein, weil wir machen so eine Messe einfach auch, weil das auch Spaß macht. Aber wirtschaftlich gesehen ist es so, dass zum Beispiel so eine Messe, wir haben ein Produkt, das kostet, sagen wir mal, einfach 15 Euro. Und dieses Produkt hat ja, bis es, sagen wir mal, eine ganz normale Lizenz, 10.000, 15.000 Euro gekostet mit Herstellungskosten und Vertriebskosten. Wenn es eine Eigenproduktion vielleicht auch 20 oder 30.000 mit allem drum und dran. Und nebendran ist ein Stand und jemand verkauft für 15 Euro eine Farbfotokopie, die gekostet hat 35 Cent. Das ist dann das, was halt das Problem darstellt. Ich will es keinem einzelnen Künstler irgendwie verbieten. Ich sehe nur einfach die Problematik, dass die Erwartungshaltung, dass man also praktisch zum Beispiel auch auf eine Messe geht und sagt, die bringt für mich einen Erfolg. Wenn er die Kopien verkauft hat für viel Geld, hat er ja den Erfolg. Aber wenn das der auf der anderen Seite des Standes macht oder wenn er selbst diese Schwelle nehmen will, vielleicht auch mal ein Buch herzustellen und dafür ja dann keine 50 oder 100 Euro, weil der heutige Albenpreis ist, ich nenne es jetzt einfach mal die 15-Euro-Schiene oder sowas. Das war, sagen wir mal, der Oberbegriff. Lassen wir einfach mal, ich sage jetzt mal die Manga, die 8-Euro-Schiene sagen, oder lassen wir das Kiosk 3 Euro oder 4 Euro, Manga 8 Euro, normales Album 15-Euro-Schiene. So, und damit, mit diesem Umstand muss ich ja dealen, da muss ich mich integrieren. Und das wird schwierig. Bei der Menge an Angebot, bei der Menge an Möglichkeiten. Viele Künstler sitzen halt zu Hause, machen, das geht dann so wieder in diese Richtung Pin-Up- und Titelbildmalerei, haben dann ihre Mappe dabei mit 70 Illustrationen. Es ist kein Comic, wenn 70 Einzelbilder, auch das bei der künstlerischen Beratung, wenn also jemand an Stand kommt und 70 Bilder hinlegt, das sind 70 Bilder und kein Comic. Das ist noch nicht das reelle Erzählen, das muss da drin sein. Nicht nur, dass es, also mir geht es gar nicht darum, dass jemand sagt, du kannst das da nicht, sondern geht einfach, es ist nicht da, es existiert nicht, er hat es nicht gemacht. Und das hat man auch sehr häufig bei Künstlern, das Gespräch. Ja, ich will halt auch immer mal was anderes zeichnen. Dann sage ich, ja, Comic-Künstler ist genau das Gegenteil. Du hast deine Charaktere und wenn die erfolgreich zeichnest, du die 40 Jahre lang den Rest deines Lebens jeden Tag. Das ist das Extrem. Gerade wenn es erfolgreich ist. Man kennt das, also die Älteren kennen das oder was weiß ich, diese ganze 70er Jahre, die ich nenne es jetzt mal Rebellion in Frankreich, im franco-belgischen Metallurant, was weiß ich, die ganzen eigenen Verlage, weil die alle aus ihren 50er, 60er Jahre aus Peru da ausbrechen wollten, aus dieser Fließbandproduktion, aus all diesem. Das ist ja das, was ich auch als Unterschied sehe. Die Franzosen haben es ja geschafft, dagegen aufzugebären. Der französische Markt hat ja nicht den Weg genommen wie der amerikanische und der japanische, sondern die haben per Revolution, die Magazine gibt es noch, also Tata nicht, aber das Büro gibt es ja noch. Aber es sind nur Anhängsel der Albenproduktion, wirtschaftlich. Das Büro, weiß nicht, wo die Verkaufszahlen heute sind, aber davon kann die Mannschaft, die da in Frankreich antritt und veröffentlicht, kann da von dem Magazin nicht leben. Das heißt also, da hat sich das wirtschaftlich umgedreht und das Magazin ist halt einfach in Tradition, wird das geführt. Das ist halt der Unterschied. Und das ist auch der Markt, wo ich mich persönlich jetzt am meisten für interessiere, weil da kommt halt für mich das Autorenleben. Ich will das nicht immer besser werten, dass ich sage, das ist das bessere Produkt, aber das ist das Originäre. Das ist der Autor, wie gesagt, Zeichner und Schreiberling als eins gesehen jetzt. Gell? Der Autor, der über sein Werk selbstbestimmt, der was mit erreichen, der sich outen will, gell? Der sich äußern will, der die Gesellschaft darstellen will, der sie karikieren will. All das steckt da drin. Verändern will, mitmachen will einfach, der Erfolg haben will. Geliebt sein will. Das gibt so viele Gründe. Und das hat man. Ach, geliebt sein, muss schön sein. Gestalkt werden will. Und wenn er aufhört, gibt es das. Da sehe ich halt originär mehr. Gelöst. Da kommt es her und das ist auch das, was für mich der Ansatz ist, das zu machen, das möglichst lange zu halten. Weil wenn das dann halt weg ist, um einfach mal diesen schnellen Sprung nochmal zur Filmbranche und allem, das ist ja der Riesenvorteil. Also ich kann nur jedem immer, weil ich gebe eigentlich immer auch jedem, der so diesen Spirit in sich hat, gebe ich immer sofort weiter, mach das auch, weil du wirst, und wenn du es nie hauptberuflich machst, aber du wirst etwas ernten, was du woanders nicht hast. Das gab mal eine Ära, da konnte ein Designer, ein Autodesign, das waren ein oder zwei, drei Leute, die haben auf dem Papier Kotflügel gemalt und was weiß ich, und so sah das Auto aus. Die sind berühmt, alles bis Colani noch, der Name ist ja noch wahrscheinlich ein Begriff,
Und was weiß ich, der Graf Götz hat meinen Oldtimer da unten, was weiß ich, den hat der gemalt und der hat ein paar Entwürfe und so wusste der so gemacht wird. Das ist heute nicht mehr. Heute sitzen 500 oder 1000 Designer und wenn man mal, da kann man sagen, ich habe den Aschenbecher gemacht, ich habe den Türgriff gemacht. Mehr kriegt heute ein Mensch nicht mehr zugesprochen. Und jetzt bin ich ja schön extra weit weg angefangen im Auto, jetzt gehen wir eben zu Hollywood rüber, dann nehmen wir den Abspann. Ne? Ich habe von dem Dinosaurier nicht den ersten, den dritten, sondern den siebten Fußzehen gemacht, den man eigentlich immer nicht sieht, weil der mir nur hinten so klackert oder was weiß ich. Und mehr hat er nicht gemacht. Und das kann die Arbeit gar nicht mal so schlecht sein, weil sie vielleicht dem Team auch wieder Spaß macht. Aber das sich selbst zu präsentieren, sich selbst zu outen, sich selbst darzustellen oder die Welt im eigenen Sinne zu, das wird ganz übel. Das ist in der Musik schwieriger wie jemals zuvor. Das ist schwierig im Filmgeschäft. Schauspielerei, also generell, auch die Belletristik ist ja bis zum Gehen, Book on Demand explodiert, also da ein erfolgreicher Autor zu sein. Also wer sowas machen will, sollte nicht an den Comics vorbeischauen. Die haben in sich noch so eine Art Leben, wo es sich Sinn macht, was drauf aufzubauen. Weil da hat man was. Also das ist auch das Comic-Heft, das Comic-Buch, was da später, was man da in der Hand hat, das ist schon was sehr Originäres und das kann man mit sich schon ein Leben lang verbinden. Das würde ich also jedem schon raten. Also sich nicht aufgeben, sondern diese Idee mit so einem Buch zu verbinden, das macht schon was. Super Schlusswort eigentlich, oder? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich sag mal vielen Dank in die Runde. Andi, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich habe zu danken. Marcel? Ach, Gude. Da war es wieder. Dankst du mir auch? Ja. Ach, das war jetzt aber... Naja. Das war... Nein, alles gut. Und dem Horst dankt man natürlich für den Raum und für die Zeit und für die Einladung. Und meine Inge für das Essen. Genau, das geht an die Inge. Und wir hören uns spätestens nächstes Jahr wieder, würde ich sagen. Ja, und ich danke auch, weil... Auch das möchten wir oder möchte ich, dass man ja das, was man zu sagen hat, dass ihr immer zuhört und ihr habt zugehört. Also bis auf Michael, der schläft ja immer ein. Ja. Aber ihm sei es ja verziehen, weil er ist ja schon am längsten von mir zugelabert worden. Also, das heißt aber nicht, dass das immer hier nur in Wiederholung ausgeht, sondern ich lerne also auch immer wieder was Neues dazu. So ist es gedacht. Also es hat Spaß gemacht. Dankeschön auch wie ich. Aber dann sagen wir mal tschüss. Die Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!